Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Ja, lange ist es her. Also lange. Fast 6 Tage, glaube ich. 6 Tage. Das war jetzt über die ganzen Ostern und dann noch 1, 2 Tage noch drüber hinaus. Ja. Und ja, ich hoffe, bei euch passt alles nach so langer Zeit. Also, lange Zeit. Aber ja, ist für unsere Verhältnisse schon ein bisschen eine Zeit, ne? Und da kann viel passieren. Da kann viel passieren. Deswegen hoffe ich, dass euch allen gut geht und wir heute hier gemeinsam zusammen einen kleinen Livestream hier heute Abend haben, ne? Da freue ich mich schon drauf. Und ich bin hier am Start. Ich habe mir jetzt die Weste, aber ich glaube, ich mache mir direkt mal ein neues, also nicht ein neues, aber ich glaube, ich mache dieses Slash-Weste, glaube ich, mache ich weg. Da hat man noch das alte Ding hier gesehen, das K2. Die alte Crib-Kammer kennt man hier noch, ne? Da habe ich ja mal gewohnt auf 2.0. Thomas, ich sag hallo und herzlich willkommen bei VIP. Freut mich, dass du da bist. So, geh mal hier, ich geh mal in den Kleidungsladen schauen, dass ich mein festes Outfit anziehe. Das ist immer wichtig. No Admin darf ich nicht einschalten, weil wir sind ja da, das Homeland. Ich darf euch aber schon mal darauf hinweisen, dass VIP, Dankeschön, frohe Ostern. Und Dominik, Servus Antl, Servus. Darf ich frohe Ostern nachträglich, ja, frohe Ostern auch nachträglich an euch. Und an dich. Ich dachte, du hast noch Urlaub. Na, nächste Woche, Freunde. Nächste Woche. Also, falls bis Samstag kein Stream mehr kommt, was ich nicht glaube, dass... Also, ich glaube schon nochmal, dass ich vor Samstag noch einmal streamen werde, aber falls nicht, dann wisst ihr Bescheid, nächste Woche bin ich im Urlaub. Also von... Ja. Also, ja. Nächste Woche. Bis Freitag. So. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass eventuell so ab, also nächste Woche, Wochenende wieder dann Streams kommen. Aber die ganze nächste Woche bin ich im Urlaub. Na? Deswegen, nur dass ihr das schon mal wisst, aber das werde ich sonst eh auch nochmal posten, dass ihr mich das jetzt nicht auf so auf Krampf euch dann Sorgen macht um mich. So dass, ja. Gut. Hier. Ich habe einen Schlüssel extra geklaut. Gut, dass ich das gemacht habe. So. Hier. Den Urlaub werde ich ja mal vollkommen genießen und auch einmal in vollster Abstinenz dann auch einmal ausklingen lassen. Mal fernweg von all dem Arbeitszeug und Internet und so. Einfach mal genießen. Na? Der allerechte Homelander. Ja! Bin wieder am Start. Wurde die Regel mit dem PD schon... Ja, heute Nacht habe ich... Also wurde sie eingeführt. Ich habe es dann heute Morgen gelesen. So. Melone ohne Kerne. Danke für 10 Euro Superchat. Eine schöne Woche wünsche ich dir. Hatte am 30.03. Geburtstag endlich 24. Hey, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich. Oh mein Gott. Die Javel. Oh, ich kann schon auf den Parkplatz. Die Javel mit 100 Euro mit Überweisungsgebühren. Holy shit. Hast du nicht daraus gelernt vom letzten Mal, dass du dich nicht verdrücken sollst? Er hat nicht daraus gelernt, dass er sich nicht verdrücken soll. Aber du hast dich wieder verdrückt. Gib's doch zu. Gib's zu, dass du dich wieder verdrückt hast. Um mindestens eine Null. Ey, ich danke dir, mein Lieber. Ob es jetzt beabsichtigt war oder nicht. Ey, das ist so viel Kohle. Dankeschön. Mit Überweisungsgebühren sogar. Ey, vom ganzen Herzen, Dankeschön. Ganz, ganz liebe Grüße. So. Oh.
So. Was werden wir heute machen? Wir werden schauen, dass nicht irgendeine Kacke passiert und werden Spielern helfen dabei, aus ihren Problemen zu kommen. Vielleicht werden wir auch wieder ein bisschen RP schaffen. Mal schauen, wie ist das FD? 5 Leute vom FD da. Da könnte man eigentlich ja schon mal für die was machen. Wenn die nicht irgendwie rastlos auch ausgebucht sind. Also wenn sie einen Vollstress haben, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber wenn sie Verfügbarkeit haben, dann können wir schauen, dass man fürs FD mal irgendwas oder allgemein für die Fraktionen. Ich schaue mal so ein bisschen auf der Insel rum, was gerade so abgeht. Ich hau mich auch an meinem PD-Funk. Das sieht man, da kommt man auch manchmal auf gute Tipps, wo gerade irgendwas läuft oder nicht. Caro Arz, danke, liebe deine Streams, bleib wie du bist. Caro Arz, 9 Monate im Sub, aber bist schon länger dabei. Caro Arz, der Name sagt mir was. Bist schon länger dabei. So. Gut. Ja, gut. Ja, schau sie dir an. Die sitzen da oben. Die haben gerade nichts zu tun. Freunde, ich glaube, da wird es höchste Eisenbahn, dass wir da mal ein bisschen für RP sorgen. Habt ihr Vorschläge und Ideen? Da können wir mal ein bisschen was zusammensammeln. Aber nochmal zurück hier zu Melone ohne Kerne. Nochmal alles Gute nachträglich zum 24. Alles, alles Gute. So, Xenia mit 18.04 für 10 Euro. Seit langem auch mal wieder rein. Ausbildung nimmt viel Zeit. Was machst du für eine Ausbildung? Das glaube ich. Ausbildungen brauchen allgemein immer viel Zeit. Gell, aber würde mich interessieren, was du machst. PD anzünden, oh nee, nicht das arme PD, das brennte so auch schon oft genug. Da oben ist sicher auch Stress. Ui, Makana Lump ist hier. Der allerechte. Waldbrand. Den Waldbrand. Mach was mit Gefahren gut. Mhm. Mhm. Also ihr meinst, dass ich vielleicht auf dem Highway oder so irgendwo? Report an die District am Ernamart, Kennzeichen M-O-M-M-Y. Bohrinsel auch stark. Bohrinsel ist auch sehr, sehr stark. Ich glaube, da haben die auch. Angemeldet Leonardo Orsto. Aber erst so einen Öltanker auf die Seite legen, glaube ich. Das ist. Ja, aufpassen, das Kennzeichen hat mich schon ausgeraubt. Vor einer Woche circa. Ja, check, everyone responding, circa 3 Klicks. Ajan anzünden. Immer genau unter 20. Die Content hätten letzten Dispatch beachten. Nee, ist am Hafen, Flughafen unten. Ich hab ihn anzünden. Geil. Okay, der ist am Flughafen. Die haben gerade irgendwo eine Führerscheinabnahme. Was ist das hier? Oder bauen sie da an? Wir müssten doch von County runterkommen, weil wir 3 County-Einheiten sind und eine Stadteinheit. Okay. Das ist schlecht. Oben auf dem Berg sicher auch stark. Aber die Bohrinsel finde ich auch, die finde ich auch nice. Bohrinsel. Das ist Flughafen? Ja, ist Flughafen unterhalb am Strand. Was ist da? Mein GPS-Signal hat irgendwie gesprungen. Ach, da! Einheit vom County in the City. Ach, da, die machen. Die machen da anscheinend dann Zugriff. Aber ich habe gedacht, eine Führerscheinabnahme. Da linken 73, respondet gerade eh in der Stadt. Haben die den jetzt entdeckt oder? Oder? Oder was ich auch noch wäre halt so ein Tankglas, also sowas. Und das dann quer auf den Highway legen. Das wäre auch geil. Mine haben wir halt erst gemacht. Schicken Fabrik ist ein bisschen langweilig. Ich würde echt sagen, die Bohrinsel wäre halt schon ganz geil, finde ich, glaube ich. Ich weiß nämlich nicht, ob da regulär Brände stattfinden. Das könnte jetzt Franz beantworten. Weil der hat die Punkte gesetzt. Noch eine Einheit zum Airport. Die wollen aber zum Airport.
Ach, die responden. Also einer hätte müssen. Na, das, was ist das, ein Admin? Ja, einer hätte müssen auf dem County dazu stehen. Ah, da. Wir sind auch in Bereitschaft. Daneben. Okay, na, die responden aber dahin. Supervisor unterwegs, also sieht man aber gar nicht mal so. Oh, der haut ab. Der haut ab, der hat Wind davon bekommen. 34, Edward 31 sind im County bei. Der hat davon Wind bekommen. Der hat gar keinen Bock mehr. Oder na, doch nicht. Ah, er stellt den Koch ab und jetzt. Jetzt müsste nur die Polizei ja, so oder der Marshall Service. Ah, na, der fährt woanders hin. Ah, da schaut er nicht hin. Hier sind ja noch keinen Sichtkontakt. Ah, der haut ab. Ah, die kommen da. Ah ja, okay, das ist gut. Notron trifft jetzt genau auf ihn. Ah, na, er geht weiter kochen. Er flüchtet gar nicht. Ja, wir sprechen ja von dem Strand hinten, wo der Hangar ist, ne? Am Strand und nicht da, nicht da Hangar. Ja. Ah, er kocht weiter. Schade. Wäre jetzt geil gewesen, wenn er abkaut wäre, dann hätte es eine Verfolgungsjagd. Linke 70 informativ. Ich glaube, das steht ein Offroader und er kocht noch, ja. Stark. Makana Lump, erstmal vielen Dank für 10 Euro. Ich brauche einen neuen Rasenmäher, die sind aber sauteuer. Überlege, eine Ziege zu kaufen. Gibt schon ab 90 Euro. Da spare ich Geld und habe einen Freund, den ich in harten Zeiten einfach essen kann. Ja, ja. Deine Hausziege. Die wirst du doch nicht essen, außer in wirklich extrem schweren Zeiten. Genau südlich runter. Ja, zum Fall. Streamst du und Xion irgendwann 4K? Wir streamen ja 1440. Ich meine, das ist nicht ganz 4K, aber zumindest ein bisschen besser, schon aus 1080. Und Glasfaser hatte ich vor, Kurt. Ich bin ja umgezogen vor circa einem Jahr. Und da hatte ich von Anfang an Glasfaser. Kurt, ja, erst seit kurzem. Ja. Melone ohne Kerne. Danke nochmal für 10 Euro. Achso, na, das war noch die alte Doni, haben wir schon. Haben wir schon. Caden mit 5 Euro. Moin Andl, kennst mich noch? Könntest du vielleicht einen Flugzeugabsturz oder so machen? Wäre cool, viel Spaß. Das war mein geiles Szenario, wo ich die Brücke auf dem East Highway blockiert habe. Das war ein ganz cooles Szenario, ja. Krankenhaus anzünden, immer ganz schwer. Da müssen halt die Kapazitäten da sein. Ja, Tanklaster finde ich auch ganz stark. Ja. Idos mit 5 Euro einmal Vollbrand im Autohaus. Ja, Autohaus brennt von selber, das ist jetzt nichts Neues. Das ist quasi schon etwas, was brennen kann. Ich glaube, ihr müsst komplett außen rum rumfahren. Ja, wir haben Sichtkontakt. Macht's nur, tut's nur neu starten. Fahrt direkt mal an. Wir sind auf dem Weg. Zugriff oder wie? Viele Einheiten sind jetzt hier. Ocean unten. Muss brennen. Guten Morgen. Ja, die laufen. Eine King-Einheit. 33, one click. Ach so, die laufen dahin. Okay. Yacht anzünden haben wir halt auch schon nochmal gemacht, gell? Schauen wir mal, ich bin gespannt. Wenn der smart ist, sieht er die schon. Ah, die sieht ja, ganz minimal. Da musst du halt wirklich schon drauf achten. Über Flughafen oder über Strand? Denke mal, der ist gerade sehr beschäftigt. Ah, er hat's gesehen. Er haut ab. Fahrzeug flüchtet. Strand entlang genau nicht Strand. Was soll das aber für einen Sinn haben, dass man da zu Fuß hingeht? Stephanie kümmert sich um den Koch. Vielleicht für Schneere. Okay, aber er haut ab. Okay, 6 bräuchte Abholung nach Code 0. Ins Wasser abdringen. Okay, wir haben eine Verfolgungsjagd. Ist ja cool. Dann schauen wir schon mal rein. Grandma. Ja, Fahrzeug flüchtet Richtung Norden. Ist ein schwarzer Raptor. So, Notron. Zeig, was du kannst. N, 5 mal E und IN. Ich hoffe, das. Ah, sie haben noch mehr. Apache Johnny ist auch dabei. Doomstone ist da. Der Doomstone hat das falsche Auto. Ich glaube, der ist Supervisor. Hat er gesagt. Die fahren die Linie korrekt nach. So. Offroad-Verfolgungsjagden finde ich immer geil. So, bin ich viel spannender irgendwie als so Highspeed und so, weil es da viel mehr Dynamik. Bei Highspeeds gehen oft so schnell vorüber, weil die Autos so schnell sind. Ui. Ja, lass mal gelten, oder? Die Offroader. Person Richtung East Highway, Grenze blockieren mit Tankaster, ja, sowas. Ich halte mich in der Nähe.
Spiel, ne? Das ist schon. War schon krasser Sprung. Arena. Er muss ein bisschen ruhiger werden. Richtung Norden, Richtung Grove. Ah, hier haben wir nochmal Verstärkereinheiten. Fahrzeug ist weg. Komm schon, PD. Bleibt ein bisschen dran. Boah, der zieht den dann aber ganz schön weg. Kommt schon, gebt alles, Jungs. Notron, ich glaube an dich. Sind die vom Fahrzeug? Und gerade beim Benny. Okay, aber er ist ein Schwitzer. Er ist ein Schwitzer. Ich glaube, du bist gerade alleine. Ich glaube, das ist ein Schwitzer, Freunde. Wir fahren jetzt Richtung DMV. Aber... Komm, Notron. Negativ Richtung Jube. Hol auf, Notron. Von den News. Hab kaum mehr Sichtkontakt. Fährt wieder zurück zu News. Jetzt hat er sich verborgt ein bisschen. Das war stark. Aber auf die Dauer, wenn der... Fährt weiter wieder Richtung VPD. Aber der Raptor wirkt jetzt nicht, als ob der so schnell ist. Also, wenn ich Explorer fahre, bin ich eigentlich gut auf Straßenbahn hinterherkommen. Dann frage ich weiter Richtung West Highway. Oh mein Gott, Terror Doni. Ich habe dir letztens erst gesagt, als ich dich vermisst habe, ne? Jetzt kommt er wieder mit der Standardspende. 11,11 €. Beste Spende EU West. Fährt jetzt Offroad auf den West Highway auf. Hoffe, der ist da jetzt nicht viel schneller. Fährt im Gegenverkehr Richtung Taxistelle. Jetzt wieder richtig Taxistelle, weiter Richtung West Highway. Okay, am Highway ist nicht so das Problem. Okay, jetzt geht's ins Offroad. Offroad. Holy shit. Nicht auf dem West Highway, sondern rechts davon. Also ich finde das super. Offroad ist... Offroad sieht da ganz gut, muss ich sagen, gell? Von hoch zum Labyrinth. Entweder den Dübel... Alter, der fährt aber... Er fährt auf 120%, der Typ. Ja, Sichtkontakt verloren. Letzter Sichtkontakt war hier oben. Entweder in Dübels. Oh nein, sie haben ihn verloren. Oh nein. Nee, der fährt hier Richtung Golfplatz. Oh, Apachen schon ist dran. Oh, der Lolli ist da. Okay, cool. Geht noch weiter. Ach, dann fährt die hier. Lieb's ja. Oh, er hat sich gemault. Oh, er hat sich gedübelt. Aktueller Turn 20. Ja. Er ist zu tief aufgesessen in dem Moment. Er hat da die Kante genommen und ist zu tief aufgesessen. Ruft die Rettung. Aber GG. War trotzdem eine geile. GG. War trotzdem eine geile Verfolgungsjagd. Ich glaube, ein Rookie. Für die Port 86 an der Grenze Richtung Grapeseed, Kennzeichen MIA, leer 287. Ja, er ist da. Er ist da wahrscheinlich. Ah, jetzt weißt du warum, Freunde? Er ist da rein. Seht ihr diese Kuhle da? Da. Und da drückt es den Wagen halt runter, ne? Und dann ist er halt in dem Moment so extrem in der Federung, dass er da aufsitzt und dann jetzt da drüber kaut. Aber er ist gut gefahren, er ist gut gefahren. Luffy, danke für 2 verschenkte Subs. Ich habe schon vorher gesehen, dass du einen Sub verschenkt hast. Herzlichen Dank an dich für die 2. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wie findest du, dass Weasel News endlich besetzt ist? Ich finde, das ist ein mega Projekt. Ich habe mich da richtig gefreut. Vor allem der das macht, ne? Der hat da richtig... Der hat da richtig Bock drauf und da ist. Ja, der macht das richtig gut, also ein echt korrekter Dude. Caden, ob ich dich noch kenne? Ja, von damals noch. Alte Zeiten, ne? Und wegen Flugzeugabsturz, ja, sowas wäre geil. Ein Tanklaster oder halt wirklich die Öl-Ding. Das wäre, glaube ich, auch ein cooles Szenario. Das erste. Und Terrordoni, danke nochmal. Game YouTube mit 2 €, vielen Dank nochmal. Flugzeugabsturz am Flughafen. Ja, das kann man immer noch machen, gell? Road 11 ist 10-8, Straßenwagen City. Ach schau, das ist der Arjan. Info
informativ. Ich habe eine Übereinstimmung von Justin Shelp. So, anzünden. So, schau mal. Wir haben ein neues Szenario. Ah, Jan brennt. So. Flugzeugabsturz am Hauptplatz. Oh. Man kann übertreiben, ne? So, wer ist hier VIP noch geworden? Ich sag schon mal herzlichen Dank an Christian Ebenbeck fürs VIP Pro werden. Ey, Kuss, dankeschön. Flo Adams selbst aus Mod zu dumm. Okay. Für die Vorteile, das bester Name. Ist das eigentlich so gewollt, Jan? Ist das, war das eigentlich gerade so gewollt? Ah ja, die Bohrinsel. Ich schaue nochmal zu sich. Also das FD muss jetzt sowieso ausrücken. Das heißt, die haben jetzt schon nochmal so ein bisschen an Zusatzstress, aber aha. Was ist da auf der Insel? Hm. Oh, wie geil. Ach, das ist so Mohn, ne? Also so rote Pflänzchen, das ist, glaube ich, Mohn. Da können wir auch davon ausgehen, glaube ich, dass wer sitzt. Ah. Ah. Wenn das kurz sehen würde. Schaut mal. Wenn das kurz sehen würde. Erstmal auf seiner Villa anbauen. Stark. Fühle ich aber. Könnte geiles RP draus entstehen. So, ich wollte zur Bohrinsel. Schade, dass keiner auf der Bohrinsel ist. Was denn sonst? Ah, Fire Eyes. Ja. Okay. Handel, gibt es auch die Stadtwerke? Natürlich gibt es die und die sind gerade da. Einer davon zumindest. Einer von den Stadtwerken ist da. Weißt du noch, wo auf deinem Haus angebaut wurde? Ja, es war zu gut. Ja, Frage, wo denn den Kocher es war zu gut. Ist von der King-Einheit, aber die ist gerade 10-7 gegangen. Okay, meine schade. Meines hat die King-Einheit gesagt, dass der Kocher leer ist. Okay, der Kocher ist leer. Dann hat er es nicht eingelagert, dann hat er es... Macht ja auch Sinn, ne? Köpfle in Homeland rein, ins Pool. Sonst eventuell nochmal zum Hafen runterfahren und kochen. Weiß halt nicht, ich schreibe mal Phil, ob das Feuerscript schon wieder ready ist. Braucht ihr nicht, wir können aber auch gucken fahren, aber ich vertraue der King-Einheit eigentlich da. Trotzdem nochmal runterfahren, wenn sie sich nicht sicher sind. Was ist das Schild für eine Fraktion? Das ist Security. Das ist Gruppe 6. Wo ist der echte Name? Läuft wieder. Okay. Das heißt, wir können theoretisch ein Szenario planen. Hm. Mein Brand auf der Bohrinsel ist halt schon wild. Aber wenn, dann hätte ich irgendwie gern so ein paar Statisten. Terror-Doni, meine wirklich erste Spende, Hashtag abgehoben, Hashtag hier könnte ihre Werbung stehen. Mach jetzt Werbung für... Was mache ich Werbung? Mach Werbung für... Am besten irgendwas zum Essen, weil bei Essen stehe ich meistens immer... Also bei Essen stehe ich meistens zu 100% dahinter. Back die Facecam eigentlich. Geht der Mund eigentlich so, wie er soll? Ja, denke schon, ne? Hoffentlich. Schatz, pack die Facecam oder passt sie? Almdudler. Almdudler ist ein geiles Getränk. Mag ich. Was ist denn hier? Ich mach Werbung für Döner Kebab. Weil Döner Kebab einfach Ehre ist. Und ich wäre sofort dafür im Wahlkampf, mach Döner Kebab wieder für 3 Euro. Und Seiten auf 0. Leistbar, Abi, Bruder. So, anders linkes Ohr. Erstens kratz mich. Zweitens kannst du den Bahnschacht anzünden, wäre auch ziemlich geil. Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, wie ich das da geil machen könnte. Ein verunglückter Hubschrauber da wird gehen, gell?
Braucht er halt nur, wenn dann ein paar Statisten. Dass das Hand und Fuß hat. Ich könnte aber mal mit Phil reden. Ob das FD, ob das gerade so schlau wäre. Ich frage ihn da mal. Oder? Moin. Moin. Was hältst du für ein kleines Szenario für Jungs und Mädels? Kannst du machen. Bitte sag, meinst du, denen ist gerade langweilig? Also die haben, glaube ich, oder? Die haben eigentlich nur den verkehrsunfreien Miropark ist einer. Ah, okay. Na, die müssten auch noch irgendwo dort bei der Schule müssten sie auch was haben noch. Ich habe gerade geguckt, ist nur der Dispatch drin für Verkehrsunfall. Okay, ja. Bei der Schule hat sich auch jemand überschlagen, aber vielleicht melden die sich noch. Was ich habe die Idee, die Bohrinsel irgendwie anzünden mit einem Hubschrauberabsturz oder so. Bohrinsel ist noch nicht so gut, weil ich der Einzige bin beim FD, der einen Löschhelikopter hat. Und ich gerade nicht im FD-Dienst bin. Okay, also das ist Krise. Das ist derzeit noch Krise, ja. Was wäre sonst noch geil? Oder sonst ich weiß, warte mal, oben in Roxford, da ist eine Yacht ziemlich nah am Dings dran, an der Klippe, weißt du? Da könnten die mit Feuerlöschern, könnten die sogar rüber. Ja, dann wieder das. Oder ich lasse auf der Grenze irgendwo ein Tanklaster kippen und zünd den an. Oder ich lande Not auf dem Highway mit einem Flugzeug. Das wäre auch geil. Das könntest du auch machen. So rein als von beiden. Jetzt gerade kam Feuer rein in der Grove Street. Oho. Da schaue ich gleich mal vorbei. Dann warte ich, bis das vorbei ist und dann lege ich los. Jo, alles mache ich gleich. Das am Highway, glaube ich, wäre das cool. Jo. So. Und eine Einladung für die Party gestern Abend hatten Sie vermutlich auch nicht. Ich habe ihn doch schon gesehen. Stark. Die stehen da oben, grillen mit allem drum und dran. Also, starkes Stück, oder? Wir haben ein Feuer in der Grove Street. Wo ist es? Sollten wir eigentlich gleich sehen, ne? By the way, Freunde, wenn es ihr neu seid, würde es mich mega freuen, wenn sie hier kostenlos ein Abo da lässt. Und ja. Wo brennt's denn da? Wo brennt's in der Grove Street? Ich folge einfach mal dem FD. Mag mir den Brand nämlich anschauen. Was wollte ich noch sagen? Ach, ich habe ja wo ganz woanders geschaut. Oder? Ah, sie haben, glaube ich, das Feuer-Script gerestartet, gell? Ich glaube, ich müsste einen Power-Nap kurz machen. Oder reicht's? Warte mal, wenn ich aus der Bubble gehe und relogge, vielleicht hilft das auch. Dann kann ich wieder die Feuer sehen, weil sonst habe ich das Problem wieder, dass ich die Feuer nicht sehe. Schauen wir mal, ob der Relog was hilft. Wenn nicht, dann muss ich kurz restarten. Anscheinend hakt das Feuer-Script. Wo sollte der Brand? Ich glaube, die Tankstelle da sollte brennen, gell? Na, ich glaube, dann muss ich kurz restarten. Ist auch kein Problem. Wenn ich heute mit dem Feuer zündeln will, dann sollte ich auf demselben Stand sein wie das FD. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal hier kostenlosen Like reinschallern. Nieder, da. 7 Monate nur durch Verschenken. Das würde ich sagen, Ehren-Community, oder? Das, sage ich mal, steht für eine richtig ehrenhafte Community. An der Stelle. So. Der Laden hat gebrannt. Ich habe es leider nicht gesehen, gell? Deswegen. Aber alles gut. Alles easy. War ich jetzt wirklich blind? Ich vertraue da jetzt gerade nur meiner Freundin. Schatz, ich schreib mal rein, ob ich gerade blind war und das Feuer übersehen habe. Oder ob ich es nicht gesehen habe. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so blind bin und das nicht gesehen habe. Das wär schon lost auf einer neuen Ebene. Mal schauen, ob sie antwortet. Sie da ist.
Das muss ich selber nochmal zurückspulen. Da war ein wenig Feuer, ja, aber selbst wenn es ein wenig ist, ist es dann zu wenig. Ich muss es ja... Nur kleine Flammen ohne Rauch. Ach so, okay, ja, das kann gut sein, aber dann ist es ja eben verpackt. Weil ich müsste ja das, ich müsste ja trotzdem den vollen Tamtam sehen quasi. Weil sonst ist es ja quasi nicht wirklich. Hayden, Dankeschön fürs VIP-Werden. So, gehen wir wieder zurück. Zurück zum Ursprung. Das müsste nämlich wieder gehen. Ja, so hat das definitiv nicht vorher ausgeschaut. Freunde. Gut, dass ich trotzdem reconnect bin. So hat es definitiv nicht ausgeschaut. Okay. Der Laden brennt hier also. Ach, der brennt sogar am Dach oben. Deswegen haben die ein bisschen zu strugglen. Kommst du da irgendwie hoch? Ah ja, okay, verstehe. Muss also hinten drauf kraxeln und dann da den Brand löschen. Okay, verstehe. Passt. Jetzt fehlen nur noch die Marshmallows. Ja, bei den AMR dann oben schauen. So, ich glaube aber, da lasse ich jetzt dann... Ich glaube, ich ziehe das durch mit dem Truck. Was ich persönlich immer sehr geil finde, ist diese Brücke, wenn du die blockierst. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr geil. Bist du echter Admin? Unechter. Der allerunechte. Half official. Danke fürs VIP-Werden. Da, man ist ja auf der Brücke da, also auf der Höhe. Da was entgleisen oder halt so einen Truck querstellen. Das wäre halt schon mächtig geil. Mit Statisten, ja, das wäre noch geiler. Könnte ich die Zeit inzwischen nutzen, jemanden da zu finden. Wo ist eigentlich da, Jan? Also ey. Ist das eigentlich so gewollt, dass du da stehst? Wie bitte? Ist das eigentlich so gewollt, dass du da stehst? Ja. Okay. Magst du einen LKW-Fahrer spielen? Oh Gott, ich habe keinen Führerschein. Das ist ja noch besser. Oh ey. Ja, kann ich. Ich will ein Szenario machen, wo sich ein Tanklaster querlegt auf der Brücke am East Highway. Das kann man easy sehen. Das wäre, glaube ich, geil. Das dann halt anzünden für so FD und alles und drum und dran. Ja, dann will ich mir kurz einen kaufen gehen. Na, musst du nicht kaufen, dafür den Spawn mal. Du bleibst in der Nähe. Ja, ist eh Adventure. Also. Ja, wie du willst. Ist dann einfacher, dann. Ja, halt Tanklaster wäre halt geil. Sind die? Ja, da oben. Ja, dann hole ich kurz ein. Easy, cool. Ich mach dann mit als panischer Gefährte. Oh Gott, oh Gott. So, ich schau nochmal, ob Scotty im RP ist. Meister? AFK Scotty? War klar. So. Nichts anderes gewohnt. So, ich frage nochmal Raylan. Moin, Meister. Bitte? Bist du gerade schwer beschäftigt? Ich suche gerade für den Herrn einen passenden Aufleger. Ach so. Willst du mitmachen beim Szenario nachher? Vielleicht so als... Kommt drauf an, wann du es machst. Ja, weil jetzt dann gleich. So halb... Ja, jetzt geht noch, ja. Halb müsste ich bloß dann. Also halb wollte ich dann richtig reingehen. Ja, wir machen sie jetzt gleich. Wollen eigentlich kaufen. Entweder du bist bei ihm irgendwie Beifahrer oder du bist so ein Beobachter, der hinkommt und die Leute nervt. Das wäre auch lustig. Ich könnte mich auch mit einem Auto rein... Also ich könnte auch mit einem Auto so hinfahren. Und dann bin ich halt unter dem LKW, weißt du? So. Oder so. Oh, ja, oder wie gesagt, dann suche ich noch jemanden, der nervt. Das wäre auch witzig. Ja, cool. Wer nervt? Ist Hobbs da? Nicht Spaß. Der Scotty ist irgendwie gerade nicht da. Achso.
Ich weiß nicht. Ich hab jemanden. Ich frage ihn Jupp. Ja, genau, ihn Jupp, genau, fast. Ach, der geht gerade. Ach, der tut gerade anbauen. Ganz schlecht. Okay, ganz schlecht. Digga, aber der Spot, holy shit, Alter. Okay, ganz schlecht. Der Jupp wäre zwar geil gewesen, aber jetzt vom Anbauen hinwegziehen ist kacke. Ich geh jetzt nochmal zu Scotty. Mit das Stück Kaki da. Hey! Was eine Tomate, Alter. So, und mein linkes Ohr muss ich noch... Platz. Scotty muss das noch von gestern Abend verarbeiten. Ach, es gibt Schlimmeres. Speedy Speedway-Fan, danke für 22,22 €. Dankeschön. Und ganz liebe Grüße. Kuss. So, wen haben wir hier noch aus dieser... Ach, ich muss ja noch an meinen Funk. Damit mir da ja nichts entgeht. Funk rein. Simon, ja, wenn du anscheinend bist, gerade noch nicht da. So. Kann man. So. Lass mich nochmal hier schauen. Chappy. Wer ist denn so ein richtig. Wo könnte ich es mir vorstellen, dass es richtig nervig ist? Ding ist, Agenda ist selber Cop, das ist blöd. Also ich finde das super. Das war ja die Eventagentur, ne? Vielleicht sind die ja sogar mehrere, das wäre witzig eigentlich. Club eingeben, dann kannst du das machen. Na, guck mal. Stark, die weihen gerade den Club ein. Du kannst nerven oder nicht? Ja klar, ich kann auch nerven, aber ich... Geil. Oder? Ja, ich dachte echt, man braucht da ein Dings für, ne? Ah, weil an der Bühne geht's ja auch nicht. Wie wär's mit den Reporter? Ich glaube, die sind noch nicht da. Aber das ist ja geil. Das ist okay. Mega. Hier kannst du wirklich richtig Party machen. Hallo, ja, Jungs. Na, hallo. Seid ihr gerade schwer beschäftigt? Geht so? Nein. Wenn nicht, ihr könnt jetzt bei einem Szenario mitmachen, quasi als ungeladene, nervige Gäste bei einem Verkehrsunfall. Können wir gerne machen. Oh je. Wenn du uns sagst, wo? Ja, am East Highway. Ich hole euch dann sonst dazu. Nehmt euch Auto, stellt euch hin und macht's richtig, weil da wird die ganze Brücke wahrscheinlich gesperrt. Und dann macht's richtig so Aufstand, so auf Stress, so, weißt? Mhm, können wir machen. Jetzt. Super, ja. Na? Sagst einfach Bescheid, ne? Ich sag Bescheid. Super. Gut. Ciao. Geil. Wieso hat Jupp ein Messer? Ich denke mal, weil er das Emoji noch drin hat im Namen. So. Schauen wir mal, was Arjan macht. Oder? Halt an. Ja. Fahr mit. Oh wei. Das sind wir aber langsamer, ne? Da sind wir definitiv um einiges langsamer, wie es wurscht. Qualität vor Quantität. Wolltest du nicht Grenze machen? Entweder das oder die Brücke. Na, mach mal Grenze, besser hätte. Aber da hätte auch Border Patrol was, wenn die da sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die da sind. Schau kurz. Ich kenne die Namen von denen nur außer Fox leider nicht. Und oben im F9 sind sie ja nicht. Sind nicht da, ne? Nee. Oh Gott, Lost Eye! Mit 10 Subgifts! Herzlichen Dank, mein Lieber! Danke, Marc!
Vielen lieben Dank. Macht's mal Herz rein. Haben wir auch einen Herzring eigentlich gemacht für Dijavel? Dijavel? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dijavel? 150 wieder Terminate. Bitte? Ich hab schon Statisten gefunden, die dann nervig sind. Oh Gott. Wir machen da richtig Stress. Das FD wird's. Adam 61. Ja, ist ja auch 3 da. Können wir auch PD, können wir alle mit einweihen. Was? PD kann ja auch mit dazukommen. Safe, alle. Ich sehe schon die ersten Leute, die gleich Hauptplatz schrubben dürfen, wegen Widersetzung an amtlichen Maßnahmen oder wie es heißt. Nee, das müssen wir dann unterbinden. Sind ja nur für die Übung da. Die Eventagentur quasi für dieses Event beauftragt. Ironischerweise. Stark. Ja, weil da wusste ich, die fahren zu dritt herum und die kann man gleich 3 auf einen Schlag. Dann sind wir, je mehr Leute, ja, desto nerviger. Das stimmt. Brauchen wir dann nur noch viel? Ja, sind da uns. Ah, jetzt fängt an. Schleicher hier auf der Auto! 1020, mit einem abgeklebten Kennzeichen, ich bräuchte mal einen Backup. 1020 ist raus. Ist nur die Frage, wie man das Teil dreht auf die Seite. Mit dem Panzer vielleicht umschmeißen? Oder mit so einem Jupiter, wenn man da davor steht und drüber fährt? Das müssen wir jetzt nur testen. Ich würde es einmal mit dem Panzer probieren, glaube ich. So leicht mit dem Rohr. Das probiere ich gleich mal. Ja, der Phil fährt drunter mit seinem Auto. Das geht auch. Wir müssen ihn nur anzünden dann. Nur die Frage, welche Seite von der Grenze wir nehmen. Ich glaube aber eher statt auswärts, oder? Dann nervt man mehr Leute. Glaube ich auch, ja. Weil dann noch zufällig mehr Leute reinkommen. Weil es sind mehr Leute gerade, die von der Stadt rausfahren könnten. Erstmal einen Drift hinlegen, stark. Der war gut, ne? Der war richtig beschissen. Oha. Der muss aber so richtig quer über beide Bahnen liegen. Die kann man nicht umfahren, die Teile? Ach, Jan. Kann man die hier umfahren? Ach, Jan. Da muss man gucken. Aber man kann halt nur vorder dahinter dann machen. Ja, Vordergrenze. Viel nerviger. Am besten schon so, dass sie beide Lanes sperren müssen. Stark, du machst das. Schau, da ist schon der Erste. Ja, ich mach schon mal ein bisschen Schaden. Das ist schon der Erste. Der ist entkommen. Der Erste hat schon Stress gehabt. Boah. Bist du noch nie in deinem Leben LKW gefahren, oder was? Ja, nicht mit irgendwelchen Deppen dahinten. Das lernt man als kleines Kind. Das hab ich. Jan hat eine tolle Stimme, ja. Beneide ihn eher. So tief, so richtig. Jetzt habe ich immer schon mal Dellen drin. Filmstimme. Dodge.exe, danke für den Euro Superchat. Kuss, geht raus. Na dann mal. Ist das vielleicht ein Dune Buggy oder? Bist du da jetzt unten reinfahren oder was? Ja, hätte ich gedacht. Yeah. Oder du musst mit entweder mit einem Bulldozer kannst du, glaube ich, auch gut hochheben. Ein Bulldozer meinst du, okay? Wir muss. Ich muss mir auch noch umziehen gehen gleich. Komm!
gehe noch kurz eine andere Kleidung holen. Jo. Oh, okay. Also ich finde das super. Komm, flieg um. Fetti. Seit wann ist es so, dass die so extrem nervig auf... Shit, bro. Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, my God, bro! Ich würde sagen, Mission completed, oder? Ja. So, jetzt zünd mal an die Scheiße. Warte, ich zieh den Trailer noch mal ein bisschen in der Mitte, dass da mittig steht. Ja, stimmt, gute Idee. Alter, die Kopflosen haben ja gar keinen Bock. Was ich mach da jetzt? Start fire. Spread haben wir. Okay, 5. Oder was waren wir? 4. Chance, dass das sich auch 100 und Dispatch machen wir 1. Oh yay! Holy. Wir können ja auch so machen, dass da Öl runtergelaufen ist. Und da unten jetzt auch die Schienen und so brennen, oder? Das wäre auch gar nicht mal so geil. Also es wäre gar nicht mal so, das wäre, glaube ich, ganz geil. Da unten auch noch so ein bisschen. Und da so Öl runterläuft. Macht denn da am meisten Sinn, wenn es da diese Holzpfahl... Also das sind keine Holz. Das ist, ja, wo ist da das Gras halt? Warum kann sich das verpissen? Der Schrei! Der Schrei. Oh mein Gott. Das mache ich dann nur mit Dispatch 0. Kannst doch nachher, wenn dann die F-Dealer alle da sind, kannst du auch noch ein paar mehr Brände legen. Dann sind die nämlich in der Bubble drin und dann verschwinden die nicht. Also dann haben wir keine unsichtbaren Brände, weißt du? Ah, okay. Ja, da bist du mehr der Experte. Ich hol mal die Eventagentur. Eventagentur, Dean Harper war das. Jo, Jungs, zur Grenze. Jo. Also okay. Stadt auswärts, die jo. Grenze am East Highway. Jo. Mein super. Gott, wie geil. Das wird, das... Oh, no. Die Kiefer. Oh, no. Das kann ja nichts werden. Das kann absolut nichts werden. Oh Gott. Alter, wie es da ausschaut. Aber es wird immer schlimmer jetzt hinten mit den NPCs. Ding, sitzt du mal mit der Frage, der Täter von dem Kocher gerade eben hat keinen Waffenschein dabei, aber hat dort unsere Datenbank eine... Die kommen jetzt gleich, das sind auch so richtige Kiefer, so. Jo. Die Lancer. Muss nicht nur Dispatch ans FD schreiben. Wenn das jetzt eine normale Waffe ist, die man auch im Laden haben kann, hat er nicht die eine illegalen Schusswaffe. Den Vordankeschön, Mann, und eine P17. 10 Feuer? Ja. Ah, das meintest du mit der Bubble, ne? Ja, nee, Jan, du hast vorher noch nicht reconnected, nachdem ich es vorher gestartet habe. Ja, dann mach ich, okay, dann reconnect ich kurz. Jo, ja. Mach das Start mal neu. Je mehr Feuer ich da hinten die Kopflosen setze, desto mehr explodiert es da hinten nämlich, ne? Stimmt, Haftbomben. Wobei, brauche ich nicht.
gehen so auch schon hoch. Shit, Alter. Das breitet sich jetzt ja immer mehr aus. Heilige Kacke. Okay, ich merke schon, ich brauche keine. Da brauche ich definitiv keine Aufbombe. Holy shit. Komm, da kommen immer mehr. SPD ist schon da. So. Emergency war das. Eine Gruppe war das. Rettungsdienst. Standort. Hier. Anonym. Feuer. Melder. Benz. Posten. East. Highway. Geil. Fahrenden Zug anzünden. Eieiei, das wird was. Da werden wir dann auch immer so ein bisschen nachlegen, ne? Das BD macht schon Absperr. Oh, jetzt kommen wir schon. Vielleicht kommt der Funkspruch so. Boah, hier nerven mich ein paar Leute. Ente 107, moin, wie heißt das Grip, wo du da stehst und musst E drücken? Also du meinst die Shops und alles? Oder was meinst du? Was war die vorhin informativ? Die ganze Grenze East Highway am Ernamat außerorts, also ja, statt auswärts ist komplett Massenkarambolage. Eine Explosion. Die ist soweit verständigt. Dann East Highway weiterräumig absperren. Gerade, dass solche Szenario nicht selber MRP generiert werden. Wir bräuchten da irgendwie so ein Script, das es selber macht. Das wäre übel geil. 73 ist gerade auf dem Sandy Airfield. Ich muss mal nach. Das ganze PD jetzt auch noch da. Gleich kommt die Küstenwache. Gleich kommt Baywatch. So. Reicht der eine Einheit oder brauchst du eine zweite? Ich hab keine Zeit für einen Scheiß. Tempo. Ich muss da tun. Kennzeichen Check, MK5. Was soll das denn hier? Was ist hier los? Ja, gute Frage. Also, ich will ja eigentlich durch jetzt. Ja, das funktioniert nicht. MK5. Ja, Oma hat Blank angemeldet, versichert. Was soll das hier eigentlich jetzt? Was ist, Check. Was ist da war hier gerade in der Nähe von das kann ich noch nicht beantworten. Ich dann abgestelltes Motorrad gesehen habe. Bestenfalls dann einmal umdrehen, ja. Daher Blank hat mir vorhin dann festgenommen. Sonst muss ich auf der anderen Schale. Der hat die da vorhin festgenommen, war das die Trosser dann oder was? Also entweder ja, genau. Drehen sie hier oder sie. Ja, war jetzt gerade wieder. Ja, warten. Das kann dauern. Also. Aber vielleicht wollte das nochmal so warten. Ich würde sie nicht empfehlen, hier zu warten. Okay. So, ich fahren können sie nicht, da kommen sie nicht durch. Naja, das Motorrad steht auf dem Gelände, er war außerhalb des Geländes hier. Unfall. Gibt's hat nicht. Den an der Schwarzgelbwäsche aufgegriffen oder irgendwo bei was anderem. Extra sunny clear, nor smog, foggy, overcast clouds, ja, ich hab hearing gesehen, rain, thunder, snow, blizzard, snow, hab ich Halloween. Ich habe ihn gesehen, wie er drauf war und getankt hat. Okay. Habe ich ihn festgenommen. Kann. Gibt leider keinen. Check. Ja, weißt du, was geil wäre? Jan, wenn du dich dort quasi da vorne hinlegst, dass du aus der Windschutzscheibe gefallen bist vom LKW. Ja. Das wäre geil. Dann ein passendes Passout, Passout vielleicht dafür. Ja, 1086 mit einem glaub, schwarzen X5, Kennzeichen UPY, leer 915. Oder irgendwie sowas. Am Steinbruch. Oder zwei, irgendwie die Witter, na, das wird ja von selber dann irgendwie löschen. Warte dann noch, bis das FD da ist, weil dann kann ich weiter zündeln. Schau. Ah, da kommt das FD.
Also, FD. Fahren Sie es bitte einmal zur Seite und lassen uns FD durch, ja. So, nö. Da, Anubis! Aber Nebel, glaube ich, wäre geil, oder? So ein richtig... So ein Nebel. Foggy. Oh ja. Oh ja. Schaut's beim Nebel. Oh, ich sehe da eine kleine Fledermaus. Kann aber mitmachen, wenn er will. Simon, danke schön. Mirko, wie schnell die Zeit vergeht. Schon 17 Monate. Benötige bitte noch einmal einer. Eine, heftige, auf der anderen Seite. Heftige Kacke. Geil. Drei, vier schaulustige Fahrzeuge. Ja, zum Beispiel in den Shops. Nein, das ist, das ist selber gemacht. Ja, yeah, check edit for everyone responding. UI. Beziehungsweise das ist, grafisch selber gemacht. Ja, einfach ungeduldig werden, Stress schieben, so ja, was geht denn da nichts weiter und bla bla bla, solche Sachen. Also praktisch ein bisschen Radar schieben oder so. Ja, genau, und dann vielleicht so auf Krampf auch probieren reinfahren und so, oder. Alles klar. Na, aber nicht nachgeben. Was soll man machen? Einfach bisschen auf. So, bitte nochmal zwei weitere Einheiten zu meinem aktuellen 1020. So. Ja, immer noch mehr Fahrzeuge, die alle nicht wegfahren wollen. So, weil die explodieren jetzt dann. Ich hoffe, das kostet den FD dann jetzt nicht. Genau das meinte ich. Ja, dann einmal den Rückzug zu sichern. Holy shit! Chickens! Ich bitte hier raus, das Auto brennt! Hilfe! Ja, ich hol sie sofort raus. Oh nein, es brennt schon wieder! Oh shit! Jetzt. Diesmal. Da hinten kann man noch sagen, dass der brannt. Was sind denn da noch für Autos intakt? Oh, scheiße. Wieder hinten anzünden. Also die haben da richtig zu tun. Wenn wir schreit. So. Ich hier die Tür auf. Ah, wie weit habt ihr es noch? Und? Vielleicht da. Um 10. Das ist heißt, ich halt da hinten. Ich hab jetzt ein Nagelband auf die eine Seite gelegt. Ja, check. Das Nagelband. Da bisschen auf. Linker Fahrstreifen, aber da soll das ja nicht reinfahren. Da fehlt noch ein Flugzeugabsturz. Alexander. Oh mein Gott, Alter. Alexander, das Flugzeug. Oh nein. Können wir nochmal nachzündeln. Geil! Scheiße, das Auto. Es muss explodieren. Was ist schon wieder durchfahren? Man geht das hier immer weiter. Tja, versuch's mal. Grüß dir die Herren und die Damen. Wann geht's hier weiter? Ich will nach Hause. Stehen bleiben. M5 Hop zurück. Fuck, wie geht denn sie? So, bitte bleiben jetzt alle hier hinten stehen, nicht, dass sie sich auch noch verletzen, das wollen wir nämlich nicht. Wollen wir die hier ja, auf und bitte fahren Sie nicht in unsere Einsatzfahrzeuge rein, das wäre nett von weil ich hab da hinten ja eh abgesperrt. Ja. An Sie, fahren Sie zurück zu dem Überkopfwegweiser und da warten Sie, bis der Stau auf sich aufgelöst hat. Ja, weil meine Oma hat gekocht, das gibt Chili con Carne.
Wenn der Opa hat dann gekommen. Können Sie hier vorsichtig umdrehen und fahren Sie zurück. Inlandswege. Fahren Sie zurück. Das ist eine offizielle Anforderung. Fahren Sie zurück. Sie behindern hier die Einsatzkräfte. Also eins kann ich Ihnen sagen, danach haben Sie keinen Führerschein mehr. Ja, ich muss hier lang jetzt. Fahren Sie jetzt zurück. Können Sie nicht irgendwie den Weg frei machen, irgendwie irgendwas beiseite schieben oder so? Beiseite schieben? Ja, klar, fahren Sie mal dagegen oder irgendwas. Ich glaube, Sie haben... Andere. Irgendwo muss ich nochmal. Wir haben da unten haben wir noch ein bisschen Feuer. Blinken 66, 10-8. Gehirn geschossen hat, ich weiß es nicht. Dann behindern Sie hier die Einsatzkräfte. Er hat Ihnen ins Gehirn geschissen. Sie noch ich hab ja, dann drehen Sie um und fahren Sie über Innenstadt, über die Landstraße. Nein, das geht zu lange, das dauert zu lang. Kollege. Ja? Wir können die auf der Gegenfahrbahn lassen, weil ich habe da hinten eine Vollsperrung gemacht. Nee. Ja, umdrehen. Ja, aber nee. Nee, willst du nicht? Nee, okay. Nur über Inlandwege. Ich fahr nochmal hoch. Jo. Oh mein Gott. Aktuell stand 2 per verletzte Person. So denken, what the fuck? Der Ram, der BMW und dann der blaue BMW. Ich hab schon gar keinen Bock. In meinen Augen ist das Türkis. Mir egal. Einfach alle zum Überkopfwegweiser zurück, danke. Überkopfweg? Überkopfwegweiser. Können Sie es mir nochmal auf Deutsch sagen? Das ist die Österreich. Ich kann nur. Excuse me, English please. Overhead Director, ich hab keine Ahnung. Machen Sie zurück. I don't can understand. In Spanish, please. In Spanish. Amigo, fahr zurück, komm. Wir leben beide nicht mehr. In France, please. In Türk, please. In Türkei. Was ich Ihnen anbieten kann, ist Italienisch. Und jetzt legen Sie die 50 Meter zurück. Messen wir das aus, bitte. Haben Sie ein Maßband da? haben Sie ein Maßband da zum Ausmessen, wie viele Meter das sind? Hallo, ich würde gerne wissen, wie viel das sind. Ein Maßband oder ein Ich auch, ja, ich auch. Bitte. Wenn Sie jetzt noch einmal blöd machen, fahren Sie zurück, dann? Sonst widersetzen Sie sich einer ordnungsgemäßen Anweisung. Dann. Und dann werden wir Sie festnehmen. Und dann? Dann kommen Sie auf den Hauptplatz für Soziales. Und dann? Und danach? Und danach leisten Sie. Ich bekomme auch einen Kuchen von Ihnen. Und nein. Dann? Fahren Sie zurück. Hopp. Und dann? Letzte Chance. Und dann? Ei! Oh. Alle Griff zur Waffe, gell? Wenn mich wer umfahrt, dann ja. Passt's auf. Ja, Sie denken auch, Sie sind eine menschliche Mauer, oder? Oh mein! Ich kann nicht! Oh, ist der Trottel. Jetzt bin ich verschwacht, ne? Die Österreich. In der Nähe von der Mine, also der County-Einheit ist seine frei. Das ist die Österreich, das ist Cop-Mobbing. Nagelband jetzt. So wie Matt. Jawohl, genau, auch noch. Adam, ich könnte auch noch eine Barriere her. Ja, fahren Sie ruhig an, wenn Sie eine County-Einheit sind. Ich bin gerade in. Ten David auch mal responding. Jetzt links rüber. Oh mein Gott. Die Einheiten, die bei diesem Großband da jetzt absichern, stellen sich mal bitte auf Großschaden. Schau, wie es fährt. Ja, check. Schau, wie es fährt. Wir brauchen mal eine weitere Einheit. Wir haben jetzt gleich 2 Festen. Schau. Also jetzt sind wir aufgearscht. Ist das euer Ernst? Weg. Ist das euer Ernst? Weg? Ich kann nicht mehr. Ich fasse es nicht wirklich. Was heißt denn falsch mit denen? Ja. Absolut. Wie geil. Auf ein geiles Szenario. Dankeschön, Simon. Der Rückruf zurückgerufen. 50 negativ. Oh mein Gott, ein Wildtierangriff, ja. Auf die Cops? 6 negativ. David 1097. Wildtierangriff auf die Cops. Auf Matthew Green, komm.
51 würde sonst den Dispatch fix zurückrufen. Schreibt man den? Nicht dumm? Das macht wahrscheinlich also Matthew Kollegen mit. Eben einmal lieber den Kollegen da helfen mit Backup. Schau. Zur Info, wir suchen das schwarze Motorsportler. Der Mann ist schwarz angezogen. Der Arme. So ein schwarzer Cappy. Schwarz maskiert. Shit. Aber ist das, weißt du, was wild wäre? Das FD angreifen. Negativ, mich hat ein Fuchs oder sowas attackiert. Ja. Analyzing now. Stand clear. Hast du eine 10-ACV oder was hast du da? Mich hat der Fuchs angegriffen. Ich hab ein Passwort gesucht, eine Supersport und. Wie war die gar nichts, Alter, das ist ein Highway, das ist gefährlich. Schwarz, der hat eine, diese T-Shirt-Maske wow. auf, diese Tuchmaske und eine schwarze Hose mit weißen Streifen. Hm? Und Chucks ab. Hallo! Ich bin unter dem Unterwegsschild, also ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist. Ich bin unter dem Schild, wo der Officer gesagt hat, dass ich hinfahren soll. Steigen Sie jetzt aus. Ich mach gar nichts. Wie, er hat geschossen? Er hat. Genau. Tschüss. Telefon. Nochmal einen aktuellen 20, wo genau. Ich mach gar nichts. 0,7 Klicks. Tschüss, wer wegfahrt. Wir haben mal durchlassen, das ist vom LFD. Aber der hat ja nichts mit dem Szenario, oder war der mit eingeweiht? Doch, ich glaub schon. Auch mal eine Einheit, die hier die Straße absichert, dann vermutlich eine 10-ATV. jetzt ist Matt. Reicht das an Einheiten, die da vor Ort sind, oder sollen wir noch jetzt aus dem City welche schicken? LM61 ist gerade noch auf Anfahrt. Wir sind mega mad. Noch in einer zur Absicherung respawnet, müssen es derweil genug sein. Die 10-ATV ist jetzt East Highway im Gegenverkehr statt auswärts. Alter. Wehe, sie werden einmal losgelassen. Wenn ein Straßenwagen dazukommt, wir verfolgen einen Straßenwagen mit dem Offroad und Highspeed. Oh mein Gott. Ich bin auf dem Straßenwagen, aber ich wäre 5 Klicks weg. Ich wäre näher dran. Na dann. Blinken 66, negativ. Ja, dann respawn ich. Schick mal weiter, 1020s. Die eine, die absperrt, legt Nagelbänder. Auf welche Höhe? Bei dir eigentlich. Aber wo du stehst. Gib uns nur wenn anderfällt. Auf welchem Fahrstreifen? Die Lücke da, wo du gerade durchgefahren hast, liegt zwei Nagelbänder. Theoretisch dürfte er laut. Ich glaube, laut neuem Regelwerk dürfte der nicht verfolgen, ne, der Manu. So wie ich es richtig verstehe. Jetzt gerade statt einwärts. Wobei, warte mal. Aber da ist ja noch eine Sonderklausel drin. Irgendwas mit dem Highway. Irgendwas ist doch drin mit dem Highway. Wir wollen Verkehrsmitteln weiterhin an allen, blablabla. Darf ein Fahrzeug auch mal von einer anderen Fahrzeugklasse verfolgt werden? Sind jetzt hinterm Erna Market, fahren Northbound. Die Regel entfällt jedoch für die Highspeed-Fahrzeuge auf dem gesamten Highway. Ein Highspeed-Server auch in der Nähe. Ah, okay. Hilfe, Rüdiger! Am Highway darf man mit der Highspeed verfolgen. Negativ jetzt statt einwärts Richtung Sennifer Autobahn-Knotenpunkt. Dachte ich mir. Ja, ich stehe am an der Auffahrt. Ah, ich sehe euch. Dann müsst ihr theoretisch nur abfahren, dann. Letzten Dispatch jemand anrufen. Ich bin umdrehen. Ach du Scheiß! Rüdiger, helfen Sie mir! Was tut er? Rüdiger! Hilfe! Rüdiger! Hilfe! Ja, links, kommt wieder auf die Grenze.
Wo bist du denn? Alter Schwede, was fährt der Zahn? Stadteinwärts. Hilfe? Ja, Check bin da. Hilfe. Was war? Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir, oh Gottes Willen. Willst du vorziehen? Na, ich glaub, wieder bist du narrisch, oder? Dein Auto ist da passender dann wieder. Naja, wenn wir uns die Gelegenheit machen, wir das jetzt gleich. Das für ein geiler Typ, oder? Und könnt ihr Nagelbänder legen. Rüdiger. Sandy rein. Ah, schau, der hat sich jetzt schon dran gehalten. Fährt gleich vorbei. Highspeed ist abzogen. Jetzt drückt er. Jawohl. Rüdiger, hilf mir. Alles gut bei dir? Geht gleich weiter hier, alles gut. Eventuell ein Ziel von der Verfolgung. Letzte Sicht. Sandy, Tanke. Er ist weggekommen. Ich glaube, der ist hoch Richtung Kartbahn. Was wurde verfolgt? M5 oder ein älteres M3 Modell. Schau, jetzt geht die Tür dazu. Schwarz. Oder Krise. Letzte Sicht war Sandy, Tanke. Der Mechanik, danke für 5 Subgifts. Danke und liebe Grüße. Als ob da drin nicht die Tür zugeht. Ich fahr mal zurück zum Checkpoint. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er wieder zurückkommt. Das haben sie gesehen, oder? Jetzt ist hier noch nichts vorbei. Ja, ich tue das noch niemand hier. Tschö. Check. Ja, wir sind nur denken, du scheiß Tor, geh einfach zu. Fahrzeug war noch ein BMW. Also ein M3. Warte, BMW. M3. Sah auch schon relativ kaputt aus. War am Weg bei dir da oben, ist alles okay? Ja, ich guck hier nur, alles gut, danke für deine Frage. Schon wieder durch. Schon wieder durch. Richtung Parkplatz. Schon wieder durchzieht. Hab ihn gerade aber nur im Augenwinkel gesehen. Also, entweder ist er zum Parkplatz. Er ist auf jeden Fall oder zieh. Parkplatz gerade Sandy. Vorbei Richtung Biker Bar. Oder zieh. Ich sehe ihn auch noch ganz klein. Ist weiter geradeaus auf der Straße. Holy shit, Alter. Der Bruder hat einen Struggle. Ich bin wieder hinter dir, Kollege. Ja. Fährt da vorne links. Osten oder nach Westen? Ich glaube wieder Sandy. Fahr mal Sandy. Er hat seinen Spaß, der Bruder. Ich fahr mal hier lang. Ja, check, ich fahr Richtung Sandy. Oh no. Steht jemand oben, Sandy, an den Gleisen? Ja, du, Entschuldigung, ich stehe hier im Grenzpunkt. Check. Oh nein. Nicht crashen, nicht crashen, Bruder. Danke. Holy shit, wird das gerade ein Schluck auf. Also nach Sandy scheint er da nicht gefahren zu sein. Hier Richtung Harmonie auch nicht. Oh no. Der hat sich da gerade auch in irgendeinem Haus... Herz rein bitte für den Mechanik, danke für... Abfahren, ob er irgendwo steht noch. Ich glaube, da gibt's nicht mehr mit Power 4. Für 5 Subgifts, okay, liebe Community, bitte bedankt euch. Den Mechanik. Hashtag Löschflugzeuge und Servus ihr alle. Jimmy Konkan, sehe er was? Hallo. Simon, die Gains im Fitnessstudio haben... Die Kennzeichen davon eigentlich? Ich nehme die Bodycam nachschauen. Aber wenig Homeland-Fälle, ist geil. Ach, da ist ja schon die Weasel-News. Keine Ahnung, hab ich keine gesehen, weiß ich nicht. Jetzt. Okay. Oh mein Gott, die Weasel-News. Ja gut, nee, also ich habe jetzt halt auch noch nicht geguckt, richtig, ne? Weil wollte jetzt auch da nicht zu nahe treten, den verletzten Versumpf eventuell. Aber der Officer konnte mir leider auch nicht sagen, was passiert ist, ne? Oh mein Gott, Weasel-News, RP. Ja, Weasel-News ist so wie Homeland, schaut überall zu. Hallo, wissen Sie zufällig, was hier passiert ist? Grüß Sie. Hallo. Ja, wo war die letzte Sicht? Haben Sie eine Lizenz für das, was Sie hier machen? Nein. Ungefähr hier. Was mache ich denn? Kann auch rein. Uns mich hier befragen. Also, Sie drehen ja schon eine Reportage mit Ihrer Kamera hier. Ja, ist das datenschutzrechtlich? Datenschutzrechtlich ist das okay, oder? Ich filme Sie ja nicht. Ich frage ja nur. Ich kann ja auch, Zivilist kann Sie auch fragen, ne? Achso. Okay. Ja, eine Massenkarambolage, ne? Also.
Oh Gott. Mehrere Explosionen. Verletzte ist unbekannt. Oh Gott. Ja. Okay, weiß man, was für ein Fahrzeug da explodiert ist? Also ich habe einen Tanklaster gesehen, aber alles andere kann ich auch nicht sagen. Und das deswegen der Brand dann, oder? Wahrscheinlich, ja. Also das wird wahrscheinlich dann das Benzin ausgetreten sein und wie auch immer sich das entzündet hat, aber ja. Aber verletzte Personen sind bis jetzt nicht bekannt. Nicht bekannt, ne. Also schätzungsweise einige, aber naja. Ja, es sind auch sehr viele Einwohner auch noch hier, die warten den ganzen Tag. Ja, das sind die Schaulustigen, die wir hier krampfhaft bekommen haben. Ja, nee, ich will ja auch nicht zu nahe treten. Ich bin ja auch extra in der Absperrung, will nur so ein paar Informationen sammeln. Wer ist denn nämlich Press? Sagen können. Hier ist gerade direkt vor mir. Ja, nee, wie gesagt, das ist so das, was wir wissen. Und in der Porsche. Das weitere ergibt sich. Porsche. Porsche Messwert 313. Oh Gott. Tja. Dann ist genau drüber. Das weiter Richtung halbe. Weiter. Frage ist, der schwarze BMW von uns? Was da passiert ist? Oder wissen Sie auch, dass da was explodiert ist? So ein Tanklaster oder sowas? Ich kann Ihnen, denke ich mal, wahrscheinlich bis jetzt nicht mehr sagen als mein Kollege bis jetzt. Schade. Ja. Ja. Oh! Alles gut. Das war wirklich keine Halt, es tut mir leid. Sorry, hat er nicht geschallert? Ja, alles gut. Aber was soll denn das jetzt heißen? Ich hab Kontakt verloren. Der Körperverletzung ist wieder ein schweres Vergehen. Ja, wahrscheinlich, mit abgekippten ja, dann macht ruhig, komm. Ja, ne. Wie gesagt, das war kein Versuch, das war nicht Absicht. Kann ja passieren. Das ist okay. Ist super, wenn sie drehen könnten, ja. Bestenfalls sich hier entfernen. Ja, kann ich machen. Wunderbar. Alles klar, vielen Dank. Es geht so einfach. Also das Chaos muss da erst einmal in Schacht kriegen. Schon mal, warte kurz. Captain Johnson, LAFD. Brand, ein Pickup, stark beschädigt durch Brand. Boah, die Mechaniker. Die kriegen's jetzt richtig ab. Sie mit der Krücke. Ich bräuchte meine Begleitung zum VPD für sein Fahrzeug, weil ich keine Frontbeleuchtung mehr habe, die funktioniert. Einmal bitte hier. Was meinen Sie, Freunde? Szenario gelungen? Macht's mal ein Rating rein oder so. Von 1 bis 10. 1 bis 10. Geht brutaler, ja, muss man nicht übertreiben. Pink 16, Alter. Hallo. Ah, da ist er, der Lost Eye. Aktuell noch unbekannt. Das FD hat hier vorne einen querliegenden, explodierten Tanklaster. Ich denke, das kann sich noch ein bisschen ziehen. Levin hat mehr als 100% gegeben. 150. Ein bisschen Aufbruchstimmung bei den Kollegen. Servoren ist eine Weile her, solche einen Schaden. Wahrscheinlich müssen trotzdem noch die Stadtwerke hier das abchecken. Ja, ich flieg mit. Ja. Das könnte sich noch ziehen. Vielleicht vorher zur Flughafenversicherung. Okay. Levin war cool, ja. Der war richtig witzig. Und ich würde dich dann da abladen. Ja, das wäre ein Plan. Legt jetzt damit die Berichtnahmebereichsfahndung ab und geht wieder Richtung Stadt. Also, sie haben wieder ein bisschen frei gemacht. Bevor ich danke erstmal allen für die Unterstützung. Oh, yay. Geil. Die da drüben auf der Insel, die sind schon fertig. Ah, gibt's da hinten wieder jemanden, der wieder böse ist? Böse. Ah nein, das ist nur ein PDler, der hier auf Streife ist. Das ist die Steinwäsche. Ich glaube, da wissen wir, was die Leute da machen. Der ist da auch fertig. Der schwarze BMW kommt wieder zu euch. Richtung Wollmarkt. Ich glaube, die machen Probefahrt, oder? Das ist der Kollege, wenn der gerade am Wollmarkt vorbei ist. Richtung Steinwärts. Die Brees machen gerade. Also ich habe kein Kennzeichen leider gerade, deswegen. Das tut schon vor, dann könnte es doch wieder gewesen sein. Ich schau mal, Levin. BMW M3, ich sitze mit dem M5.
Müsste er gewesen sein aus der Verfolgung vorher. Er ist gerade hier durch, also wieder am Checkpoint durch. Jetzt steht ja, er schon wieder da. Er hat die Cops ganz lieb heute. Also falls du noch am Szenario mitmachen willst, ne, das ist jetzt dann quasi vorbei. Also jetzt bist du dann... So, scheiße, jetzt kommen uns wieder die Idioten. warte mal, da muss man kurz das Geld... Letzten Dispatch beachten. Bitte. Scheiße. Obara sind Triad. Ich fahre eben alleine weiter. Fettstadt anwärts. Ja. Ach so, jo, scheiße. Kann jemand responden schnell? Linken 52 responding. Ja, der 1080V mit dem BMW, er fährt wieder Richtung Sandy rein. Gut, Sandy. Geiler Typ. Fährt weiter Richtung Sandy, gleich an den Stadtwerken vorbei. Ich hab wieder kaum Sichtung. Österreicher MRB sind immer sowas von geil. Ja, sie fahren jetzt ins Sandy rein. Fahren links Richtung Westen. Nochmal kann er mal schauen, was der Crown Vic kann. Entschuldigung, mit der Frage bekommen, wenn er Pizza erlauben ist. Ohne Gefährdung von anderen außerorts bis 100. Einfach danke. Informativ an der Steinwäsche keiner zu sehen. Der Typ ist jetzt schon Legende. BMW fährt wieder Richtung Sandy. Der Hauptstraße oder innen drinnen? Eher außen. Ich hab... Moment, der muss irgendwo hier sein. Mit dem 61 mit Frage wurden bei dem Meth-Kocher vorhin an seinem Fahrzeug DNA-Spuren entnommen. Hier durchzieht. Oh ja, hat eine King-Unit gemacht. Info. BMW fährt weiter auf der. Moment. Am 1020, jetzt wieder Richtung Westen. Edward 11 tankt schnell. Bin mir gar kein Bock, schon. Richtung Stadt oder raus? Da bin ich jetzt auch dabei. Route 68, jetzt Route 68. Okay. Den bei Verfolgungsjagden zu schauen, macht der mega Spaß. Dann weiter Richtung Westen. Jetzt am Checkpoint Stur Richtung Harmony. Dann weiter Southbound jetzt. Er kommt nicht gegen Edin an, das will er auch, glaube ich, nicht. Er ist sein eigenes Individuum. Er ist auch nicht so ernst wie Edin, er ist viel lustiger. Fährt links die Straße statt einwärts hoch bei der Kirche, sind ein Stoll. Negativ fährt wieder Richtung Sandy auf der Route 68 auswärts. Aber trotzdem ein. Aber trotzdem ein Macher, der Typ. Richtung Sandy. Ich hoffe, er hat voll dankt. Fahrt Richtung Eastbound. Aber er hat seine Lieblingsautos. Checkpoint durch, fahrt Richtung Sandy. Weiter ist down. Weiter ist down. Sandy Richtung Kontrollstation. Fährt weiter Richtung ist down. Jawohl, also ist Gott ehrlich schlecht, gell? Ja, ich werde gerade verfolgt von der Polizei. Ich kann da mit dem noch gar nicht übernehmen. Was? Ja, keine Ahnung, haben wir jetzt kannst du eine Abholung spielen oder so, du Jod. Wir fahren gleich auf den E-Highway drauf. Ich bin gerade in Sandy. Ja, was kann Ferrari? Wo ist der Ferrari? Auf dem E-Highway statt ein. Ah, ich glaube, mein BMW, der fährt nicht mehr 300, Alter. Das ist viel Scheiße. Aber ich habe noch einen Pool noch hinter mir. Ich habe vorher 5 gehabt, aber irgendwie ist der jetzt weg. Wir fahren gleich wieder in die Grenze rein. Ja, was denn? Wo bist du, Stefan? Fahren passieren jetzt die Grenze? Ja, Alter, das ist ein Scheißdreck. Pass auf, jetzt zum Teilspeed auch gleich wieder. Hey, seit wann ist der Linken hinter mir so schnell, Hauch? Der Hund war immer langsam früher. Fahren weiter Richtung Stadt. Der Hund fährt auf einmal 300, der Idiot. Was, du wolltest dein Juve machen? Ich werd verfolgt, du Idiot. Was ist da los, Alter? Der Hund stürzt hier mitten auf die Straße, der hirnlose Stück Scheiße. Ja, was ist jetzt? Schau, der Hund holt mich ein, das ist der Wahnsinn. Nein. Ja. Warte mal, wenn der mir jetzt bittet bei 300, dann fick ich ihm in den Arsch. Ja, ich fahr zum Abschluss, ich bin gleich in der Stadt, Haare, ich fahr gerade in die Stadt.
fuck, Leute, ich hab's geschmiert, nee, das wäre da nicht. Ja, mal, ist egal. Braucht man schon irgendwie, gell? Entschuldigung. Ciao. Wir beide statt einen Wert. Nein. Blitz, so wie wir eigentlich nicht kriegen, Alter. Scheiße, ist die Highspeed auch wieder durch. Geh bitte. Erste Abfahrt ab. Ich hab mein Heli wahrscheinlich auch gleich am Arsch, hey. Rechtsrichtung, das ist so, nee, ich hab's gekommen. Leg mich, Alter, die ganze Kolonne. Ja, sehr was. Wahnsinn, Robert. Ob oder nur Backup, kann nicht mehr verfolgen. Du bist jetzt schon Legendenstatus. Ich werde auf die Tanke Hauptplatz. Scheiße, die scheiß Bornkaurer. Fick dich. Du bist jetzt schon absoluter Legendenstatus. Ja, komm, schleich dich. Geh weiter mit deinem BMW. Alter, ich bin so gefickt, Haurer. Nimm mir den scheiß Ding da. Ja komm, schleich, was hast du für eine Mission, du Idiotenschädel, Alter? Ich hab gerade keinen Sicherheitstag. Wir fahren jetzt Arcadius unterhalb, Richtung Süden. Fahren wir weiter rum. Also der Typ ist eine absolute Legende. Ich muss viel mehr Österreicher AP machen. So, das ist Niederösterreich oder... Oder... Weiter Richtung Fahrschule. Fahrschule passieren, Fahrt Richtung DPD. Weiter Fahrt Richtung DPD. Ich glaube, das ist Niederösterreich oder wie? China, denk mal, Northbound. Entkommt fast. Ja. Ich weiß, ich brauch einen kriminellen Österreicher. Weiter Vader, links Richtung Westen. Ich bin Kontakt verloren. Muss wir brauchen einen kriminellen Österreich, Charles, hilft nichts. Kann das auch. Ich habe hier dann bei Life Invader Großraum fahren, mal kurz einleiten. Ja, da wüsst ja, du mir eigentlich komplett. Wer hat dich verarscht da wirklich? Wer hat dich verarscht? Das ist ja Wahnsinn erst. Ja. Geht's alle nicht Auto fahren, Alter? Shit! Achso, nur BMW, ist eh klar, Alter. Komm, geht schon irgendwas um, Alter. Fahren jetzt. Abfahrt! Geht die Party, geht ab. Fahren jetzt Filmstudios, passieren Filmstudios Richtung VPD. Ja, weiter Richtung VPD passierend. Wieder Richtung Fahrschule fahren, chinesisches Denkmal eingebogen, Richtung Hauptplatz. Das Schwede. Fahrt Richtung Eastbound. Der Typ eine Legende. Ehemaliges Jobcenter Richtung Norden abgebogen. Ja, fahrt. In die Tiefgarage hier. Tiefgarage direkt rechts ist er rein. Ja, komm, der Geschlechtige. Nagelbänder oben links. Nagelbänder oben links. Zupacken. Bist du für einer her? Ja, zupacken kostet den Arsch eine Schirm, Alter. Kommt hinten wieder raus. Erklär dich unterhalb. Da ist ziemlich aggressiv auf. Bitte gib's den Typen am Oscar. Tunnel vorne wieder Richtung East Highway. Alter, ich brauche einen Österreich-Char, der genauso rumflucht und verfolgen. Mission Road passieren. Hört sich an wie der Putti, ja, ist ja auch ein Österreicher. Tankstelle Hauptplatz weiter Richtung Süden. Ja, Rami! Weiterfahrt Richtung. Ja, ich bin gerade bei der Arena da. Wo bist denn du? Der wüsste, dass ja, es 2000 Leute zuschauen. Ich komme dann in so. Warst du beim Schrottplatz? Ich komme in 10 Minuten. Danke. Sorry, Kollege. Der kriegt's Andelgüte. Siegel. Was? Ich komme in 10 Minuten. Am Bett ist weiter vorne aufbauen. Wieder Richtung Fahrschule. Was ein geiles Richtung Stück Richtung DNA. Fuck you, hey. Richtung Andels Autohaus runter, vorher wieder rechts am Bekleidungsland Richtung VPD. China-Denkmal. Dario ist genauso ein bisschen SPD. Ruhiger. Ja gut, aber das ist ja Schweiz schon wieder. Aber genau dieses Mette Österreich ist so geil. Weiter. Wir haben mit Dario und Hobbs und so und Laster müssen wir mal Ziegenwanderung machen von Montchilia drunter. Ah, die haben können alle kein Auto fahren, hey. Bahamas Mamas vorbei.
10 Minuten bin ich da, passt schon. Dank wahrscheinlich auf Kontostand. Filmstudios, durch die Filmstudios durch. Da ist gerade eine rote Lampe reingefahren. Schlecht fährt er eh nicht, überhaupt nicht. Ja, frontal, geht schon, ja. Bei den Maklern vorbei. Und sogar fährt's ja gut. Richtung roten Lampe, der ist hier gerade runter. Vielleicht ein Highspeed umsteigen oder. Lari ist chilliger, denke ich mir. Scheiße, meine Airbox, aber. Innerstädtischer Richtung Flughafen. Was? Fuck! Kann ich mehr für Tanker. Airbox oder Airbags? Also der Ferrari fährt jetzt Mission Row hintere Seite, Kleiderladen. Kurt kann auch, wenn er will. Kurt ist kein schlechter Fahrer. Das, also jeder, der sagt, Kurt fährt sehr gut. Aber er ist nur ein bisschen, wie soll man sagen, tollbatschig. Fährt wieder auf. Also Kurt ist, wie soll man sagen, inkonsistent. So würde ich es am besten nennen. Er fährt Kollegen, Aktivpunkt. So an, von 10 Tagen fährt er 6 Tage wie ein Gott und 4 Tage denkst du so... Wahnsinn, die Hunde können alle nicht Auto fahren. Ja, der rote Ferrari gehört da vermutlich mit dazu, weil wir hätten jetzt theoretisch einen 10-ADV mit dem Gruppe 6 Straße. Unbedingt Ferrari hat kein Kennzeichen und ist maskiert. Scheiß Pizza, Alter. Die haben es am meisten ins Hirn geschissen, habe ich das Gefühl, oder? Oh, fuck, jetzt fangen sie an, noch zum Rauchen. Aber jetzt hast gerade zwei Kollegen mit dir noch runtergebaut. Ich bleib hier, wir haben Kollegen. Jetzt muss den Rami anrufen. Der raucht der BMW, wir brauchen jetzt einen. Der Ferrari steht Rami, am Hauptplatz, hey, informativ. Ferrari am ich komme jetzt, ja, mein Auto raucht. Rami! Eine freie Einheit, dann heißt ja, die Ausweichung. Rami! Du davor, ich Scheiße, jetzt muss ich den Rami anrufen. Rami, komm jetzt, mein jetzt Auto raucht. Schau mal, ob das Auto offen ist, ob es eh offen ist, Haverer. Wo stehst du, Haverer? Rad Hauptplatz Richtung Waffenladen. Wo stehst du? Ich habe auch nicht mehr sehr viel was Tank, aber ja, Hauptplatz wieder Richtung Norden. Aber SWAT ist Arsch, ich für was SWAT, da haben sich ins Hirn geschissen alle. Ja. Ich war nicht so auffällig, der schleicht sich da vorne, aber der da rein. Rami, wo bist du, komm jetzt? Einparken. Also ich finde das super. Der da vorne gerade in der Super. Ja, das ist schlecht. Bitte. Ja, und wieder einfach, ey. Komm mit. Wir machen das schnell. Die Hund fahren, ja, ich sehe das Schweine, Alter. Wo machen wir das? Wo machen wir Übergabe, Kamera? Ja, mach wieder Zickzack, Kamera. Mach eine Zickzack-Übung. Du Idiot. Fahr. Du hast kein Kennzeichen, ob du mit. Du bist ein Trottel, Kamera. Du bist so ein Trottel, weiter East Highway. Schau, die Highspeed denkst du, ist jetzt lustig, ab. Aber ich bin lustiger, weil ich fahr jetzt an und jetzt darfst du nicht mehr. Richtung Nazio-Tanker, die Straße. Ja, wo treffen wir uns jetzt gleich? Ja, bist du weg von der Highspeed? Claudia, Blubber, danke für 2 Euro. Mit meinem Auto geht ja her, aber... Danke, danke, zu köstlich. Ja, mein Auto ist gleich gegangen. Wo fährst du? Wo gehst du hin? Wo bist du? Der raucht extrem inzwischen. Was? Wo bist du? Komm zum Casino! Komm zum Casino! Wenn man im Hintergrund Fluchen gehört hat, ist die Scheiße. Na, doch nicht! Komm doch im Straßenbahn-Tankstelle bei der Autobahnabfahrt! Komm zur Autobahnabfahrt, schnell bitte! Komm! Danke, Slerme, danke, Slerme! Fick dich! Scheiße! Ja, da bei der Autobahnabfahrt, bei der Autobahnabfahrt! Also von mir brauchst du nicht wegrennen, also diesen Kinderkram machen wir hier nicht. Wir sind vorläufig festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen und Fragen zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen jedoch keiner zur Verfügung gestellt. Sie haben das Recht, jegliche Verhörung bis dahin zu verzögern, bis dann ein Anwalt anwesend ist. Sie dürfen dann jetzt einmal darüber. Ach, Sie aber, oder? Mit Ihrem ganz komplett intakten Fahrzeug? Tatsächlich ja, schon, das Auto war vorher schon kaputt, wo ich geflüchtet bin. Das können Sie Schlumpf sonst wem erzählen? Sie ja. Ich hab einen Abfahrt. Sie dürfen gerne von Ihrem Recht des Schweigens Gebrauch machen, danke. Ja, ich schweige sicher nicht, danke. Ja, schlagen Sie auf mein Auto, geht schon, jawohl. Nein, ich durchsuche Sie. Adam 25 kommt dich abholen, Bischof.
Jawohl. Was haben Sie gesagt? Stück Scheiße? Check. Beleidigen tun sie mich jetzt auch noch, okay. Mhm. Ich besuche sie, habe ich gesagt. Nicht sie, die SWAT. Der Ferrari ist Dinger da. Gefahren. Alles klar, dann einmal bitte Kopf einziehen. Ja. Brauchen Sie medizinische Hilfe oder ähnliches? Na. Sicher? Oh mein Gott, Alter. Ich sitzt gerade da, wenn wir selber einen Stream schauen. Also mit dem BMW, der jetzt raucht, wollte uns übrigens noch sagen, dass wir alle nicht mehr, dass wir alle nicht Auto fahren. Das stimmt, ja. Der Herr, da haben Sie komplett recht. Da haben Sie selber nochmal gesagt, Sie können alle nicht Auto fahren. Habe ich ihm schon ausgerichtet, aber der Clown meint, er kann. Was ein geiler Typ. Oh, hoppala, das hat er jetzt leider gehört. Oh, nee. Dein David besteht, wenn er mit Fahrgelegenheit. Wir sind bereits zu zweit unterwegs, so, kannst du gleich zusteigen. Dann fahre ich mit ihm gleich ins Ziel. Danke, warte im BP. Alles klar. Der 31 mit der Frage: Gibt noch Sichtkontakt zum roten Ferrari? Negativ. Oh, wei, oh, wei. Linke David, dann 15 BPD. Ich schau, das ist. Der Typ ist eine absolute Legende. Ich hab selten so köstlich gelacht wie mit dem gerade. 24 zum Checkpoint. Schau, schau, schau. Okay. Schau, wer nachheizt. 3 zurück im Funk und 19 BPD. Na gut. Wo war denn der Rari zuletzt gesehen? Ja, unterhalb der Nazio am Waffenladen da die Richtung. Wo ist denn die Unfallstelle? Ich sag dann, er kriegt einen. Ah, vom BMW. Ist schon Code 4. Check. Neue Schlagzeile. Ein Spezialabschleppunternehmen. So. Da ist wieder ein bisschen aufgeräumt worden. Ist zwar noch immer hier intakt, das ganze Szenario, aber. Oh wei, oh wei. Ich schau den jetzt aber noch zu. Der ist ja sicher urdiskutierfreundlich. Ich weiß nicht, die Maske, ist das irgendwie mit der Luft, ob da die Luft fehlt, der Sauerstoff, Sauerstoffgehalt in der Lunge von den Swatlern oder, ich weiß nicht, weil die haben ein bisschen wen zuerst beleidigt hat tatsächlich. Naja, ich habe keine beleidigt, ich habe nur gesagt, die können alle nicht Auto fahren, das ist keine Beleidigung, das ist eine Feststellung, gell? Da muss man halt auch nachdenken, aber das Denken Info, der Petit, bitte, können Sie mich aussprechen lassen, danke. Ich weiß nicht, am Anfang hat er gesagt, ich brauche nicht wegrennen von ihm. Warum? Weil er eine Birgit fährt oder was? Ich glaube, ich habe Angst vor dem Trottel. Ich glaube nicht. Den Weg kenne ich eh schon. Ich war eh schon zigmal hier. So. Wo gehen wir? So, ja, Moment. Achso, durchsuchen nochmal, gell? Ja. So, ich nehme die SIM-Karte aus Ihrem Handy raus, ja? Jawohl. Die packe ich dann für die Marke. Was kriege ich jetzt? Verbrecherische Flucht, oder? Warum sind sie denn geflüchtet? Na, warum soll ich anhalten und meinen Führerschein herzeigen? Damit. Informativ, das FD entfernt dann jetzt auch die Tempozone. Ein geiler Typ. Ich weiß nicht, wo machen Sie den Führerschein? Schon, dann könnte ich den ganzen Abend zuschauen, den Typen. Das ist erstmal irrelevant. Würden Sie bitte in die Zelle gehen? Okay. Grüß Sie. Grüße. Ja, Kollege, die machen den Führerschein, glaub, ganz woanders, ja? Also kurz. Der Herr war Teil des Szenarios. Oben am Highway, das war ein Szenario. Er hat zwar ein bisschen, übers Ruder geschlagen, aber gib ihm nur ein kleines Strafmaß. Also, wie hoch ungefähr? Was hat er? Verbrecherische Flucht, 40 Monate und $5,000. Okay. Ja, dann gibst du ihm halt 10 und die Hälfte. 10 und ja. $2,500. Ja, genau.
meine, es war jetzt nicht geplant, dass er so übertreibt, aber er war eigentlich Teil des Szenarios und ich habe ihm zu spät gesagt, deswegen ist er eigentlich wieder zurückgekommen. Grüße. Deswegen. Also, sollen wir die Strafe jetzt komplett erlassen, oder? Nein, schon, aber gibt's ihn halt nur 10 Monate und... 10 Monate, 2500, okay, ja. Alles klar, dann machen wir das so. Ich konnte ja, eine freie Marshalls, Gelegenheit, die eventuell was? DNA nehmen könnte aus dem Fahrzeug. Mit Marshalls, ja? Oder soll er die... Na, gleich ohne, weil das kostet nochmal extra, soll er jetzt... Das... Er war ja eigentlich Teil des Dings. Jetzt war ein bisschen übertrieben, aber... Jetzt schon gut. Jetzt, ne? Also normalerweise holen wir die Marshalls. Wenn nicht, dann ja, mach's gleich mit direkt, Direktzug. Soll ich ihn dann direkt... Oder die Marshalls machen's gratis, mir ist es wurscht. Oder so, ja, aber das müsstest du denen dann erklären. Das, ja, wenn sie da sind. Freigegeben. Ja, die sind, also vorhanden sind sie, ja. Gute Arbeit, danke. Aber für die Vorhandenser wie die 6. WPD und auch nochmal sehr gute Arbeit von allen, die unterstützt haben. Ja, ich hab's jetzt einfach mal dazu geholt. Dann mache ich hier die Abarbeitung und dann, oder, ja doch, die normale Abarbeitung, ja? Kannst du mal das Kennzeichen? Ja, genau. Die King in der Dabei das Kennzeichen überprüfen, was drinnen liegt. Super, hey, kein Strom. Ja. Die Kollegen, die was nicht Auto fahren können, sicher. Super, dann kommen sie nochmal in die Zellen hier. Jawohl. Bitte, Sie brauchen mal jetzt keinen Vortrag machen, ja. Ich rede nur mit dem oder? Officer mit den blonden Haaren. Warte, nochmal, komm mal nochmal her. Gott. Machen wir es anders. Machen wir gar nicht erst ins Gefängnis. Lass man da absitzen, du machst die Abhandlung und dann soll er da sitzen, ein paar Minuten. Also 10 Minuten einfach hier, dann. Ja. Was? Alles klar, dann kann ich die Marshalls eigentlich wieder abbestellen. Ja. Okay. Alles klar, machen wir. Mach mal. Gut. Sind sie 12 oder ja, bitte, warum soll ich 12 Jahre alt sein? Was ist denn? Nur wenn sie nicht Auto fahren können, müssen sie sich ja nicht gleich angesprochen fühlen oder beleidigt fühlen. Ist ja nur eine Feststellung. Bitte, nee, ja? Sie haben gerade ihre Fresse aufgerissen. Ja, das habe ich gemacht, genau. Sein Fahrzeug komplett zu Schrott gefahren. Ja, nachdem ich das vierte Mal erst, nach dem vierten Mal erst gefasst worden bin. Ja, dreimal bin ich weggekommen, weil ihr nicht Auto fahren könnt. Ja, bitte. Also bitte, da drüben ist die Türe, ja. Auf Wiedersehen. Traubenzucker. Dankeschön. Hat jemand ein Klebeband dabei, dass man ins Maul zu kleben kann? Naja, das ist aber schon respektlos, oder? Was ist denn ein kleiner Frechdachs? Ich bin ein Frechdachs. Ja, das bin ich, genau. Ich bin ein Frechdachs. Ihr Maul auf, dass wir nicht Auto fahren können, aber gleichzeitig machen sie ihre Karre so kaputt, dass sie nicht mehr weiterfahren können. Die Karre war schon vorher kaputt, wo ich dort gestanden bin. Jetzt fangen es nur an, wieder salzig zu werden, weil man es jetzt getasert hat. Ich bin nicht salzig, nein. Wer war da am Anfang von uns salzig? Wer hat angefangen? Ich habe nur gesagt, ihr könnt nicht Auto fahren. Du hast gesagt, oder das sie... Ja, du musst dir nicht zuhören, du kannst auch gehen. Viel Spaß, tschüss. Ich höre nicht zu, mit dem Gelaber von euch. Sie haben gesagt, vor mir brauchst du nicht wegrennen. Ja, warum? Soll ich Angst haben vor dir? Dann hast du gesagt, irgendwas mit Clown und so... Weiß ich nicht warum, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause... Ja, passt schon. Ja, wann habe ich ihn eigentlich du angeboten? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist mir wurscht eigentlich, zu wem ich du und zu wem ich sie sage, oder? Okay, dann brauchst du jetzt aber nicht aufregen, dass wir dich einen Clown nennen oder sonst irgendwas. Ja, es ist alles okay. Sie sagen, ich bin zuerst salzig geworden. Sie sind zuerst salzig geworden. Haben Entschuldigung. Ein Ausweis für mich erstmal? Ja, ja. Damit ich wenigstens in der Zeit schreiben kann. Ja, schön. Alles klar. Miss Mätzchen. Ja, holen Sie das Klebeband. Glauben Sie, ich höre Sie nicht. Viel Spaß dabei. Gibt's beim Ehrenamt übrigens um $69. Oder 59, ich weiß nicht. Sophie, danke fürs VIP-Werden. Moment, stopp. Er bräuchte, hätte theoretisch auch eine Führerscheinabnahme. Nicht abnehmen. Okay, grüß Sie. Begrüße Sie. Der nächste Österreicher ist jetzt lustig. Ob er mein Freund sein kann, Digga. Ihr seid so geil, ne?
unglaublich. Yes, sorry, aber wenn man sein Maul so aufreißt, dann braucht man das. Er hat ja angefangen irgendwo, ne? Ja, natürlich hat er angefangen, aber. Also, es ist. Ganz schnell zurückrudern, weil sonst kriegt man noch am Schluss Ärger. LM61 mit Frage im Funk: Gibt es Bodycam-Aufnahmen von der Kocherverfolgung vorhin? Komm. Moin, Andl. Ich finde den. Ich soll mich melden bei dir wegen dem Ticket von der Highspeed. Frage, weiß jemand, wie die Verfolgung mit dem Leben unterschiedliche Geschmäcker? Herr SWAT-Officer. Also ich hab's noch nicht gehört. Also irgendjemand muss sie doch gestartet haben. Ich hab mir gedacht, sie sind ja nur so salzig oder so, wenn ihnen die Luft fehlt. Ich meine, wenn sie den ganzen Tag mit der Maske herumrennen, das ist ja auch nicht gut für den Kopf, gell? Schmeckt die Riebis. Erstens, ich bin jetzt salzig und zweitens. Dann müssten sie ja ununterbrochen Maske tragen. Bitte? Liebe Johannes. Ja, das ist mir eh wurscht, ich sag's ja nur. Warum sollte ich ununterbrochen eine Maske tragen? Ich bin ja nicht mal salzig, ich weiß jetzt nicht. Sie drehen alles um ein bisschen. Sie, nicht sie, der hintere da, der andere mit ich find's auch geil, aber Apfel war trotzdem lecker. Der ist gerade Traubenzucker. Sie sind ruhiger, aber der da hinten mit der anderen schwarzen Maske, ich weiß nicht, der ist ein bisschen, ich weiß nicht. Na, kommen Sie aus Salzburg? Also meine Info mit nicht der andere hinter Ihnen, wie oft noch? Irgendwie ja kommen Sie aus Dumsbach oder? Aus Dumsbach? Naja, tatsächlich komme ich aus. Ist eine Verfolgung da gekommen ist, aber weitere Info, keine Ahnung. Aus Österreich, gell? Aber ich glaube, sie kommen aus Salzburg, gell? Weil das sind alles so salzig. Könnte man bitte einer ganz kurz hier drinnen ein bisschen die Temperatur hochdrehen? Sei Kuh passt sich der Umgebungstemperatur an, das muss wenigstens ein bisschen heben können. Ja, Sie sehen ja, es lacht keiner, gell, Herr Officer? Also, ich würde mir das nochmal überlegen mit den Späßchen, gell? Ihr Gesicht ist schon Spaß genug. Mein Gesicht? Deswegen verdecken Sie ja Ihres, damit keiner drüber lacht. 10 zu 0 für ihn, Alter. Makana Lump, danke für 2 Euro. Chuck Norris sendet auf seriellen Kabel parallel. Weil sie keinen Sauerstoff kriegen, deswegen fliegen sie so. Machen Sie Recht von Ihrem Gebrauch und seien Sie bitte leise. Danke. Na, warum soll ich leise sein? Ist mein Recht zu reden, oder? Ja, das schon, aber es wäre besser, wenn sie das Recht gebrauchen. Also ich finde das super. Also, ich habe die Akte jetzt geschrieben. Moment. Ja, endlich. Weil den mit der Maske kann ich nicht mehr anschauen, hey. Ja. Gut. Homeland kam ja vorbei, meinte eine Haftzeit von 10 Hafteinheiten. Jawohl. Und die 2000... Jawohl. Schau da, deswegen sage ich immer, das Diskutieren, das zahlt sich aus, oder? Also, bitte. Ja, ich glaub, die haben sich ein bisschen Spaß erlaubt. Aber, oh, ein kleines Späßle. Aber was? Ist halt nicht wirklich nötig gewesen jetzt, ne? Aber naja. Na, ich hab's lustig gefunden. Ich glaub, die auch. Na, ich glaub, die SWAT-Beamten haben's nicht so lustig gefunden. Das sieht nur so aus. Naja, ob das so aussieht. Zentrale der Liebe, wie kann ich helfen? Ich würde sie gerne auf ein Date einladen, na klar. Ich brauche immer Peeing der Österreich-Gruppen. Dann so, die, erst Sigi, komm her jetzt, Alter, scheiße. Edward Ray, 1080, 90 VPD. Aha. Hello. Und dann, Achso, hier mache ich die, oder was? 10 Hafteinheiten. Ja, so wurde mir gesagt. Hier die 10 Tathergang. Alter, aber wenn jetzt einmal noch die SWAT-Beamten kommen, was die, dann, ich glaube, dann ist das Klo nicht mehr sauber. Muss ich speiben. Der Start ist bei 19:20, dann holst du neu. Ja, passt schon. Alles kann ich Flappy Bird spielen, ja, oder? Ja, aus dem Kart habe ich mir rausgenommen, passt. Ja, brauche ich ja nicht bei Flappy Bird. Nee, alles gut. Gut, danke. Wiederschauen. Wie geil, Alter. Linken 70 hat er gefragt. Maxi, danke für 5 Euro. Es wird ja nicht mehr erschreckt, aber könntest du Englisch denn auf der Bohrinsel aussetzen? Keine Schluss. Zur Information, es war ein Schaulustiger, der nicht anhalten wollte und dann weggefahren ist. Na. Ja. Also lediglich verbrecherische Flucht in dem Fall. In die Futterluke. Der Trolley-Burger. Er hat mir gerade Vivi geschenkt. So süß stand sie gerade neben mir, hat mir einen Burger geschenkt. So einen kleinen Trolley-Burger. Bekannt, okay. Herz rein für Vivi, bitte. Donnerblitz, danke für 2 Euro. Schöne Grüße aus dem Schwarzwald. Ja, Grüße zurück. In den Schwarzwald. Danke für 2 Euro.
Freedom, danke für 5 Euro. Moin Andl, hast du Tipps für die Bewerbung? Morgen geht's endlich los für mich. Sei du selber. Du nix irgendwie mit ChatGPT schreiben. Ja. Erfülle alle Kriterien. Sei du selber. Und sei vor allem, stech irgendwie heraus. So. Ciao, schönen Feierabend. Na, bisschen abheben und gib dir Mühe. Edward 30, Edward 50 bilden Adam 30 und 10-8 in der City. Trolli-Burger Beste, ja, ja. Wo sind die Leute, die nochmal bei Trolli arbeiten? Letztes Mal waren so viele so, ich arbeite ja bei Trolli. Aber was mich letztens gedacht, ich dachte immer, Trolli ist eigentlich so von den Gummibären so, ich sage jetzt eher im günstigeren Preissegment. Aber letztens im Billa, wo ich einkaufen war, war ich schockiert. Trolli ist sogar teurer als Haribo bei uns in Österreich. Fand ich stark. 6 für Linken, 61. Normale. Ah ja, Brickman hat bei Trolli gearbeitet. Oder arbeitet bei Trolli. Verstehe ich das richtig? Ab morgen ist Bewerbungsphase. Ja, ich denke mal, Kurt wird da sicher noch irgendwas machen. Also, ich denke, vielleicht wird das heute oder morgen oder irgendwann im Stream sagen und er wird safe einen Post machen. Ich werde auch safe morgen. Sobald Kurt den Post macht, mache ich ihn auch. Gebt deinem Spatzerl ein Schmatzerl. Ja. Danke für 2 Euro. Gute Idee. Edward 31 mit der Frage, welche Einheit wollte was wissen bezüglich dem BMW? Lincoln 70 war das. Ja, aber es hat sich jetzt mittlerweile geklärt. Ja, dann fahr. Also, 31 mit der 1076 ins WPD. So, Calibra, Vivi kann jetzt gerne reinschreiben, ob sie einen Schmatzerl bekommen hat. Hat er letzte Woche schon mal im Stream gesagt, ja, nur sagen, das erreicht nicht immer alle Leute. Es sind oft dieselben Zuschauer da, aber es sind nicht immer, man deckt nicht immer das ganze Klientel ab, sage ich mal, deswegen ist immer gut. Also ich finde es super. Hab ich. Was ist das für ein Emoji, Schatz? Ist das ein Ekel-Emoji? Was ist denn das jetzt? Oder ist es ein Emoji für weiche Knie oder was? Was ist denn das? Was? So. Alter, wie viel sind wir in der Werkstatt? Bruder. Das zweite sind die weichen Knie. Sehr gut. Ah, ist sogar Mechaniker da. Schön. Danke auch nochmal an alle Statisten und an alle von Homeland. Was macht eigentlich der US Marshal Service? Chillen. Warten da in der Eingangshalle auf bessere Zeiten. Sie schmilzt dahin. Sehr gut. Schmelzen ist immer gut. Send News. War das nicht letztens die MRP, die schon so herkumpelt ist? Jetzt steht's da und Spike ist schon wieder hin. Willst du heute nochmal was machen? Jan, ich bin offen. Wir können heute sicher, wir können nochmal was durchziehen. Safe. Ich bin da komplett offen, gell? Jetzt, Achtung. Oh mein okay. Gott. Die Rampe da? Genau. Okay. Geht Bike fahren da auf die Strecke. Eine steht da hinten mit rauchendem Motorrad. Die andere liegt schon da, reif fürs Krankenhaus. Loopings? Da habe ich mir den Halswirbel gebrochen. Das ist sehr geil. Seitdem mache ich kein Looping mehr. Einer kann ja auch relativ gut Motorrad fahren, aber ich möchte es nicht in den Dienst versuchen. XO Sophie, danke für 5 Euro. Wie kann ich mich auf eurem Forum registrieren? Das kommt dann alles noch. Jesse freut sich. Schön. Boah, was sind das? Achso, das ist die Biker, ne? Linken 66 mit einem 1086 mit einem grauen
Was machen die? Nein, mit ganz vielen E's. Erstmal pissen. Nee, ich da drin keine Toilette. Was? Die haben doch Toiletten, Habibi. Er macht da draußen. Verfolgungsjagd, ja, das wünscht ihr euch immer, gell? Eine Verfolgungsjagd für die Polizei. Fund. Links haben wir einen NTA6 Kennzeichen YXX Leer 601 an der Mausstelle Route 68. Bombenfund. Das hätte ich schon. Ihr seid kreativ. Zugelassen, Karl Berger. Oh, danke. Ein Raub? Nee, nee, das macht Homeland nicht. Ein Raub machen wir nicht. Eigentlich Verfolgungsjagd auch schon sehr. Das machen wir eigentlich auch nur, wenn es wirklich Fahrt ist. Okay. Zombie-Apokalypse. Hättest du gerade einen Augenblick per Draht? Ruf mich doch bitte einfach an. Okay. Hast du einen Augenblick per Draht? Ruf mich doch einfach an. Die Schweiz schlägt schon wieder zu. Am Hauptplatz tauchen gehen. Große Event. Statt Zeitung. Oha! Was haben wir denn? Alter, die Location, Bruder. Okay, die ist gut. Die ist richtig stark. Ist das die Air One? Nö, ne? Wohl eher keine Air One. Da hinten. Ach! Larissa. Larissa musste mal in andere Richtungen fahren. Wenn sie jetzt metern würde, würde sie es wissen. Aber natürlich, Larissa metert safe nicht. Gott sei Dank. Was geschieht da? Ach, da wollt ihr hin. Also ich finde es super. Darf nicht abheben. Bin ja nicht gerade erst Condor da. Brickman, Little Brickman, danke für 2 Euro. Arbeite an der Quelle für Trolley-Burger. Geil. Und wie ist so bei Trolley arbeiten? Mit dem Kennzeichen 9. Sind die Arbeitsbedingungen gut, sodass die, sag jetzt, Preise gegenüber Haribo gerechtfertigt sind? Vor einer Minute angehalten. Ah, die gehen da. Das Kennzeichen hatten wir heute schon öfters im Funk. Edward 31, kurz Code P. Loop-Modus im Handy, ja, stimmt. Ja, das ist eh Arsch da oben vorne bis an Bounce. Das ist total Arsch. Aber guter Spot, Broody. Das ist auch nice, wer? Gehst da runter, schaut, da den Streifen da anbauen. Rechnet niemand damit. Das wird sicher nicht funktionieren. Doch, dann doch zu steil. Aber so generell wäre schon nice. Ich schau wieder zu Levin. Muss zu Levin. Süchtig nach dem Typen. No homo. Auch ist eine Ausnahme bei so nett war. Es war Ausnahme. Es ist eine Ausnahme. Dankeschön. Hey, da bin ich auch noch nie ohne Handfessel rausgegangen, das ist super. Ja, jedenfalls am besten so schnell wie möglich vom Gelände runter. Ja. Sonderangebote in den Läden, ja, stark, okay. Ebenfalls. Tschüss, und geben's den Swatlern bitte Taschentücher, ja, von mir? Scheiß LG Jack Black, ja? Mhm. Passt, tschüss. Ich lauf eh schon, keine Sorge. Das ist Jack Black, oder was? Oh no. Rickman arbeite, also danke nochmal für 2 Euro. Darkflip, danke fürs VIP werden. Ui. Für die.
Keine Ahnung. Jetzt aber die Dance 76 Mechaniker. Schwer. Nochmal so 50k. Mach nochmal. Der Jack Black ist ja eigentlich nur mehr, der hat sich umnennen müssen wegen bekannter Persönlichkeit. Ja. Haben wir so ganz kleine Adam-Einheit ganz oben. Besten einfach anzünden, oder? Ist sie wirklich denn ganz oben? Milka ist die beste Schokolade. Oh, vor allem die Mensch Martin. Jack Black. Gut, kennst du den oder was? Ey, der Typ ist übelst funny. Du hast dann gerade sehen müssen, wie er auf Österreichisch in der Verfolgungsjagd herumgeflucht hat. Das war gerade super. Das war köstlich. Gut, kennst du den? Der letzte Dispatch mit dem roten Fahrzeug hat den jemand bearbeitet. Ja, Alter, die haben wir nicht einmal in den Führerschein zupft, die Idioten. Geh arbeiten. Na bitte. Schau, Frau hat gesprochen. Brauchen wir nicht. Mit dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dem brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen. Wegen Karl Heinz. Oh, ja. Yay. Fahr Richtung PD mal, von Hauptplatz kommend. Oh no, Alter. Oh no. Also die Kombi aus Jack Black und Karl Heinz, das da muss ich ehrlich sagen, gell, das ist... Das stelle ich mir brutal vor. Achso, der Watson, da muss ich ja noch hin. Um Himmels Willen. Zum Watson muss ich ja noch wegen der Highspeed. Die habe ich ja ganz vergessen, den Ticket. Ah, schau, der Till. Hier kommt Till. Oh ja, jetzt habe ich 9 Kilometer zum Anfahren. Holleriti. Dann fahren wir mal, oder? Au! Alter, ich kann ja nicht so herumfahren, jetzt muss ich reparieren. Außerdem hat die Achsen rüberzogen. Habe ich überhaupt einen Volltunten? Na dann mal. Und Hauptsache, ich sag vorhin, der Kurt fährt Botschert, ja. Okay. Ah! Der Till! Till! Danke, Kuss für 5 Subgifts. Haut so ein Herzregen rein. Wäre so gut wie SWAT. Agenda kann sich mal eine Scheibe von mir abschneiden, Alter. Bei Fahrskills. Oh je. Alter, schön. Stimmt, den habe ich ja beim Limit, habe ich den hochgesetzt. Schau, weil der drückt. Drück. Ah, 370. Yo. Ich weiß aber nicht, auf was ich den gecapped habe. 400? Das ist ja mal geil. So herumziehen da. Eigentlich wäre das eh geil. So, oh ne, das ist da, wo der Punkt abbricht. So, die Autos in der Beschleunigung so ein bisschen entschärfen, aber dafür in der Endgeschwindigkeit dann so wieder fahren. Das ist schon geil. Ein geiles Feeling. Bruder, mit wie viel bin ich da gerade in die Kurve rein? Malaka, verstehst du? Gut ist mit dem 405. Ich weiß nicht, habe ich überhaupt die getunte Version? Das ist die gute Frage. Ich glaube, ich habe nur K eingegeben, nicht K2. Alter, bin ich da jetzt gerade in Rekordzeit da hochgefahren. Alter. Sorry, steht man auf dem Weg. Ich habe gerade den Schlüssel. Moin. Ja, okay. Moin, der fährt jetzt sein Fahrzeug weg. Ich musste kurz auf Toilette. Ach so. Hat sich da geklärt, ne? Ja, hat sich erklärt. Easy. Schönen Abend. Kennzeichen JK Lea 01 ist abgemeldet. Ich brauche Oh, scheiße. Ja, wir sind gleich da. So, jetzt muss ich zu Watson. Ich kann Watson. Oh, scheiße. Ich habe es eingetroffen. Irgendwann werde ich dieses Radial-Menü da mal. Ja. Alter, Till schon 27 Monate. Was schreibt er denn? Schreibt.
Nicht rein da. Oh. So, ich muss jetzt irgendwo, ich muss jetzt erkunden, wo Watson ist. Jetzt kann ich nochmal schauen. Ah, ich bin in ungetuned gefahren. Ja, dann, okay. Dann. So, gehen wir mal zu Watson wegen der Highspeed. Irgendwas ja, hat er. Gut, ich brauche kein Backup. Hansi! Ist beim RB eigentlich komplett verboten, eure Streams zu gucken, auch wenn man es nicht das Vorteil nutzt? Theoretisch, also grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Halt, ja. Halt trotzdem irgendwo. Warte, Watson, warte. Hallo. So, ich flüstere. Stehen bleiben, Polizei. Ja. Servus, ich bin jetzt da. Servus. Ja, ich würde gerade kurz das noch kurz tunen. Und, oder wir können es auch gleich klären, ist auch kein Ding. Stelle ich hier mein Fahrzeug ab. Mir ist wurscht. Das kannst du theoretisch auch selbst testen. Wie gesagt, auf der Academy, ne, oben. Ja. Gibt es doch diese Außenring da, wo zwischendrin so ein ja, Betonpfeiler sind, ne? Ach so, mit der Wand hochfahren. Nee, ich teste es nicht selber, das darfst du mir gern zeigen. Okay. Welche Highspeed war das? Das war der normale Mustang. Aber halt, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, wenn er tuned ist oder nicht tuned ist. Also meiner ist voll tuned und wie. Lass uns was testen, oder? Ja. Ich komme dann hochgefahren, ja. Wir können auch gemeinsam, ich fahre mit dir mit. Oder wie lange brauchst du jetzt fürs Tunen? Nur ganz kurz Farbe ändern und dann ist schon fertig. Achso, ja dann fahre ich kurz mit. Ja. Der Sound. Einfach. Wie ist von innen? Oh. Oh mein Gott, wie geil. Also den in schwarz, in echt, mit Vivi sehe ich mich. Dann glühen wir mal hoch dort Richtung. 69, 10-6 Mechanik. Ja. Wisst ihr, dass die Werkstatt hier nicht funktioniert? Das ist natürlich jetzt kacke. Weil. Wenn ich auch drin bin, sehe ich Wasser und so nur. Ach so. Navi kriege ich es auch gerade nicht mehr angezeigt. Ja, das also, stimmt, das stimmt. Okay. Vielleicht haben wir es deswegen. Ich habe die nicht gesetzt. Kann sein. Okay. Ja, dann fahre ich schnell kurz hoch zum hier Abschlepphof. Ja, vom Venice. Ich glaube, weil die eben diesen ja, das kann sein, ja. Diesen MLO-Bug da hat, haben wir sie, glaube ich, nicht gesetzt. Okay. M61 alles klar. Löst na? Auf jo. Edward 61 geht 10-7 und Rookie 6 bleibt 10-8. Bräuchte dementsprechend eine neue Mitfahrgelegenheit. Ja, check per aktueller 10-20 VPD. Nida da gratuliert mir zu 140.000 Abos. Schatzi. 140.000? Never. Ich bin gerade in der Tiefgarage vom VPD. What the fuck? What? Ich habe jetzt 5 Tage nicht gestreamt und hatte noch vor 2 Tagen oder so 139.600 oder sowas um den Dreh. What? Ich habe safe nicht heute 400 Abos im Stream gemacht. Safe nicht. Nee, never. 140.000 Abonnenten, ich schrei gleich. Oh mein Gott. Danke für die Glückwünsche. Ey, das ist das krass. Oh mein Gott, ich freue mich gerade. What? Ich wollte es gerade nicht glauben. Ich denke, was ist das? 2 Tage noch 400 Abos. Dauert sicher noch so 3-4 Streams. Oh mein Gott, geil. Danke, Schatzi.
einer Waffe gezielt. X6M. Herd, SWAT responding. ATV, ich wollte gerade sagen, ich bin auch dabei. Okay. Ja, ich melde mich dann nochmal. Ja, mach mal. Was ist Hasi? Ultimate Straßenwagen nur. In der Nähe gerade. Ich bin gekürzt. Wir sind nur mit einem Straßenwagen gerade hinten dran. M52 responding. Ja, Richtung Steinschmied. Balkoni, ist es schon wieder Mafia? Richtung FD hoch. Jano ist wieder voll dabei, Jano schreit wieder. Sproxy, danke für 4 Euro. Fährt Richtung. Wurst. Kann es passieren, dass man bei zu langer Off-Zeit auf private Gründe vom Server geschmissen wird? Richtung oberhalb. Wenn man sich nicht abmeldet oder wenn es schon übertrieben lange ist, ja. Dann sind die ersten Aufrufer dran. Alter, wenn du das mitbekommen hättest. Der X6 hat sich vor uns gestellt und sind mit Vermummung ausgestiegen. Ich habe den Motor angemacht und bin Vollgas mit Rückwärtsgang weg. Und dann sind sie. Dann haben die mit Waffen auf uns. Echt? Ja. Wenn ich nicht da bin. Danke nochmal, Olli Burger. Den Aufruf hier links hoch. Dankeschön. Ich weiß, ich hab gerade so ein Geschenk, das werde ich jetzt genießen. Noch einen Trolley-Burger habe ich mir verdient, laut Vivi. Und 140.000. Ich gucke auch mal im Stern, vielleicht geht's schneller. Danke, Hase, für all die Unterstützung. Oh, fuck, Alter, wenn Nase juckt. Liebe dich. Hält aber auch an. Hä? Er war immer 100. Go ahead. Zeichen war X6M leer TY99. M66, ja, ich sehe mich selber unter. Theoretisch kannst du dich schon mal tapen, ich sehe auch schon das Auto. Ja, ja. Der nächste Österreicher. Soll ich kurz irgendwo ranfahren? Meinst du echt? Boah, noch mal Österreich übernehmen RLO. Ja. Links oben Busch. Ja, die sind leider weg. Hm. Was haben wir da? SXR. Hallo. Hallo. Ich habe hier, wenn du hier auf dem Punkt bist, habe ich hier, kann ich nicht weitergehen. Anscheinend ist das wahrscheinlich ein Baum. Tatsächlich, ja. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das eh schon gemeldet worden ist bei uns. Okay. Warte mal, ich probiere mal was. Okay, na, Objekt ist da keins. Hm. Machst einen Screenshot, machst ein Ticket auf und schickst es uns rein unter Bugs. Jo, alles klar. Machst du das? Bitte, danke. Jo, kein Problem. Okay, danke fürs Melden. Ciao, ciao. Ciao. So, Wurst, danke. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet. Sproxy, danke für 10 Euro Superchat und nochmal für 4 Euro Superchat. Danke nochmal für 2 Euro Superchat. Arne ohne 0,5 FPS, danke für 2 Euro und alles Gute zu den 140.000 Abos. Dankeschön, mein Lieber. Danke, Kuss. Wisst ihr was? Warte mal, ich sehe gerade kurz streamt. Ich hätte gerade irgendwie Bock, kurz zu raiden. Und ich schau mal gerade. Geh mal Kurt raiden. Würde ich sagen, oder? Freunde, ich habe jetzt Lust, Kurt zu raiden. Das machen wir kurz auf easy. Macht sie mit? Habt ihr Bock? Geh mal Kurt raiden. Wir schreiben rein. Da ist der Link. Wir schreiben rein. Und jetzt alle mitmachen. Wir spammen da jetzt richtig drüben rein. Wir spammen jetzt da richtig rein bei Kurt. Erstens lasst sie mal alle ein Like da bei ihm, okay? Ja, geht's einmal rüber und lasst ein Like da. Und dann schreibt sie rein, Hashtag Andl hat die 140k. Alright? Ja, die Team bricht. Aufs Feier, auf die Feier des Tages. Also, alle hier rein, ne? Und dann... Und dann... man sieht dein Discord. Eine Bewusstlose an der Tankstelle. Achso, ich habe einen falschen Monitor. Lol. Ups. Das war das. Okay, schau mal, wie er schneller reagiert. Man hat ja Gott sei Dank eh nichts gesehen.
Anlad die 140.000 Abos geknackt. Ui. Aber da muss ich ihn aber gratulieren. Da muss ich. Tja. Warte, ich muss den Monitor umstellen, du Scheiße. Stream oder was? Nee. Ach, schau mal. So, jetzt. Andro ist gut, ey. So, jetzt. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. 140.000 Abonnenten. So, jetzt. Ja. Rückkopplung. Stark, stark, stark. Rückkopplung. Ja. Das ist ja unglaublich. Ist das jetzt geil? Unglaublich, Andro. Das ist steil. All the way up! Yo! Was ist da los? Also alle hier rein liken, ne? Und das, er muss es wissen. Er muss es fühlen. Aber wie geil ist das jetzt mit dieser geringen Verzögerung? Geil. Er muss es wissen. Er muss es fühlen. 140, ja! Aber wie geil ist das jetzt mit dieser geringen Verzögerung? Ja, das ist geil mit der geringen Verzögerung. Das ist fast wie im Call mit ihm. Da ist er auch so ein schnell beim Antworten. Das ist mega lustig. Der hat auch immer so 5 Sekunden Verzögerung. Diese Rückkopplung gerade, Kuss geht raus. Ja, 140.000 erreicht. Das wird auch mal Zeit. Bald auf die 150, Leute. Richtig. Schön immer Abo da lassen. Wichtig und richtig. Immer schön supporten. Immer den Supporthasen raushängen lassen. Gut, wo war ich denn? So ein Ding ist das. Ja, dann alles Gute auf jeden Fall an Andel für die 140.000. Auf die 150. Dankeschön, Bruder. Dann auf die 1 Million, ne? Danke, Bruder. Das ist 1 Million. Hab keinen Cent. So. Danke, Habibi. Wir haben ein bisschen die Like-Statistik aufgewertet. Wir haben da drüben jetzt ein bisschen Party gemacht. Kuss, danke an alle, die dabei waren. Kuss geht raus an euch. Geil. Er hat's jetzt gewusst. Ich schau grad. Okay, na. Im Discord hat man jetzt eh nichts Sensibles gesehen, wo der Bildschirm kurz geteilt wurde. Also alles gut. Man hat nur kurz den Admin-Team-Chat gesehen, aber da steht jetzt nichts wirklich Wichtiges drin. War ein epic Fail, aber scheiß drauf. So, jetzt haben wir wenigstens wieder den richtigen Bildschirm. Das ist neu, seitdem ich drei Monitore habe, hat sich das anscheinend umgestellt. Egal, Freunde, egal. So, was ist jetzt mit Watson? Die Funk jetzt. Denken 61 geht den 7, schönen Abend, passt auf euch auf. Polizei, rechts ranfahren. Ich ändere schnell das Kennzeichen, dann können wir wirklich hoch. Also ja, Ausbildung okay, oben. Wir haben dann gleich Ausbildung oben, dann sind wir eh oben. Also. Dann kannst du mal zeigen, wie man richtig wallridet. Ja. Kriegst du nachher einen Eintrag. Ja. Perfekt. Bis gleich. Geil. Soll ich nicht mehr. So, K, RLO. Ich bin wieder Tenet im County mit einem Offroad-Motorrad. Haut mal alle auf den Like-Button. Like-Button. Like-Hagebutton. Like-Button. Jetzt nicht sein Kennzeichen ändern gegangen. Ach, der ist schon wieder weg, der Habibi, gell? War jetzt schon wieder so. Adam 11 mit einem 1086. Hauptplatz Tankstelle, die alte. Unter der Unterführung mit dem Kennzeichen 107 leer. Ich glaub, das ist nicht so geil, wenn die mit der Highspeed als hochkühl. Brickman, Dankeschön für 1 Subgift. Daniel, morgen. Dieser Kurt wünscht mir die 1 Million Abos. Er wünscht mir die 150.000 Abos. Kuss geht raus, Bruder. Auch mal großes Danke hier an Kurt für all den Support. Informativ für dich, er hat den Versuch. Klar sitze ich hier selber da und investiere sehr viel meiner Zeit und alles. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, es ist jetzt... Es ist einem jetzt geschenkt worden, sagen wir mal, dieser Meilenstein. Aber ich sage mal so, durch Kurt ist mir das schon, sehr, sehr gut. Also
definitiv sicher leichter ermöglicht worden, dieser Meilenstein, als wenn ich es jetzt alleine gemacht hätte. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ich meine, ich bin kein, ja, was wissen Sie, ein Golddigger kann man nicht sagen. Ich bin kein Abo-Digger oder kein Ding, weil ich kenne diesen Motherfucker schon seit er 6 Jahre alt ist. Also ich bin da quasi reingeschmissen worden in diesen Pool mit ihm. Wir sind seit wir kleine Kinder sind beste Freunde. Also jemand, der mir nachsagt, ich mag ihn nur wegen dem. Ja, dann, dann David Frage, es geht raus. Aber ja. Habe ich Detective? Trotzdem. Positiv. Sehr, sehr dankbar. Was kann ich für dich tun? GG Korf, danke für 5 Euro. 140k. Ja! Irgendwer CJ gesehen. Wo ist denn der CJ? Der Betroffene wird jetzt einmal abtransportiert ins MD und wird dann. Wo ist CJ, Bro? Wollt ihr CJ haben? Ich glaube, CJ ist immer so ein Ding von Vivi. Ist immer CJ will. Edward 11 responding. Also, CJ ist was für Vivi. Wenn, dann muss sie den drücken. Die telefoniert gerade. Schatz? Okay, vergiss es. Informativ vom Juwelier, die zwei besagten Fahrzeuge von der Grauz, die Tankstelle, ein weißer Porsche und ein lilaner Panamera. Ah, ist ein Juve. Sind das Supersportfahrzeuge? Panamera, ja. Panamera hätte ich auch gesagt. Also ein Porsche auf alle Fälle. Mindestens. Also es ist kein Panamera. Du über 300 fahren, ne? Also ein Porsche 911 auf alle Fälle. Ein 2911. Notfall soll man bei der DHS nachfragen oder bei der beim Fahrzeughändler. Ich hätte so gefeiert, ja, wenn es wieder... Ah, wo immer ist Geisel. Und fragen, die oder nicht? Er ist nicht Geisel. Edward 11, 1097, Juwelier. Stopp, das ist aber ein GT3. Der eine steht SF auf dem Kennzeichen. GT3 fährt 320. 1097 unten an den Treppen. Der GT3, vor allem GT3 RS, ist ein Supersportler. Definitiv. Edward 11 informativ. Ich bin gerade verhindert bei der Mechaniker. Es muss jemand anders die Verfolgungsanteilung übernehmen. Schreib nochmal Watson. Der GT3 ist auf Steph Underwood angemeldet. Genau. Außensicherung bitte aufbauen. Uwe. Sport ist 1097. Ich habe ihn jetzt absichtlich Juve geschrieben, weil er ist beim PD, er weiß, dass ein Juve gerade abgeht. Edward 11 kümmert sich um Dispatch. Deswegen, sonst wäre es ja jetzt theoretisch Meter, aber... Oha, Werbox! Werbox, ich hoffe, der fährt Verfolgungsjagd, weil Werbox, alter, krank guter Fahrer. Kurze Durchsage. Fahrzeuge, eines mit Kennzeichen Z, Siegfried, Emil, Theodor, Heinrich. Das weiße Fahrzeug ist abgeklebt. Das Kennzeichen Z. Der GT3 ist auf Seth Underwood angemeldet. Freunde, ihr müsst Vivi holen. Vivi muss checken, dass sie CJ drücken muss. Vielleicht, wenn sie mich schon nicht hört, müsst ihr schreiben. Alle Edwin reinmarkieren. Ah, jetzt hat sie's gehört. Ja, ich hab's. Aktuell zu sehen, ich hab's. Deswegen nerven wir dich umso mehr. So, guck mal hier. CJ ist da. Und von Vivi persönlich. So, Freunde, herzlichen Dank nochmal für alles, für den Support. Und ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ja, lasst euch gut gehen. Wir genießen noch einen restlichen Abend zusammen, würde ich sagen. Oder? Habt ihr Bock? Yes. Ich würde jetzt Kontakt aufnehmen. Nickel 70 Back 10-8. Frage, was ist gerade? Gerne. Hallo. Ausgelöste Alarmanlage, Juwelier, zwei Täter, eine Geisel. So, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Na ja, Frage, was für Fahrzeuge werden noch benötigt? Also, hab ich doch im Arm. Wer ja, macht die Einteilung? Oh mein Gott, Street. Nein, noch nicht. Wir sind noch dabei. Street ist da. Ich wollte schon mal, dass Sie mit der Geisel reden können, damit wir das schon mal fertig haben. Wurde Ihnen körperlicher Schaden zugefügt, der Herr? Nein, glaube ich nicht. Okay. Nee. Gut. Ich bitte Sie, den Anweisungen der Person, die Sie in den Arm hält, Folge zu leisten. Und dann wird Ihnen noch nichts passieren. Yeah, easy, man. Gut, alles klar. Verhandlungen machen wir später, wenn wir fertig sind, ja? Jawohl. Oh, no. Danke.
Alarmanlage hat jetzt ausgelöst von mir. Oh shit. Kann jemand einmal bitte zu den Treppen fahren, damit wir die Verfolgungseinstellung machen können? Ist der Hauptwert? Okay, du, alles klar. Dann ist am besten gerade keine Einheit. Check, ich hab's im Blick. Ich muss nur schnell tanken. Werbox ist Offroader, okay, der fährt leider so nicht mit aktiv. Schade eigentlich. Gibt's ein Werbox-Auto, das ist einer der krassesten Fahrer, zumindest in Megascams. Aber der wird auf RLO auch ordentlich Dampf haben. Laut Kollegen Straßenwagen. Also, laut neuem Regelwert würde ich sagen, das ist ein Supersportwagen und das ist ein Sportwagen. Meiner Meinung nach sollte man solche Fahrzeuge auch mit der Highspeed verfolgen dürfen. Beim Porsche ist es auch ein Sportauto, aber es wurde auf die km/h limitiert. Also alles, was 300 nur fährt, ist ohne Highspeed und Hypercars ist Highspeed. Lincoln 73 ist gerade unten am Autohaus und fragt nach, der Panamera fährt 300. Negativ ist kein Panamera, ist ein GT3 RS und ein Porsche 911. Alles klar, GT3 RS sind 320 und der Porsche 911, das sind glaube ich 290 oder 300. Okay, also einer Highspeed. Okay, dann bitte einer mit einem Highspeed responden oder umsatteln. Eine Highspeed, eine mit. Was würde ich für, was würd ich für den Porsche nehmen? Ich glaube ein Civic oder ein M5. Chief 297. Der die schauen aus Geisel. 320 und das andere Fahrzeug läuft 300. Ah, das ist der, den ich letzt. Ich glaube, dass du das Einzelne bist. Denkbar. Dann sowieso nicht. Meinst du den kommen? Liquid kenne ich nicht als Fahrer, aber Underwood kenne ich und der fährt nicht so schlecht. M5 oder den Civic habe ich nicht. Noch. Underwood fährt den. Highspeed dann bitte, wenn noch keine Ford ist. Underwood fährt den GT3. Wo sollen wir zuschauen, Freunde? Porsche 911 oder GT3? Schreibt's mal rein. Robert Steingruber, danke fürs VIP-Werden. Von der Geisel in Juwelier nochmal angesprochen, dass jemand abgeschossen wurde von dem Täter. Also, GT3 oder 911? Warum frage ich eigentlich? Es war klar, dass die meisten GT3 schreiben. Warum, frage ich. Wie übernimmt das? Was zu essen? Ja, die County-Einheit, da muss dann bitte was von in die Stadt kommen. Ihr seid drei County-Einheiten. Hallo, ich bin schon auf dem Weg. Hallo. Mit Liquid beobachten. Meinst du besser als Underfoot? Ja, ich muss sagen, das Personal drin war sehr freundlich. 10 von 10 Bewertung. Das ist sehr gut. Gute Sterne, 10 von 10. Wenn Darren jetzt da wird schon wieder schreien. Ja, mir gefällt hier was nicht. Also, Scheiße! Sobald sie mit der Geisel gesprochen haben, könnten sie das Ding da wegfahren, da kommt man ja schon fast gar nicht vorbei. Hier bist du durch. Ja, das ist ein bisschen kacke. Warten Sie, ich geb's dir. King 7, Diplomatie, bitte die Bierkett einmal zurückfahren an die Seite, so wie sie sonst immer steht. Das ist halt die Frage. Jo. Da haben wir halt normale Verfolgung und Highspeed. Wir können uns eh auch changen. Jetzt scheint schon die Sonne viel mehr zu mir. Das ist doch wunderbar. Ja, eigentlich nichts Großes so. So oder noch was? Reicht das so? Vorbei kommen sie ja jetzt, denke ich. Ich mache mir einen österreichischen Char, der zu 107 geht oder irgendwo hin. Ich schwör, das also ich sag schon mal, eine Forderung wäre freier Abzug. Dann mit Levin oder wie heißt. Also darunter zähle ich jetzt das noch nicht so, weil das sollte schon alles clean sein. Mit Levin, Bukti und Strizi. Ja, so dass man halt da mit den Autos durchkommt. Wo seid ihr? Zwei Autos, doppelt. Weil ich muss kurz in Ding anrufen. Ja, reicht das, wenn wir die noch Bukti schnell anrufen? Ja, da wo der BMW oder was auch immer da ist, steht. Ich meine, hier bei dem Mülleimer hier vorne, wenn wir den da. Hat den Gehweg, hier auf den Gehweg direkt. Ja, ja, so die ganze Lange über Sandwiches. Wenn man sich da nicht bewegt, wenn wir losfahren, ist alles okay. Nee. Zum hinteren Spotlight, ich kann nicht was sagen. Das heißt, genau, ich weiß, den Flug kommt es zum Essen. Abzug, krieg ich die wo ist eigentlich Street? Gemeint sein, mit der Versicherung. Levin ist Zivi, aber ich darf ja trotzdem mit ihm Scheiße bauen. Wir haben, glaube ich, beides erwähnt. Das ist ja nicht.
Das wäre ja nicht verboten, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Typ von 107 oder ich bin irgendjemand. Und dürfte ich mit ihm ja trotzdem abhängen. Go ahead. Gesamteinsatzleitung für King 17. Ist ja nicht verboten, ja. Wo ist ihr denn mit Leuten abzuhängen. Über M5. Wir machen dann die Gruppe, die Österreicher. Die Austrian. Die Austrian Airlines. Und die Bierkette muss noch ein Stückchen auf die Seite. Die Nagelbänder wurden nicht explizit erwähnt. Okay, ja, nicht, dass die aber unter freier Abzug keine Nagelbänder verstehen, ne? Aber. Höre. Ich kommuniziere das meistens so. Die haben sie nicht so genannt. Okay, ja, dann liegen hier drei Nagelbänder gleich, wenn sie wegfahren, ja. Verfolgung wird für eingeteilt und. Ja. So. Na, Nagelbänder entweder Nagelbänder bleiben liegen oder sie fordern keine Nagelbänder. Genau, aus Mickey Maus. Also, sie haben genau, freien Abzug nur gemacht, dann nicht. Ja, ist ja nicht unser Problem. Genau, bleiben sie das liegen. Sage ich auch immer wieder. Gut. Nimmst du mal meine beiden Nagelbänder nachher mit? Weg? Ja, kann ich machen. Informativ. Ja, mach ich. Verfolgungsanteilung, weißt du, wie weit die stimmt aber eigentlich, ne, wenn sie sagen, freier Abzug. Die ganze Beute. Aber jetzt nicht direkt sagen, Nagelbänder weg. Vielleicht sehen sie es ja noch. Aber stimmt eigentlich. Weil freier Abzug kann alles heißen. Verfolgungseinteilung für King 7. Kleine österreichische Street Gang. Ja. Nee, das wäre, glaube ich. Fast fertig, eine Frage noch. Also, gib mir mal eine Minute, dann sind wir fertig. Mein Auto steckt im Boden fest. Okay. Kümmern wir uns gleich. Oh je. Yeah. Schlag gleich hier. Oh no. Hat einer von den David-Units einen Schlüssel von der Birke? Ja, ich bin mir voll. Warte, lass mich mal einsteigen. Ja, weil in den kämpfst du es, glaube ich. Ah! Ja. Erneute Verfolgungseinteilung steht. Ja, kurz dabei. Dicken 16 ist mit einem Straßenwagen in der City. Ja, Frage, soll ich von meinem Offroader auf... dieses Collision-Problem ist uns bekannt, ist nur noch nicht gefixt. Mir ist doch immer die Frontscheibe kaputt gesprungen. Ja. Ich könnte Ihnen meinen M5 zur Verfügung stellen, da steht hier vor. Und das Heck ist im Auto. Ja, der Force geht auch. Jetzt nicht mehr. Okay, 7. Nee, außer die Scheibe passt alles. Ja, da musst du nochmal einen auspacken. Das ist dann. Okay, gut. Sync. Gut, danke dir. Gudi. Ciao. Tschüss. Wenn Kurt will, kann er ja auch Dialekt sprechen. So ist er nicht. Nur beim Kurt ist halt so. Beim Kurt ist das schnell so gestellt. Er übertreibt dann gleich. Das hört ihr informativ, die Verfolgungseinteilung steht jetzt, ja. Also bitte selbstständig ins Zellbettung. Ja, warte, ich muss noch kurz meinen BMW holen, also ich kann auch nicht fliegen. Nee, alles gut, wir haben ja dann bestimmt noch zwei. Mach dann gleich so auf diesen so, jo, wenn's du wünschst, Rummel. Also dieser natürliche österreichische Dialekt. Da muss er sich, glaube ich, anstrengen. Beziehungsweise er kann's, ja. Wenn man mit ihm privat redet, sobald sie im Fahrzeug sitzen, dann redet er mehr im Ding. Ja, check. Da müsste ich dann, glaube ich, nur zusammenreißen. On-Stream-Dialekt reden. Kontakt nach außen. Ich glaube, es ist schwerer für ihn noch abklären. Vermutlich eine Abfahrwählung. Informativ an die Detectives. Ich habe Infos zu einer neuen Gruppierung für euch. Ja, machen wir dann. Pff, ich nehme Juve. Ich sitze im Auto. Ja. So. So, ist alles erfüllt worden. Die faire Verfolgung kriegen sie natürlich auch gewährt. Wie die Nagelbänder von. Kurze Frage an die Spotler. Ihr macht ja dann würden wir eine Uhrzeit ausmachen wollen. Könntet ihr euch mal kurz irgendwie aufteilen? Wir kommen in die Notizen. 20 Uhr arbeiten. Dann Nobody, das Problem habe ich auch. Okay. Weil Hochdeutsch sind sie immer kärntnerisch. Geil, alles sympathisch. Klar. Alles klar, machen wir. Bei mir aber auch. Oh, der hat's aber eilig. Dankeschön, jetzt kommen wir wieder ran. Ja gut, die Nagelbänder sollten natürlich auch weg. Das verstehe ich auch unter freien Abzug. Die sollten besser das sofort weg. Ja, ich komme. Sonst hätte ich gleich dazu gesagt, sofort. King 17 informativ. Die Nagelbänder sollen jetzt entfernt werden, sonst kriegt die Geisel eine Kugel. Tap vor. Was?
so sitzt. So richtig lost von mir. Das hat informativ. Das wurde ausgehandelt 20.08 Uhr. Das hat er nicht gemacht, oder? Er fährt da voller Freude, geht extra ins PT, geht da rüber und dann freut er sich so, yo, ich gebe mir meine Dinge holen. Chief, nehmen Sie meinen. Mein BMW. Ich bin schon drin. Dann fährt er denken Sie aber dran, der Tank ist nicht voll. Rückwärtsgang ins eigene Nagelbad und dadurch kommt der Geist. Und dann kommen die gerade in der Fahndung drauf, dass dort Nagelbänder liegen. Der andere, ich hab die Frau genommen, macht Funk. Also Street. Chris, das ist das bis jetzt das Losteste, was ich seit langem gesehen. Ja, ist mit. Wir haben noch eine Frage, Stadtwerke vor Ort beim Juwelier? Schreibe mir jetzt, wie kann man nur so verkacken? Es ist alles auf Band. An folgender 1020 steht ein X5. Ist das bekannt? Was für Kennzeichen? FYJ. Am besten ist der Street, hat die Nagelbänder gelegt. Ja, ich weiß. Sieht nicht verunfallt aus, deswegen nicht, dass das Fahrzeug ist. Sebastian Eder. Also Bruder. Wir haben 20.08 Uhr. Das wird also Gott sei Dank, alles okay. Auf Kipp. Der Chief of Police. Meine Damen und Herren. Wurde dann auch bereit machen. In meinen Augen waren da keine mehr. Das hätte ich jetzt an der Stelle. Würde ich jetzt auch sagen. 1086, Postleitzahl 902, Kennzeichen YPU, leer 244. 3 steigt ein. So, Liquid fährt. Wir schauen Weimar zu. Porsche kommt als erstes raus, 911. Schnell sicher. So, wir schauen uns die Highspeed an. Hinter mir so weit ist, Matthew Green fährt. Porsche fährt jetzt Richtung Acadius Tower oberhalb. Chief, du bleibst erstmal vorne. Oder so. Richtung Hauptplatz. Ja, da hat aber auch ordentlich Pfeffer, gell? Porsche fährt aktuell Hauptplatz weiter in Eastbound. Kannst du hinter mir überholen? Ja. Über der. Geht noch nicht. Die Porsche raus. Porsche ist ja der Mirror Park Northbound Richtung Mirror Casino. Park. Ich werde jetzt beim Casino, beim Taxi-Cab jetzt vorbei. Überhole ich. Ja, yeah, überhole. Jetzt vom Grauen oder so. Alter Schwede. Porsche ist jetzt rechts abgebogen Richtung Waffelmacher. Waffelmacher? Ja, kein Sichtkontakt mehr. Sorry, die Karre. Frage, wurde vorher die Pappen nicht verliehen sind. Wir sind hinten Richtung, Ja? Grove Street. Weiter Richtung, Dings hinten lang. Wo siehst du ihn denn noch? Vorhin noch. Liquid fährt übel gut. Alter, das ja, ist ja, auch... ja, der ist hinten bei mir. Wir fahren jetzt hier hinten Richtung alten, MD, Mission Row. Jo, bin wieder dran. Ist auch schon stark kollidiert. Der ist mega stark. Der fährt hoch Richtung Kleidungsladen. Gerade wieder die Street, gerade wieder die Gasse verpasst. Dann westbound. Hauptplatz vorbei, Parkplatz. Ja, das war überall informativ. Der Power Porsche ist nicht im East Wested einwärts gekommen. Kann gerade sein. Wo seid ihr? Sie senden Homeland Gebäude, Northbound. Ich weiß nicht, ob meine PBCs ankommen. Scheint gar nicht zu passieren. Ja, ja, ja. Der GT3RS, der war ein bisschen heftig, ne? Weiter in Northbound. Aber weiß nicht, wo. Bei der Poststation sind wir gerade. Ah, da fährt er hinten die Gassen. Komm, Sadie, dranbleiben. Mach dann. Mach dein Volk stolz. Nationalbank, genau. Ich fahre in die Hills hoch. Weiter Northbound. In die Sadie, jetzt hat er ein bisschen. Jetzt hat er ein bisschen Ding verloren.
Ich muss dringend aufschließen. Erste Hilfsstraße links. Entweder der vorne baut jetzt einen Unfall oder er muss hinten jetzt richtig krass dranbleiben. Hab ganz schwach noch Sicht, wird jetzt schwierig in den Hills. Ja, da vorne muss einmal verkacken. Northbound in der mittleren Hillsstraße. Aber sie haben noch, sie sind noch dran, es ist noch alles offen. Ich fahre hier einfach durch die Hills gerade durch. Der Richtung, weiter Richtung Westen fahren. Unterste Hillsstraße. Ja, da war er. Hier war ein X6M mit einem abgeklickten Kennzeichen gerade. Jetzt habe ich gerade den weißen. Ja, ja, habe ich. Sie haben ihn. Ich fahre Richtung Norden. Oh, nö. Ich fahre Richtung Westen weiter. Um Himmels Willen. Das könnte zusammengehörig sein. Wir hatten vorhin diese Kombination. Um Himmels Willen. Der X6M dazugehört. Den X6M schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Um Gottes Willen. Ich habe keine Sicht mehr zum weißen Fahrzeug. Um Gottes Willen. Ah, ich bin der alte SFD hinten. Ah, oh. Ja, ich die Straße da drüber auch nicht. Ist die andere Verfolgung noch aktiv? Also wenn die... Also wenn die... Ich weiß, uns, also ich weiß, wenn man... Seit gestern oder sowas. Der Pass ist richtig schlecht. Ja. Ich gestern genauso und heute auch zweimal. Vielleicht hier noch eine Batgirl und ein SUV zu uns. Zum Backup. Boah, ich weiß, dass das sau schwer ist, wenn man in RP ist, dass man so, manchmal da ist man voll im Film, verstehe ich. Aber wenn man das dann im Nachhinein, zum Beispiel so wie bei mir im Admin-Stream sieht, boah, wie ärgerlich. Der hat den ja fast gerammt. Aber bitte. Der kriegt die Backhead nicht weggeschoben. Dankeschön. Die T3 testen in einer Verfolgung. Er schießt ihn, bitte. Er schießt, ich kann nicht weg. Shots fired. Negativ. Wie er gerade überfahren worden ist. Holy shit. Fahrzeug raucht. Was ist da los? Schaust halt zurück und. Nicht zurück. Fahrzeug. Ja, er ist halt seitlich, ne? Also er ist quasi. Er hätte es vielleicht im Winkel. Vielleicht hat er es sogar selber, wenn er seine Bodycam jetzt. Ey! Weil er ist nämlich hier rausgefahren, ne? Und in dem Moment hat er hier gerade. Negativ. Versucht gerade die Bierkette zu losen, drehen hier gerade durch. Ich glaube, in der Third Person im Winkel hätte man es nicht. Das sah aus wie Raffi König. Positiv? Ja, positiv. First David informiert, FD. Ja, bitte, und einmal Tempozone, damit die hier nicht noch weiter reinfahren. Was haben sie nochmal gesagt? Ja, dann hat der König wahrscheinlich seinem Kumpel wieder geholfen. Naja, das ist doch. Alles so sein sollte mit den Kennzeichen. Du bist 10-6 bei Mechanikern. Den GT3RS, der interessiert mich. Stark, negativ. Stark, stark, stark. Stark. Informativ, Dispatch abgeklebtes Kennzeichen denn vor. Wie war denn da der Spawn-Name? Entschuldigung, von seinem Sieg zu den Mechanikern. Boom-Check. Kurz von dem die Werte anschauen. Linken 49106 zu Mechanikern. Linken 70 mit einem 1086 mit einem schwarzen Porsche, Kennzeichen 911 leer TY99 an der Hauptplatztanke. Bräuchte Backup, Kennzeichenabnahme. Wie ist denn Responding? Dann Responding. Ja, in der Zwischenzeit schau ich mal. Also, ist der noch bei Coupé drin? Ich glaube, der bei Coupé drin ist. Da. Na. Na, mehrere. PCS.
Bin ich gerade komplett am Schlauch oder bin ich gerade einfach nur blöd? Na, der muss da drin sein. PC. Linken Samuel Run 1014 zur Anmeldestelle. Hallo? Das Fahrzeug ist auf Tyrell Grand zugelassen, drin sitzt aber Jack Black. Moment. Jack Black. Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Führerscheinabnahme. Tyrell. Tyrell, wie heißt du mit Nachnamen? Das lasse ich mir nicht entgehen. Tyrell Grant. Mhm. Und er weiß Bescheid. Ja, er weiß Ford Bescheid. 11 für Chief 2. Haben Sie gerade Kontakt zu ihm? Weißt du was über die Ankaufspreise und so von den Mechanikern, sagen, von dem Tuning? Hat dann 19 also, GT3. Hey Rail, kann ich bitte ein Dispatch schicken, damit sie wissen, dass ich das fahren darf, also, das Auto? Wir kaufen das zu dem exakt selben Preis an, wie wir das verkaufen. Ja, okay, gut, dann muss ich das mal rausholen. Danke. Warte, das ist ja, im Tablet haben wir den Rechner drin, da siehst du die Einzelpreise. Aber du musst nicht den Standort dabei haben, sagt der Officer. Einfach nur, dass wir wissen, dass er Chief, geschrieben hat. Er will nur wissen, dass du geschrieben hast und dass das auch. Ja, negativ, ist, weil deiner, mit dem ich unterwegs war, ist noch bei den Mechanikern, der ist irgendwie zerdellt. Knacken einfach auf. Ja, hab ich, aber mein Kabelschneider ist irgendwie nicht mehr funktionsfähig. Er hat einen geschickt. Alles klar. Links passt. Kommt gleich. Okay, super. Können Sie einmal aus dem Fahrzeug aussteigen? Warum? Weiß sie darum bitte? 11-10-19 DPD. Ist das normal bei einer Verkehrskontrolle? Das ist durchaus normal, ja. Und jetzt? Wunderbar, kommen Sie mal mit auf die Seite. Edward 58-10-7, schönen Abend euch noch. Passt auf euch auf. Folgendes, ich habe sie mit 169 km/h gemessen. Das kann nicht mal sein. Das ist mehr als doppelt so schnell. Dementsprechend müssen wir Ihnen den Führerschein entziehen. 22-David. Führerscheinabnahme. Dritte Durchsage. Ja, wenn ich 169 gefahren bin, Alter. Na, wirklich. Voll in das On-Early ausgesprochen. Aber keine Sperre, oder? Doch, O'Neill ist, so wie ich es haben, so wie ich es gedacht habe. Kann ich das Auto wenigstens noch zum Parkplatz da vorne bringen, bitte? Wenn Sie mich begleiten. Also ich finde das super. Okay. Ich gehe mal kurz zum Nord-Marius. Warum machen Sie das? Es ist hallo. Doof, dass die... Hi. Hallo. Oh. Wir hatten vorhin eine Verfolgung. Meinst du den GT3? Nee, ich meine unsere Highspeed-Device. Achso. Die ist, hat fast... Also eigentlich hätte sie auch über die Brücke springen können. Hätte doch nicht viel gefehlt. Okay. Ist hinten eingerastet und ist direkt weitergefahren. Ja, ich glaube, das... Aber der Porsche davor war nicht viel besser. Also wenn, dann müssen beide. Ich glaube mal, dass die Highspeed hinterher gesprungen ist, weil der Porsche vorne, weil der ist auch von Anfang Brücke bis Ende Brücke gesprungen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Highspeed gesehen, die fast oben den Pfeiler geküsst hat. Ja, also... Mehr oder weniger, ja. Ja, sonst... Ich schau mal, wer war denn in der Highspeed? Davis, Jacob. Jacob ja. Davis. Oh, der ist jetzt 10-7 gegangen. Ah, okay. Ja, ich schnapp mir mal den GT3-Fahrer und sagt immer mal ein bisschen sachter. Ja. Na, aber den anderen sonst könnt ihr ihm ausrichten. Gibt eh keinen Eintrag, deswegen ist es nicht, aber könnt ihr ihm auch selber sagen, so, yo, es war ein bisschen übertrieben. Aber ich denke mal, er wird sagen, so, yo, war, weil der davor das gemacht hat. Ja gut, wenn du jetzt die Brücke runterspringst, spring ich auch nicht hinterher. Bitte? Wenn du jetzt irgendwo runterspringst, springe ich auch nicht hinterher. Also halt ich würde. Nur weil einer das macht. Ja, ich würde ja, auch. Ja, aber wir haben das schon einmal so besprochen. Und das finde ich auch richtig. Wenn jemand Scheiße baut, dann fahre ich erst einmal Hitzel hinterher und klär's dann aber, wenn, dann erst im Nachhinein. Statt dass ich abrupt stehen bleibe und sage, nö, Scheiße, Fehler B, fahre ich nicht mehr hinterher, weißt du? Ja. Nee, ist auch kacke, also dass man es erst einmal weit, weil ja. Wir haben schon ein paar Mal Fälle gehabt, wo jemand mit einem dann. Ferrari ins Offroad gefahren ist und dann sind die Leute stehen geblieben, so passt, ups.
dann erstmal... Ja gut, nee, ich würde einfach normal drüber fahren. Wenn ich ihn dann halt verliere, ist halt ärgerlich und dann im Nachhinein natürlich das, aber... Genau, aber solange es geht. Weil da jetzt, wie bei da mit der Brücke, ne, wenn da jetzt da zum Springen anfängt, das ist ja ein unglaublicher, wie soll ich sagen, Vorteil von der Geschwindigkeit und da verlierst du, wenn du jetzt abbremst und er aber über jeden Hügel drüber knallt, ne? Ja, ich sag da immer, das RP aufrechterhalten und dann im Nachhinein, sobald er verloren geht oder so, dann schreiben, yo Jungs, der fährt wie Schwein. Okay. So würde ich immer machen, bitte, gell? Statt dass ja, ich dann einfach so wie manche, die bleiben dann stehen und sagen, nö, war jetzt scheiße. So ist auch ja, kacke, okay. Ne? Gut, wissen wir Bescheid. Na, aber trotzdem danke, Jungs. Ja, danke dir auch. Mach mal, ich schnapp mir mal den anderen, der noch da ist. Mach mal. Okay, dann sind wir jetzt, ja. Sind die jetzt abbogen oder geradeaus weitergefahren? Geradeaus weitergefahren. Verfolgungsjagd. Ich würde mal gerne diesen Porsche testen. Der wirklich so krass ist. Gib mir jetzt aber Gas. Ich hätte euch so oder so gefunden. Hätte ruhig abhauen können, ich hätte euch so oder so gefunden. Also ich finde es super. Ich brauche dich einmal schnell, Underwood. Jawohl. Vorhin, ne? Verfolgungsjagd, ich habe zugeschaut. Ein bisschen sanfter, gell? Also den einen Wubi bei der Brücke, ne? Sehe ich ein, das war ungewollt hoch. Da hast du irgendwie gesagt. Also. War ein bisschen sanfter, gell? Ja. Bin da jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss es gleich vermerken, aber ich spreche es nur mal mündlich an, gell? Ja, ich achte drauf, ich nehme es nochmal mehr beim nächsten Mal. Gut, passt. Mehr okay. Ist nicht. Danke dir. Jetzt Wettrennen gegen den X6? Was? Ja, dein Charger gegen unseren X6? Ich will ja nicht, dass ihr weint. Ja, sagt er jetzt. Mal lieber als Morris, dann guck mal. Naja. Wo wolltest du denn hinfahren? Ja, du, also dein Auto ist eh ausmal besser als unseres. Ja eben, deswegen. Dann würde ich... Bist du jetzt echt? Ja, wo wolltest du hinfahren? Oh je, aber dann fahr du. Ob ich? Ja. Was fährt dein Charger 320? 320? Also, nee. Ich habe mich Gerüchten zufolge 430. Jo. Ja, wie muss ich denn da fahren? Da muss ich ja. Das ist aber illegal, ne? Todeskrank abbremsen. Warte, werden wir bestraft, wenn PD dazukommt? Ja. Ja, okay, dann. Ich habe noch die Beute dabei. Wir werden bestimmt mal ein Rennen fahren, wenn du als PDler da bist. Ich kaufe euch eine Pampers. Oder habe ich den sogar bei 450 abgeriegelt? Was das Shit, Alter. Aber ich will jetzt einmal diesen Porsche da testen, der so krank sein soll. 2019 GT3 RS. Okay, im Anzug ist er schon mal krank. Holy also ich finde das super. Immer da quer durch die Felder. Also im Anzug ist er schon mal hula die Waldfee. Ich glaube, der Wagen ist krass. Also ich glaube, da tust du ja als Highspeed auch schon sehr schwer. Also so wie ich das sehe, ist der... Hat der echt einen fetten Anzug. Alter Schwede. Stimmt, da muss er noch... Ich fahre ja noch zu Watson. Ich fahre jetzt direkt zu Watson. Wenn mir am Weg ein Kopf unter die Nagel kommt, dann... Ja, Pech. Dann muss er mir nachfahren. Gut, meinte 500? Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich den gelimitet habe. Ich weiß nur, dass ich ihn hoch gelimitet habe. Ja, du hast schon die Wohnung, dann soll ich die 16 GPD.
Weg, Geringverdiener. So. Ich meine, das ist halt ein Porsche GT3, ne? Er darf halt, er soll schon abgehen wie eine Rennsau, aber wenn man. Wenn wir merken, okay, der ist zu krass. Alter, die Reaktion gerade. Also, dass man bei Verfolgungen kaum hinterherkommt, dann muss ich was machen dran, gell? Sonst macht's keinen Sinn. Also, entweder ein bisschen langsamer oder in die. Oder halt die Highspeed schneller. Colin, danke fürs Klarstellen deines Namens. Kein Problem. Adam 66 mit dem 1086 bei der Scheibe. Freilich, ich bin der umstrittenen Meinung, dass er Kennzeichen aktuell noch unbekannt. Unehrlich ausgesprochen, nicht Unjeli. Doch. Ging selbst jemand eine Frage. Könnte jemand den Dispatch von vor 10 Minuten vom AMR mal übernehmen? Ich bin gerade auch nicht greifbar. Arrow 33 1080V in Sandy mit einem Motorrad. Pretty One übernimmt letzten Dispatch. Fährt nach Sandy rein. Die Frage beantworten. Hey, yo. Hey, yo, Mann. Verloren. So, seid ihr gerade mittendrin oder wollt ihr noch ein bisschen da? Ja, genau mittendrin. Ja, dann machen wir. So, schreibst du mir wieder per Support? Ja, mach ich. Mama, okay. Jo, bis dann. Bei 320 ging er nicht genau weiter hoch. Das ist, weil er ein Limit hat. Alles gut. Jungs, Onieli soll auf früh heißen. Für Edward 11. Der Porsche fährt in Real Life auch so ständig, ich glaube, zu bevorzugen, das heißt, bitte 360 zu fahren. Bei dem Kollegen, der Motorrad macht keinen Sinn. Du lässt die Crimes einfach nicht gewinnen. Ja, es hat weniger mit den Gewinnern zu tun. Es ist nur ziemlich öde, wenn Leute Autos fahren, die einfach zu schnell sind. Ich bin mehr so. Entschuldigung, bei mir kam kein Funkspruch. Man muss sich den Sieg verdienen. Der Kollege Tonic hat doch gefunkt, dass er ein Motorrad in Sandy verfolgt. Finde ich. Ich finde es, wenn ein Verfolgerauto, also ein. Bei uns kam kein Funkspruch. Der Porsche in echt so fährt, ist schön und gut, ja. Aber wir sind nicht in echt. Und man muss ja dazu sagen, es ist nicht cool, wenn das Auto, was vorne ist, schneller ist als das, was hinten ist. Weil wo bleibt dann der Spielspaß? Dann könnte ich theoretisch jeden Juve und alles ausrauben und würde jedes Mal wegkommen, weil ich schlicht und einfach schneller bin. Theoretisch dürfte kein Auto schneller sein als die Polizei und trotzdem hat man eine sehr hohe Chance, dass man entkommt. Weil Verfolgen ist viel schwerer. Machst du einen Fehler, bist du sowieso weg. Aufholen musst du eigentlich auch. Gibt Nagelbänder und Airborns. Ja gut, aber du musst für ein Nagelband musst du erstens wissen, wo jemand hinfährt. Dafür musst du schon einmal dranbleiben. Fährt jetzt jemand so ein GT3 und der ist auf der Geraden so viel schneller als eine Highspeed, kannst du nach 30 Sekunden ist der weg und du kannst nicht predikten, wo er hinfährt. Nagelband bringt dir gar nichts. Kleisterst ihm vor den Juve das hin, ist es ja noch schlimmer, finde ich. Also macht gar keinen Sinn. Und R1 ist nicht so schnell. R1 fährt Flick 270. Also macht keinen Sinn. So, grüßi. Hallöchen. Ich wollte mich selber melden wegen der Verfolgungsjagd vom Juve mit dem GT3. Da bin ich mit meiner Highspeed ein bisschen weit geflogen. Was? Also du warst hinterm GT3, ne? Na, ich war die zweite Highspeed. Also die zweite. Blaue. Weiß jemand etwas über den Verletzten? Ja, gleiches du auch für dich, ne? Wie für den. Ich habe den von GT3 auch verwarnt, weil der ist auch dort abgehoben wie Sau. War von euch beiden nicht cool, aber ihr wisst ja, was falsch gemacht habt. Deswegen alles gut. Fürs nächste Mal dann einfach merken, ne? Aber der GT3, der hat echt eine anders kranke Beschleunigung. Ja, ich will ihn jetzt eher mal testen. Ich hab noch nicht gesehen, ich wollte nur vorher Informationen haben, bevor ich. Wir waren zwar zu zweit in der Highspeed, aber von der Beschleunigung her keine Chance. Ja, ich hab's gemerkt. Ich muss nochmal selber testen. Okay, gut.
Na? Okay. Dann. Vielen Dank. Gerne, ciao. Ciao, ciao. Gut, hat gestern gesagt, die BD-Fahrzeuge hochschrauben, Blödsinn. War ja auch nie die Rede davon. Aber wenn ein Auto zu overpowered ist, muss man ihn halt anpassen. Der letzte Dispatch ist aufheben auf My Command. Na? Ja, klar, Moment. Aber muss man schon. Anzug draußen. Ja, es geht ja nicht um die Geschwindigkeit, ne? Es geht ja nicht um die Endgeschwindigkeit. Die, finde ich, passt ja eh bei jedem Auto. Aber der Anzug, die Beschleunigung muss bei manchen Autos halt dann immer ein bisschen anpasst werden, gell? Weil es macht halt keinen Sinn, wenn Autos zu schnell sind. Aber ich probiere es mal. Ich probiere mal eine Verfolgungsjagd zu provozieren und mal schauen, wie lange sie dranbleiben können. Edward 1090, wie bitte die Ausrufung? Wir liegen 16er mit einem 1080V, mit einem Porsche in Blau. Gerade das Richtung ist in echter Anzug vom Auto. Ja, nur noch einmal, wir sind halt nicht in echt. Wir sind jetzt Richtung, ja, und das muss halt fair bleiben. Schau mal, wie der Wagen abgeht. Aber sich Kontakt verloren, war viel zu schnell für mich. Ein Fahrzeug handelt sich. Blauer GT3 RS. Wir können uns selber dann nochmal mit der Highspeed. Ich sage mal so, wenn die Highspeed auf der Geraden da irgendwie Struggle hat, dann ist was falsch. Ist ein Kennzeichen bekannt? Negativ-Kennzeichen hast du mir leider. Aber es geht halt nie um die Endgeschwindigkeit, es geht um die Beschleunigung. Und nur weil er das in echt hat, heißt das nicht, dass er jetzt im Spiel, dass es unbedingt das Beste ist, wenn er so im Spiel ist. Weil es ist ein Spiel und da soll es fair sein. Es ist kein Rennspiel, wo ich sage, okay. Gefunden? Es ist kein Rennspiel, wo ich jetzt sage, okay, da muss das Auto wie Gran Turismo auf die realen werden. Ich warte mal. Es soll für beide fair sein. Es bringt nur nichts, wenn die Autos overpowered sind, weil sie so in echt sind. Klar ist ein Chiron schneller als ein Mustang in echt, aber es bringt niemanden im RP und auf dem Server was, wenn die Autos viel zu schnell sind und dadurch keine Verfolgungsjagd zustande kommt, weil sie nach 30 Sekunden weg sind. Panic ist negativ, fährt weiter Richtung DMV, Sku. Ja, deswegen. Müssen wir halt noch weiter testen. Rotes Parkhaus. Blauer, ne? Ah, Noah Walker, der kann auch gut fahren. Ja, okay. Und so, wir haben eine Highspeed, glaube ich, jetzt hinten, oder? Na. So, probieren wir es einmal aus. Explorer Licht überholen. Letzte Sichtung, Richtung Hauptplatz. Wir sind am Hauptplatz Richtung. So, ich fahre jetzt ein bisschen Kurven, wo ich einmal die Beschleunigung testen kann. Was habe ich jetzt da eigentlich hinten dran? Links Richtung Hauptplatz. Ist es jetzt eine Highspeed oder ist das ein Ding? Hauptplatz Richtung Ricardius Tower. Passiert, schon mal wieder durchzieht. Ja gut, schau mal. Rotes Parkhaus passiert, weiter Richtung VPD. Aber er hält hinten mit. Jetzt am VPD. Rechts Richtung Kunstparkhaus. Ich will nur wissen, was der da hinten Parkhaus für ein Auto hat. Weiter, negativ rechts. Ich glaube, der fährt eine M5, Makler, ne? Ich meine, Noah Walker ist meiner Meinung nach ein guter Makler Fahrer. Ich probiere jetzt wirklich absichtlich nur da voll auf Geschwindigkeit. Alter, schaut dir das an. Braucht da eigentlich nur, ich brauche nicht einmal jetzt wirklich Kurven fahren, ich brauche da einfach nur gerade durchziehen. Weiß nicht, fährt der ein M5? Okay, aber gerade geht's. David Units errichten jetzt unterhalb Akademie. War jetzt einmal dieselbe Strecke wie er. Fahren jetzt rechts für die Brücke Richtung Gruppe 6 Straße, weiter geradeaus passiert. Im Mirror Park. Links Richtung Mirror Park. Krass. Jetzt im Mirror Park. Aber Noah Walker fährt gut, der hält länger dran. Chief 2 am Supreme Code, oder Punkt. Casino, weiter Richtung Nationalbank. War jetzt mal so die Strecke wie Weimar. An der Nationalbank, weiter Richtung. Alter, aber der hält mit seinem M5 besser mit als mit der Highspeed. Das ist aber auch. Links Richtung Süden, Rockford Plaza.
wieder links Richtung Haupt. Pass. Er kommt aber mit seinem M5 besser hinterher als die Highspeed. Oder Weimar hat mehr FPS, das haben wir auch schon festgestellt, dass FPS Autos auch nochmal boosten. Was aber nicht fixbar ist. Wegen. Aber ich fahre jetzt einmal ein bisschen mehr Gas, nicht fordern jetzt einmal ein bisschen mehr. In Rockford Plaza rein. Dann diese Parkhausgarage durch. Fahren wieder runter da. Jetzt ärgere ich ihn ein bisschen. Richtung Supreme Court unterwegs. Supreme Court Richtung ehemaliges Kacking-Bewegung. Und weg bin ich. Aber ich find's krass, dass er mit dem M5 besser dranhalten konnte als mit der Highspeed. Naja. Mhm. Ja gut, aber wenn er mit einem M5 wiederum mithalten kann, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Weil der M5, glaube ich, zieht nicht so gut wie der Mustang. Never. Never ever. And David 20. Go ahead. Die eine David hat neben mir meinen Beifahrer Mustang sein können. Das macht dann 76 für die Besitzer. Sonst müsste man mal fragen, ob irgendjemand mit dem Mustang da ist. Oder ich mache einen Messwert. M5 gegen Mustang. Negativ. Und die letzte Sichtung. Und das Parkhaus. Da war aber gerade schon ein runden Parkhaus, da ist er nicht. Der Fahrer macht's aus. Ja, das auch. Das auch, definitiv. Ja, damit meine ich jetzt nicht, dass ich ein guter Fahrer bin, sondern der, was hinterhalb ist. Für mich sind immer die PD-Fahrer, sind immer die Helden. Also der im PD gut fährt, das sind finde ich, die größeren Helden, als die, was beim Crime gut fahren. Bei Crime ist so viel, abhauen ist so viel leichter als PD, glaubt mir das. Gatsch mir da jetzt noch ein... Fahren jetzt Richtung East Highway. Also Extras nehmen Stand. Den Pillbox-Tunnel ein. Machen wir da jetzt noch eine fette Ladendecke drauf. M3XOO. Fahren, dankeschön. Fürs VIP werden. Gruß. In Richtung Hauptplatz zurück. Haben die da noch einen 10ADV? Gleich am Hauptplatz. Ah, die haben einen 10ADV. Hauptplatz Richtung Waffenladen. Sag ich mal zu. Die Frage wer und Richtung was? Flieger. Ah ja. Ich würde wollen den Hauptplatz. Urama, geil. Okay, der traut sich mal mit was anderem fahren. Nee, auch mal cool. Da Richtung Grove. Richtung Stripclub. Geil, haben wir einen JDM. Also sogar mit Traktionsding. Ah, der will driften. Geiler Typ. Abschlepphof. Kann gerade nicht, bin in der Verfolgung. Es war jetzt eigentlich recht fair, ja. Ich war jetzt auch. Ich war jetzt auch positiv überrascht, vor allem der M5. Aber ich werde gleich nochmal M5 und Mustang im Speed-Test nochmal an der Rennstrecke. Vor allem beim Anzug. Mal schauen. Vor dem roten Parkhaus nach rechts. Kann halt zwei Gründe haben. Entweder Weimar hat extrem gute FPS und hat dadurch einen Boost gekriegt. Oder. Ja. Oder die beim PD hinten am Low FPS gehabt und deswegen ein bisschen schwer zu sagen. Aber der mit meinem 5. Der Lower Walker ist mir gerade gut hinterherkommen. War in Ordnung. Vielleicht ein bisschen, wenn die Highspeed da besser dran bleibt als der M5, dann passt. Mein Noah ist ein guter Fahrer. 10ATV mit einem schwarzen BMW M5. Abgeklebtes Kennzeichen hält beim Juwelier an. Stark. Nächster Juwe. Heute ist aber was los. Blaue Auto fährt in Richtung Rockford Plaza, runterwärts Richtung Arcadius. Der chillt einfach voll. Vor dem Juwelier steht ein schwarzer BMW, passt eine maskierte Person. Er kommt nicht rein, ist glaube ich noch zu. Eine Geisel. Das ist ein Unterschied mit den FPS. Muss man den einen Mega-Streams anschauen. Da hat Werewox irgendwie gesagt, er spielt mit 200 FPS. Ist im Sand 120 gefahren und ich hatte, keine Ahnung, 50 FPS oder so. Und meiner ging nur 60 oder 70. Könnt ihr euch noch sicher an den Mega-Stream erinnern. Das war krass. 120 teilweise oder 100 in der Ort.
Ich meine, gut, dass die Autos halt abgeriegelt sind, gell? Man kann das, die Endgeschwindigkeit jetzt nicht ausspielen, aber Anzug vielleicht ein bisschen Unterschied macht's auch, ne? Der macht sich da einfach gerade eine Gaude draus. 10 David 1097. Informativkennzeichen vom BMW ist abgeklebt. Was für Fahrzeuge stehen davor? Ein BMW, ein Straßenwagen. Informativ Chief 2 übernimmt Gesamteinsatzleitung. Geisel mit Täter kommt wieder raus. Ich glaube, der Juve ist noch leer. Bitte einmal einen M5 Anmark responden für die Verfolgung. Das ist negativ. Kann mit dem M5 responden, wenn mich wer bei dem 1080. Alter, das ist heftig, aber was heute los ist. Ich brauche gar kein RP schaffen, nee, Alter, weil. Oder irgendein Szenario, weil das ist eh. Wenn der Geisel immer wieder reingehen sollte, dann auf die linke Seite. Freunde, also darauf können wir schon mal auf die 15 Likes gehen. Frage ist, die Checkstep-Einheit gerade verfügbar. Ich glaube, die eine Detective-Einheit war letzte, hat sich eben bei mir abgemeldet vorhin. Oder ist eine andere jetzt schon in Dienst gekommen? Aber wisst ihr, was ich meine? So, wenn Fahrzeuge zu schnell sind, kommen halt keine geilen Verfolgungen zustande. Es ist doch viel geiler, seid doch ehrlich. Es ist doch viel geiler, so eine Verfolgungsjagd zu fahren, als Fahrer und als PD. Als, so wie der, wenn jetzt irgendwas ist, wenn der jetzt doppelt so schnell wäre, wie er jetzt ist, dann wäre er jetzt schon. Ja, den Vorder übernehme ich, fahren. Wenn wir mal hinschauen müssen, wäre der schon weg. Ich finde es ja so viel geiler und das ist ja auch viel geiler, wenn du jetzt mit sowas entkommst durch Fahrskills, statt dass du einfach nur auf W drückst, weil du schneller bist. Für die King Unit und alle anderen Kräfte, der zu beim Juwelier. Er ist gerade rausgekommen, Juwelier nicht ausraubbar, ist anscheinend schon alles leer. Es ist so wie wenn du jetzt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch schon so aus dem. Ich meine, gut, damals, wo ich COD gespielt habe, habe ich auch immer den overpoweredsten Shit gespielt. Aber ich finde es ja, ist ja viel geiler, wie wenn ich mit dem Sieg. Sagen wir mal, es gibt die ACR und das ist die krank. Krasseste Waffe ever. Und die ist gerade in diesem Update komplett overpowered gepatcht. Und jeder spielt nur die ACR so. Gut, ja, schön. Ah, ist doch viel geiler, wenn du jetzt eh schon lang COD spielst und dann spielst du mal was anderes, was nicht so overpowered ist, und dann holst du den Sieg. So, wisst ihr, was ich meine? Wie geiler. Und vor allem, in COD geht es ja noch so um dieses Competitive und so. RP ist ja kein Gegeneinander, es ist ja ein Miteinander. Weißt du, was ich meine? So, RP ist ja so eine Verfolgungsjagd, ist ja etwas, was beiden Parteien Spaß machen soll, nicht nach 10 Sekunden. Könnt ihr noch erinnern, die Admin-Streams, wo die Leute weggefahren sind mit ihrem Auto, wo das Auto geisteskrank overpowered sind, wo das PD noch wirklich nicht nachkommen ist? Na, und wo dann die Crimes selber gesagt haben, wie, die sind jetzt schon weg. Ich hätte so gerne eine längere Verfolgung gehabt, aber wie, die sind jetzt schon weg. Fährt am Hauptplatz. Fährt ihr Kreise. Gerade bei der Flickerbank unten, jetzt wieder Richtung Mission Row PD. Also Juwelier wechselt Funk 2.00. Dann über Hälfte. Vorbei, geradeaus durch zum dann werden wieder so Situationen stehen, dass dann alle schlechte Autos fahren, dann Hypercars umsteigen. Ganz ehrlich, aber es, ich glaube mir wäre lieber, und das wäre glaube ich jedem Spieler lieber, wenn Leute zuerst mal eine geile Verfolgungsjagd machen mit was auch immer, die dauert einmal 10 Minuten und dann steigen sie um auf irgendwas Stärkeres. Fährt jetzt wieder links Richtung Flicker vorbei. Also, mir wäre das dreimal lieber, wie wenn jemand da vorne ein Auto fährt, wo ich weiß, das ist doppelt so schnell wie meines und ich habe keine Chance von Anfang an und die Verfolgungsjagd ist in 30 Sekunden vorüber. Mir lieber, ich bleibe erstmal dran, hab ein bisschen Spaß und dann steigt er um. Und dann habe ich eine Chance, entweder ich habe es vorausgesehen, kontert oder nicht. Korrigiert es mich, falls. Ja, ja. Das ist meine Meinung. Kannst mal versuchen. Jeder seine eigene, aber es wäre meine. Fühle ich halt viel mehr. Dann fährt die Verfolgung. Ich will unterhalb des FIB-Towers.
fahren wieder Richtung Hauptplatz. Werden immer noch von schwarzen GT3 RS verfolgt. Versuch's gleich nochmal, aber rückwärts. Das spricht mir aus der Seele. Skill kann man lernen, PS bekommt man gleich. Was macht mehr Spaß? Ich bin für Skill, ja, bin ich genauso. GTR3 ist wieder Tank am Hauptplatz. Aber so wie ich gesagt habe, ich denke mal, das macht doch keinem Crime Spaß auf die Dauer, wenn du jedes Mal nach 10 Sekunden weg bist. Das ist einmal vielleicht geil, aber jeder wünscht sich innen drin so, ich wünsche mir jetzt eine geile, spannende Verfolgungsjagd und am Ende nach 10 Minuten intensivsten Struggle dann so, entweder ich entkomme oder ich hab's nicht. Das ist einfach ein geiler, sagen wir so ein geiler Nervenkitzel. Das taugt den wenigsten, sage ich einmal, glaube ich, wenn du jetzt ein Auto fährst, jedes Mal selbe, drückst du auf die Tube, auf der Geraden und du weißt, oh, mein Auto ist schneller als alle anderen, jetzt bin ich safe. Ja, positiv. Ein Arsch. Jetzt kommt es mir gerade, ja, ich höre auch keine Sirenen. Was der Sinn ist, da fährt ein JDM und driftet. Anscheinend planen die irgendwas. So, ich bin bei 11, der Sprit, ich versuche mal wegzukommen. So, jetzt will er richtig fahren. Sollte aber mal seine TSC ausstellen. Also die schaltet er irgendwann selber ab, gell? Sind drei Straßenwegen. Positiv, eine Unterschrift. Nein, er findet noch her. Frag du! Ach, der Levin. Du geiles Stück. Ja, GT3 ist der Schwarze, wurde vorhin angehalten, Tür gerannt und Jack Black waren vorhin in dem Fahrzeug drin. Polizei, bleiben Sie stehen, Polizei! Bleiben Sie stehen! Also ich komme gerade nicht über 200, dass es auch normal geht. Der Wagen ist aber schneller als 200. Das liegt an der TSC, weil sie abriegelt. Frage, weiß jemand zwischen... Oh mein Gott, der Unfall. Das ist jetzt aber... Besser, du bleibst stehen. Doch, hast du, komplett. Dann im Bus anhalten. Ich geh zum Kollegen, der vorne wird es. Oder zum blauen... Ach, ein... Doch, du bist... Hast du dich überschlagen? Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Hey Frax, ich hab dich nicht berührt bei mir. Bist du dumm, Alter? Ja, mein Haus einfach in an. Ja, ich hab, bei mir hab ich ihn 2 Meter. Junge, jetzt haben wir das jetzt ziemlich schnell weg sein. Ey. Beim Hauptplatz Flieger vorbei. Rechts abgebogen, Hauptplatz Tank. Davor nochmal rechts abgebogen. Wie er seinen Kollegen reindrückt hat. Ey Frank, es tut mir leid, du kriegst den Schadensersatz von mir. Links abgebogen. Und die Rechnung. Hauptplatz Benny. Meine Eier und mein Schwanz. Links abgebogen. Fahrstraße entlang, MD passiert, fährt die Straße Richtung Industrie, ne, okay, voll, okay, ich Entschuldigung, sorry Chef, Entschuldigung. Entfernt die, ach, fährt links. Das war die Aufhängung. Fährt Richtung, Arena. Okay, aber schau, das haben wir wieder jetzt ein anderes Beispiel, der Crown Vic hinten, ja, kann mithalten. Ja, Alter, ich schwör, bei mir waren 2 Meter Abstand. Irgendwas war da faul vorhin, warum die Highspeed nicht mithalten hat können. Wenn der Crown Vic und der M5. Das war nicht mal meine Absicht. Muss ich nicht verstehen. Aber wenn er so ist, passt da jeder Porsche. Jetzt sind wir wahrscheinlich auch am Arsch, oder? Bieg wieder rechts ein, Richtung Hauptfangstelle, Blick hoch Richtung Arena. Wir bräuchten halt jetzt nur ein Backup einmal. Eine Highspeed oder so. Fährt weiter. Keine Ahnung, warum man die Sirenen gerade nicht hört. Alter, meine Birne. Ich bin nicht schwarz gefahren geworden. Der schwarze GT3 RS ist ein Kollege vom Dorf. Ich weiß nur, dass wir im Ghetto irgendwo gefahren sind. Fährt Flughafen ab, weiter Richtung Flughafen Einfahrt, zum Haupteingang, fährt durch die Kurve. Jetzt hat man halt gemerkt, jetzt hat er halt mehr auf Endgeschwindigkeit gesetzt, jetzt ist der Crown Vic halt hinten. Junge, wir sollten mal langsam wegkommen, bevor deine Highspeed ist, ne? Ja, die Highspeed, die kam ich kreuzweise. Fährt unten am großen Parkplatz
Parkplatz wieder links. Jetzt haben wir einen Civic hinten dann. Ja, noch ist ah, dann nur ein Sprenger, Civic Sprenger fährt gut. Sprenger ist ein guter Fahrer. Fährt weiter Richtung dem alten Bennys hier am Airfield. Was für ein Civic? Wo ist dein Civic, Alter? Hinter uns ist ein Civic. Der Straße biegt er hallo links ein, wieder Richtung Airfield. Den habe ich gar nicht gecheckt, Alter. Jetzt gleich Einfahrt zu unserem PD-Händler. Wenn du ey, mein Führerschein ist doch schon wieder am Arsch, Alter. Ja, wenn du Highway fährst, bist du weg, ne? Die sind langsamer. Ja, ich weiß. Spielst du mit denen? Ich dort auch ein, kommt ja, Arena bist raus du schon eigentlich. Aber Sprenger fährt krass auch. 120, ich darf nicht so oft zu Soziopathen hängen, Junge. Ihr seid alle Soziopathen, Mann. Ah, bitte, hört die Goschen. Ich sag's euch, die Österreicher, die sind's. Was für die Österreicher sind's? Das ist eine Lüge. Junge, ihr seid alle Soziopathen, Mann. Das ist eine Lüge, hören Sie auf zu lügen. Danke, mehr Richtung Stripclub. Blitzer, mach, scheiß Blitzer, wirklich. Hauptplatz, danke, fahr weiter Richtung Hauptplatz. Jetzt hat er. Hauptplatz passiert, weiter Richtung East Highway Auffahrt. Ich glaube, das PD weiß nicht, dass das ein East Highway Auffahrt ist. Stellen wir noch. Weiß nicht, ob sie wissen, dass das ein Highspeed-Auto ist, ne? Er fährt jetzt halt bewusst Highway, weil er weiß, dass er schneller ist. Alter, was ist denn her gerade? Was leckt denn er so rein? Was leckt man denn zwischen aus? Oh! Was haben wir mal? Ich verstehe kein Wort, Bro. Du hast Kopfschmerzen. Alter, der hat Kopfschmerzen des Grauens. Alter Schwede. Hallo? Ich werde mal wieder die Sirene ausmachen. Alter, der muss dringend einen Powernap machen. Uiuiui. Stell dich andersrum hin. Vertrau mir, stell dich schnell andersrum hin, bevor jemand kommt. Die bauen dich direkt ein. Hallo. Tyrell, hörst du mich? Ja, jetzt. Warum vorher nicht? Was ist los bei dir? Warum ja, vorher nicht? Kopfschmerzen. Achso. Ja, wir sind weg, gell? Ja, ja, ich bin weggekommen, alles gut. Ey, es tut mir leid. Ich schwöre, ich hab dich nicht berührt. Hab ich Kopfschmerzen, oder? Ja, ich hab dich gerade schon die ganze Zeit nicht gehört und du bist auch in irgendwelche Sachen wieder reingefahren. Bin ich deswegen weggekommen? Bin ich deswegen weggekommen, oder was? Nee, Mann, wegen Highspeed. Na, ich weiß nicht. Kein Highspeed dran. Ist bei jedem so knusprig gerade, oder was? Ja, yeah, aber jetzt ja nicht, dass ich wegen Kopfschmerzen weggekommen bin, weil das mag ich nicht. Wenn und fair. Nee, da war aber keiner mehr hinter uns. Die waren schon auf dem Highway nicht mehr hinter ja uns. Keine Sorge. Ja, okay, aber ich... Na, nicht, dass ich Ding... Sonst fahre ich zurück nochmal. Hast du ein Auto im Polito stehen? Nein, Mann. Ja, danke. Aber irgendwie ist bei jedem gerade knusprig. Ist bei jedem knusprig. Okay, warte mal. Edward 54, Tenet, guten Abend. Hallo. Servus. Ja, wir hatten gerade alle gleichzeitig Kopfschmerzen in der Verfolgung. Ja. Und, dann war er weg. Anscheinend hat das... Oh. Anscheinend hat der Server gerade geleckt, gell? Habt ja, jetzt hier noch Sichtkontakt? Weil ich habe euch zugeschaut, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass noch Sichtkontakt war. Ich hatte noch Sichtkontakt, ja. Ich war die ganze Zeit hinter dem. Ich habe nämlich dann zugeschaut und der ist da vorne geradeaus weit, aber es hat ausgeschaut wie ein Abbogen, gell? Genau, bei mir ist er hier rechts voll in den Baum reingerast und dann bin ich auch voll Vollbremse rein und dann habe ich gemerkt, okay, ja, ich frage nochmal. Ja, check, danke. Hab
Verfolgung erstmal Code 5. Bleibst du mal kurz stehen? Hallo. Ja. Ich hab dich beobachtet, der ganze Server hat gerade ein bisschen einen Schluck auf gehabt. Ach so. Ja, das PD hatte tatsächlich noch Sichtkontakt und du bist dann wirklich weggeportet, also. Ja, dann machen wir nochmal. Müssen wir vorne nochmal zum Blitzer dort, ja, haben sie, da bist du bei ihnen im Baum reingekracht und ich hab's gerade im Stream selber beobachtet. Du hast dich da durch runter überschlagen und dann auf einmal bist du aber doch wieder geradeaus weitergefahren, aber das lag dann nicht an dir. Ja, also ich sehe im Funk sagen alle, dass es gezwiebelt hat. Ja. Na, nochmal hin. Sollen wir jetzt nochmal tanken alle, oder? Ich habe jetzt auch ein bisschen was verfahren. Na, sie stehen selber. Ja, okay, passt. Wo muss ich hin? Der Tank reicht so lang, also. Weiß nicht, wie viel du hast. Ja, ein bisschen über Hälfte, aber es passt schon. Ich komme eh weg. Können eh alle kein Auto fahren. Spaß. Ja. Passt. Okay. Wo soll ich hin? Ja, zum Blitzer East Highway. Ja, passt. So, warte mal, wir gehen jetzt Sprenger. Er kommt noch einmal her, da zum Blitzer. Ah ja, check, danke. Du hattest den Spoiler die ganze Zeit drauf. Ah ja, okay. Das musst du jetzt nachschauen. Ja, denn mich wundert trotzdem, wo der herkommt, aber naja. Wird sicher gleich da sein. Oh ja, ganz entspannt. Geht der Crown Weg noch? Da ist wieder Brain Dead. Ah, da ist er. Was geht? Du kannst ruhig schon bis da vorne zur Abfahrt fahren. Und ich sag dann, auf euer Hubseilzeichen machen wir, ne? Hinten. Jo. Okay. War schon mal vor, warst du. Ihr hupt dann, wenn ihr ready seid. Jo, alle bereit? Jawohl. Ja, ich höre Hupen und das Licht dann nicht mehr. Boah, geht weiter. Aber ey, Levin, korrekter Dude. War kein Ding. Sag sofort, yo. Hallo. Ja, da kannst du das nicht, oder was? Mach. Immer die Deutschen, gell? Weiter Etabell hoch. Boah. Ne, das ist ja mein. Der fährt der Civic 320, oder was ist mit dem, Alter? Kannst du eventuell einen Einzelbesetzer dazukommen? Der klebt, ne? Ja, schon, oder? Ich schau nicht nach hinten, schau du für mich nach hinten. Ja, der, also gefühlt ist der nicht weiter weg. Jetzt checkt mal, passiert weiter nach. Ja, doch, der verliert uns. Ich wollte eventuell am Tenne DB noch eine Highspeed. Aber ist schon dreckig auch von mir, irgendwie nur auf Endgeschwindigkeit fahren. Bro, aber dreckig. Glaub mir, wenn wir jetzt nur weiterfahren, die werden am West Highway oder so irgendwo eine Highway, eine Highspeed positionieren. Ja, Junge, Daniel, wir sind noch unterwegs, Mann, schwimm mal deine Eier. Ja, wir werden jetzt wieder verfolgt. Aber ey, korrekt, dass er sagt selber, ja, es ist nicht die feine Art, so dass er da nur auf Endgeschwindigkeit geht. Aber Sprenger ist ein krasser Fahrer, schau, der bleibt dran. Schau, der Hund biegt uns am Arschloch, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Schau dir den an, Alter. Und, Henzi? Gut, Alter, ich wollte dir gerade einen Gruß drauf geben, sonst ist halt immer fast die Zähne. Was denn jetzt? Palito-Tankstelle, weiter. Der Hund biegt mal am Arsch. Und jetzt haben wir... Jawohl, war alles geplant, Jungs. Wieder alles geplant. Was? Jetzt zurückgefahren. Kein Problem. Ist besser. Ja, wir haben keinen Tank mehr, gell? Also der Tank war schon ein bisschen scheiße. Keine Ahnung. Fahr gleich das Handy ab. Verstehe ich auch nicht. Johnny zockt, schreib nochmal rein. Da kriegst du die Leute besser weg, weil das ist ja auch Kleber. Ach so, ich weiß schon, was er meint. Ich mache hier am Ende vom Stream immer eine Einblende. Und er meint, dass du die drückst und nicht drauf vergessen sollst. 100 Meter. Ich glaube, das meint er damit. Also die Lenkung ist ein bisschen kurios, da ist die von meinem BMW schon besser. Wir werden verfolgt, Alter. Das war der ist echt nah dran. Ja, der Civic ist OP, Kaka, Mann, hier. Passiert,
Ja, du hast ihn gebreakt, du hast ihn gebreakt. Oh mein Gott, ich bin so ein OG. Bees, Eierleck. Ah, einfach. Aber jetzt ist er wieder dran, oder? Oh, geht. Also schon dran. Jawohl, aber der hat bessere Beschleunigung, glaube ich. Aber man muss halt wirklich sagen, das ist seine Mission. Sprenger ist ein krasser Fahrer. Das darf man nicht vergessen, es ist nicht nur das Seeweg. Sprenger ist halt echt gut. Alter, was ist das für ein Biest hinter mir, hey, der Hound? Also, müsst ihr verdienen, Freunde. Jungs, kann sich immer bereitstellen zum Umsteigen, falls unser Tank leer ist. Wir brauchen einen Viersitzer. Rechts ein Richtung Sandy. Ja, wir brauchen Viersitzer. Ja, das Bro, Viersitzer, Mann. Okay, heißt, der kann sich da erstmal Ja, okay, glaub, dann mehrere mit dem Motorrad. Und wo genau, wo genau? Mit Motorrad. Einer muss mich erst und dann... Jetzt kommt der Struggle, Freunde. Ja, fährt einer. Fahren dort links ab, Richtung Sandy Airfield. Einer muss ein bisschen entgegenkommen. Nein, fahr du Ding. Am GT3 RS muss ich nichts verändern. Einer, der was im Teil holt, bitte MPs. Keine Ahnung, was da vorhin bei Bäumer los war, aber da muss ich nichts dran verändern. Ah, da springt da runter. Der ist fair. Ja, genau. Bin ich voll dabei. Da gehört nichts dran verändern. Fahren diese auch auf. Fahren jetzt East Highway Richtung Stadt einwärts. Daniel, komm in die Spot, ja? Vor allem, die sind zu zweit, also noch. Das ist eigentlich die Highspeed, hey, das frage ich mich. Da ist die Highspeed, oder? Oh nein. Na, das ist irgendein Schauer. Aber der hinter mir fährt echt geil, Digga. Sowas liebe ich. Oh mein Gott, diese Verfolgungsjagd. Ich bin süchtig danach. Geiler Typ. Über 300. Wie viel ist das heute? Meine dritte, glaube ich schon. Naja, mit denen, wo ich dreimal weggekommen bin, die fünfte. Aber solche Leute braucht das Projekt, die das einfach feiern und jetzt und nicht die ganze Zeit nur auf Ding aus sind. So geil, Alter. Boah, Blitzer. Zack, oder rein da. Ja, er fährt ja auch nicht unfair. Das ist ja. Nein, ich gehe nicht vor. Das macht jedem einfach nur Bock. Richtung Pillbox oberhalb. Negativ fahren auf mein X6 meinst du? Oder mein Bike? Interstädtischer Richtung VPD. Ja, MD-Spot. Da ist mein Bike. Okay, gut. Ja, ich kann da selber wegfahren. Da steckst du auf dem Bike auf, oder was? Ja. Du musst mich da einfach nur... Aber könntest du mir nicht sagen, Freunde, das ist ja viel geiler jetzt. Wenn der so lange, so geil, so fährt, die Verfolgung sagt, und dann steigt er auf dem Bike um oder was auch immer, oder? Das macht doch viel mehr Bock, statt dass er nach 30 Sekunden weg ist. Schneid dich schon mal ab. Schneid dich ab. Ja. Er ist nicht so ein Schweizer, der hat Spaß dabei. Ja, genau. Weil viele sind da halt solche Schweizer, so Geister. Ja, steig um unten halb Billbox. Steig um unten halb Billbox. Geiler Spot, aber. Wir müssen euch aufstecken, ich steig bei Kevin auf. Wir fahren ab! Oh mein Gott, geiler Spot! Wieder schauen, reingehauen! Oh mein Gott, ist der Spot geil! Wir fahren da wieder auf? Ja, lass ihn ruhig. Ja, die Gott, Digga, willst du mich umbringen oder was? Das ist dem getrippelt. Was, warum haben wir Verfolgung gemacht? Das ist das ist meine Lebenseinstellung, Alter. Ah, okay. Eine Maske wäre vielleicht auch nicht gut, gell? Nee, Maske schlecht. Brauchst du nicht. Ah, egal, die habe ich hier noch von hinten gesehen. Aber sowas ist doch viel geiler, oder? Wie wenn man jetzt mit irgendwas anderem viel zu schnell abhaut. Nein. Kann man keiner gegen argumentieren, glaube ich. Tyrell, du? Viel geiler. Das war einfach gerade, das war GG, das war System getribbelt. Bruder, war das geil. Sehr gut, Jungs, sehr gut, Mädels. Ich wünsche euch frohe Ostern und auf Wiederschauen. Nix, ich sage einfach nur frohe Ostern. Ging dahinter links ein, auf den East in die Richtung. Keine Ahnung, wie gut. Ich hab Sprenger verfolgt, aber noch. Ah, warum bist du nicht bei Geländemotorrad aufgestiegen? Jetzt gleich ja, aber wer lieber auf Gelände? Ich will auch sein Geländemotorrad haben, Alter. Achso, wenn ich vom Beobachten ins Beobachten, das mag TX nicht. Fahr mal da rechts runter. Ich will das kurz chillen, Digga. Mein Puls ist auf 400.000. Das mag das TX nicht, ne? Der scheiß Civic ist... Ich muss gleich mal auf dem Interstädtischen hier schauen. Fahren auf den East auf, drehen Richtung Stadt einwärts. Fahren jetzt auf dem East Richtung Stadt einwärts. Höhe Marshall SQ. Ja, ich brauche ein Straßenfahrzeug. Fährt nicht schneller wie 223. Respond ein Straßenfahrzeug. Boah, Motorrad geht auch geil ab. Etwa 54 kann er auch. Für Motorrad brauchst du halt Motorrad. Dann hopp. Und Motorrad ist auch in Ordnung, weil wenn es dich da auf die Fresse legt, ist es vorbei.
sind jetzt am... Ich habe ihn noch am Arsch. Uferarbeiter, fahren dort die Straße. Das sieht aber auch brutal aus. Aber so gut wie jedes Durchschnittsauto fährt, finde ich das aber auch gerechtfertigt, dass das Civic so gut ist. Und der M5 und alles. Du brauchst halt Autos, wo du dranbleiben kannst. Wenn du siehst, wie gut die Zivi-Autos fahren, siehst du das meine ich. Hat sich schwer verunfallt am Kuferarbeiter. Ja, der braucht gar nicht mehr weitermachen. Siehst du, das meine ich mit dem Motorrad. Aber man muss sagen, Civic geil, aber ihr dürft es echt nicht unterschätzen, gell? Ich sag's noch einmal, aber Sprenger ist ein verdammt guter Fahrer. Also da hast du keinen hinten dran, Alter, der fährt richtig gut. Ich habe den schon ein paar Mal beobachtet. Er ist krass, der Typ. Also es macht halt sehr viel. Du kannst den Civic, kannst du ihn anders hindrücken. Das ist bei weitem nicht so geil, wie wenn du jetzt wirklich einen Körner fährt. Was geht da hinten für einen Film? Nochmal 1020 bitte. Ach, da ist die nächste Verfolgung, sagt der Toni. Ach, das ist die vom Juve. Glaube ich. Ach, da fährt ein M5. Wenn man keinen Funk hört. Meine wahrscheinlich, das ist der vom Juve, oder? Müsste mal probieren, Funk changen. Links oder rechts? Ja. Richtung West Highway. Das ist der vom Juve. Die Weasel News bei Verfolgungen auch dabei. Ja, mit dem Auto ist schwer, aber in Zukunft wollen wir einen Weasel News Hubschrauber, dass sie von oben mitfliegen können. Das ist halt dann heftig geil. Weil mitfahren würde ja nur blockieren, aber fliegen geht, klar. Wie es in echt halt auch ist. Hey, aber der Streamer, der ist ja krass geil, oder? So viel Verfolgungsjagden, so viel Action, so viel Dynamik, so können sie jeden Tag sein. Und keine unnötige Scheiße. Also da waren wenig Sachen dabei, wo man sagt, boah, Jungs, da gibt's jetzt irgendwo Karamba oder sonst was. Das Toni von der Pizzeria, keine Ahnung, ob er bei der Pizzeria ist, aber... Er ist... Also es ist nicht dieser Toni, der Pomodori. Toni ist also ein ganz krasser Kanalsupporter hier. Ist der schon Subgifts auch hier dagelassen hat für die Community. Ehrenmann. Aber schaut mal, der M5 hinten, M5 gegen M5 ist perfekt, also komplett fair. Kann man nicht meckern. Und das meinte ich halt, ne? Würde der jetzt da vorne, keine Ahnung, einen Chiron fahren und wüsste, okay, der ist so und so viel schneller, wüsste man, okay, der ist instant weg. Aber ist doch viel geiler, wenn der sagt, er fährt M4 oder M5, er fährt hinten M5, beide Wagen sind gleich schnell. Und es ist einfach eine geile Verfolgungsjagd und möge der bessere gewinnen, nicht der schnellere. Finde ich viel geiler. Weil der hat trotzdem noch eine gute Chance zu entkommen, braucht sich nur da hinten eindübeln oder eher geile Fahrmoves machen. Viel geiler. Und das System drüben. Offroader. Ah, schau um. Seht ihr? Oder umsteigen. Auch mega geil. Oh je. Hände hoch oder jetzt sie aber. Werden getasert. Nein, sie stehen da, sie werden getasert. Ja, gut, die haben es nicht gut eingebaut.
Kann man gleich WhatsApp. Link 71 back to 8 in the city. Sowas feiere ich, sowas finde ich halt so viel geiler. Das ist das, was. Das ist das RP, was ich sehen will und spielen will selber. Ist eigentlich nicht fair, dass die Fahrzeuge 10 km mehr fahren. Doch, finde ich schon. Weil als PD musst du die Chance haben aufzuholen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also in der Endgeschwindigkeit finde ich ganz, ganz wichtig und fair. Weil, sagen wir mal, du hast vorne jemanden, der fährt. Oh mein Gott, Junge. Was ist denn das für ein Scheiße? Ich hab den halt überhaupt nicht gesehen. Aber sagen wir mal jetzt da in dieser Situation. Sie fahren 300. So. Na, und das PD hinten fährt auch 300. Aber es macht halt. Es ist kacke auf die Dauer, wenn ein Auto bei 300 gelimitet ist und das andere auch. Du hast keine Chance zum Aufholen. Und die muss halt da sein. Fakt. Und du hast halt als Crime so oder so immer Vorteile. Wie schon gesagt, die Chance, wenn sich der hinten einmal dübelt, dass du weg bist, ist 70%. Und deswegen, als Cop darfst du kein einziges Mal verkacken, ist er weg. Als Crime darfst du verkacken so oft, wie du willst. Und deswegen, den Vorteil hast du als Crime. Und dafür hast du als PDler halt so, dass du eine Chance hast aufzuholen, damit man wieder im Rennen ist irgendwann. Es ist kacke, wenn du einmal eine Kurve nicht so nimmst und aufgrund, weil du gelimitet bist, kommst du nicht mehr hinterher. Oder beziehungsweise du hast keine Chance mehr aufzuholen. So wie, stellt euch vor, Mario Kart. Stellt euch vor, bei Mario Kart gäbe es keine Items und es gäbe nicht diese Aufholfunktion. So dass wenn du hinten weiter bist, das ein bisschen Boost kriegst. Wenn der vorne der Erste ist und konstant fährt, ist keine Chance zum Aufholen. Und genau dasselbe Prinzip ist auch hier. Das, was ich halt meine. Genauso wie jetzt. Jetzt hat er einen Abstand aufgebaut und wäre das Cop-Auto hinten jetzt nicht ein bisschen schneller, würde der die, wenn er keinen Fehler von macht, ewig auf diesen Abstand halten und es käme zu gar nichts. Die müssen halt wieder eine Chance haben, dass sie irgendwie näher rankommen. Außer er baut halt Scheiße vorne. Ich finde, man muss halt immer beide Seiten schon einmal gesehen und gespielt haben, dass du verstehst, warum wir so balancen. Klar denkst du jetzt, wenn du nur Crime bist und du Crime denkst, so, fuck, ja, das ist 10 km schneller. Sehe ich ein, aber wenn du PD bist, würdest du verstehen, warum, weil es ja dann echt frustrierend ist. Oh Gott, Simon, dankeschön für 5 Subgifts. Ich küsse dein Herz, dankeschön. Können wir das Auto trotz Knacken nicht auf? Hallo. Hi, Andel. Ich probiere auch mal. Es soll offen sein, aber irgendwie. Probier nochmal. Manchmal hat das Wunder gebracht. Ja. Ja, okay. Das ist. Kennst du denn, das gibt's schon länger, wenn die Tür offen ist und dann nochmal nachknacken bei der offenen Tür. Ja, bei mir hat er eben gesagt, dass er, du kannst ein offenes Fahrzeug nicht knacken. Okay. Deswegen. Okay, na gut, dass du mich gerufen hast, jetzt ist es offen. Okay, danke dir. Gerne, ciao. Ja, kurze Frage noch an dich. Ja. Ist das ein, also M5 mit M5 war das in Ordnung, ne? Ja, natürlich.
Okay. Ja, das ist nur Highspeed und ein 5 ist nicht in Ordnung. Ja, ich bin mir doch noch so ein bisschen unsicher. Nein, deswegen. Nein. Alle Autos, die 300 fahren, sind mit nicht Highspeed-Autos, darfst du jedes verfolgen, aber Highspeed-Autos sind rein für die, was 320 fahren. Ganz easy. Okay. Okay? Alles klar, danke dir. Rudi, ciao. Schönen Abend dir noch. Ebenfalls. Watson. So, grüß dich. Bin da. Hi. So. Sorry, dass es ein bisschen gedauert hat. Wir hatten jetzt noch Prüfungen gehabt, deswegen. Achtung. Voilà. So, der ist jetzt ungetuned. Probier's mal mit. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Probier's mal mit dem Ungetunten einfach. Ja. Ich schock mich mal bei dir mit rein. Uppala. Na, fahr selber, ich fahr bei dir mit. So. Ja. Dann zeig mir das mal. Ja, ich hab grad aufgesperrt. Ja, das ist auch momentan so ein bisschen ein Problem mit der Zentralverriegelung. Geht's nicht rein? Komm nicht rein, ne? So, jetzt ist verschlossen. Probier nochmal. Easy. Ich muss auch erstmal probieren, wie gesagt. Zeig's mir mal grundsätzlich, dann kann ich es mir besser vorstellen, weil so wie es beschrieben wurde, war es probiert. Ja, ein bisschen schwer auch zu beschreiben, so vom Schreiben her. Also hier in diesem Außenring, ne? Ja. Gibt's ja gleich diese. Mal kurz. Hier vorne diese Hügel, ne? Mhm. Wenn du jetzt so seitlich an die Wand kommst. Kannst du da die Wand so hochfahren? Das ist halt jetzt mit der ungetunten, glaube ich, eher nicht so möglich. Wie gesagt, weil wir hatten das Problem mit dem Fahrzeugdamage auch, ne? Dass die Fahrzeuge bei einer gewissen Reichweite wieder ganz sind. Und daraufhin hat er mir dann gesagt, er soll bitte das Auto wieder kaputt machen. Und ich weiß nicht mehr, welcher Admin das war. Mit Kopfhörern irgendwie. Herz für Simon, bitte. Ich glaube, einer vom FD. Dem ist es auf jeden Fall aufgefallen und mir ist es zuletzt auch schon aufgefallen, so leicht hier bei den Parcours von der Ausbildung, dass wenn die Leute die Bumps hier mitnehmen und an die Seite kommen, dass die extrem so seitlich hochzieht. Also jetzt nicht mit dem Unterboden rankommen, aber dass die so seitlich so ein bisschen hochziehen. Ich kann es jetzt nochmal testen. Ja, das liegt halt an der extremen Beschleunigung und an dem Grip, was das Auto hat, gell? Sobald der Reifen halt mit irgendwas in Berührung kommt, zieht er sich da quasi hoch, ne? Ja, das jetzt nicht. Na gut, das war's jetzt. Aber ich sehe das jetzt halt nicht als Problem an, weil das liegt halt einfach dadurch, dass der auf dem Boden extrem viel Grip hat und Beschleunigung. Ja. Ist halt klar, wenn der jetzt hochkommt und das Spiel erkennt es ja den Zaun genauso wie eine Oberfläche als Boden und das ist nicht das Rutschige. Und dadurch, weil der unten so viel Grip hat, zieht er sich dann dadurch so hoch. Ja, also vor allem ist es halt auch nur hier, ne? Also ich habe es jetzt so anders noch nicht wahrgenommen. Ich meine, bei einer Verfolgung fährt man ja auch nicht irgendwie gegen eine Wand so normalerweise, ne? Deswegen. Na, deswegen, das ist jetzt nicht gesagt, weiter behandelt. Soll das mit aufgeben in die Liste, dass ihr da trotzdem Bescheid wisst, falls es irgendwie was wäre? Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder man entschleunigt das Auto und vor allem den Grip und die Kurvenlage. Oder. Aber das hängt damit zusammen an den extremen Grip, aber so ist jetzt nicht weiter. Zu berücksichtigen. Also was uns nur aufgefallen ist, das sage ich halt jetzt einfach mal so ehrlich raus, wir haben das nämlich mit Fröhlich, war ich vorgestern in der Highspeed gesessen auf der Autobahn mit 130 und an uns ist halt ein Porsche mit 320 vorbeigebrettert. Wir haben ewig gebraucht, bis wir noch so gerade zu sich Kontakt halten konnten, ne? Bis wir auf denselben Speed waren. Und ja, dann haben wir den auch halt verloren gehabt, ne? Klar, 320, 130, da erstmal die Basis zu schaffen, ist scheiße. Aber ich habe so das Gefühl, von der Beschleunigung her sind die unten raus so ein bisschen, schwierig. Müssen wir gut, mal. Ich meine, wenn jemand mit 320 vorbei prescht, ja, das ist halt die Sache, ne? Na, das ist halt dann Pech, so da erwarte ich mir auch nicht, dass ich den dann noch irgendwie... Nee, um Gottes Willen. Das ist halt ein zu großer Unterschied, aber... Mir ist heute auch aufgefallen, ich habe heute mehrere Verfolgungen beobachtet. Die Leute sind teilweise mit M5 und Civic an solchen Hypercars besser dranblieben als mit Mustangs. Okay, ja, das kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe es heute nur gesehen. Ein M5 wird erst heute gekauft. Also ich habe schon gehört, dass der gut ist, der M5. Da muss man mal testen. Ja, Civic vorhin auch, wo Sprenger gefahren ist. Überhaupt kein Thema gehabt, außer am Highway. Ich habe nur gesagt, dass der ein bisschen mit dem Heck wegzieht, aber ich glaube, wenn man da das so ein bisschen BMW. Drin ist, dann passt das ja.
Ansonsten, was mir halt aufgefallen ist, wo es dann halt auch noch schwierig macht bei Verfolgungen, ist der Raptor halt, ne? Das ist halt übelst die Bergziege und wir mit unseren Offroad-Fahrzeugen, die, ich weiß nicht, die sind auf jeden Fall besser als 2-0 geworden, ne? Ja. Aber wenn man da so Hügel mitnimmt, die fliegen gefühlt so einen Meter hoch so und der Raptor, der klebt halt einfach auf der Straße fest, beziehungsweise auf dem Berg, ne? Das habe ich jetzt halt auch schon gehört, das muss ich mir noch mal anschauen. Das macht es uns halt extrem schwierig bei Offroad-Verfolgung. Deswegen hatten wir meistens bei einem Raptor auch immer eine R1 dran, dass wir da überhaupt die Möglichkeit haben, ein bisschen Sichtkontakt zu halten, ne? Weil die, wie gesagt, unsere Offroader, die haben dann gerade so ein Drittel von der Geschwindigkeit, wo der Raptor bringen kann beim Offroad-Fahren. Mhm. Das ist halt schwierig. Ja, da muss ich noch einmal testen mit den Atmen. Nur, dass du es auch auf dem Schirm hast. Ja, natürlich. Da das werde ich noch mal mit den Atmen am Test-Server ausgiebig testen, inwiefern das... Ja. Ansonsten sind die Handlings mega gut, also gerade so, dass man die Autos in die Kurven reindreschen kann, so, das finde ich mega gut gemacht. Das war halt auf 2-0 weniger so. Finde ich jetzt hier halt viel besser, ne? Ja, danke. Kein Problem. Bringst du mich gerade zu meinem Fahrzeug, oder soll ich hin? Ja, na. Danke dir, ne? Schönen Abend. Jo, ebenso. Oder halt wirklich den Raptor für SPD auch einführen. Sympathisches Kerlchen, oder? Bitteschön. Dankeschön. Ciao, ciao. Haben wir mal ein Lob bekommen? Hallo. Servus. Servus. Ich hab's halt geschildert wegen dem Auto. Ja. Hab ich was entnommen. Ich glaube, es weiß nicht, ist irgendwie komisch. Ich konnte den Kofferraum aufmachen und Auto war zugeschlossen. Also ich habe erst Kofferraum gemacht, Auto war zu. Soll ich es einfach dir geben oder? Ich kann gerade nicht ganz folgen. Also warte, ich erklär's dir. Komm. Also ich war am Kofferraum dran, wollte halt aufmachen. Ich habe auch Clip davon, falls du brauchst. Wollte halt aufmachen, wie immer mit L. Dann konnte ich halt Sachen aufmachen, wollte ich halt einsteigen eigentlich, vielleicht, dass ich fahren kann. Also du hast beim geschlossenen Auto den Kofferraum öffnen können? Ja, genau. Ja, aktuell gerade irgendwie ist sowieso komisch, irgendwie aufzuschließen. Ich glaube, dass das, weil ich konnte vorhin auch bei einem Admin-Fall, habe ich das Auto zugeschlossen und ich habe einsteigen können. Ja, ist irgendwie verpasst. Das ist gerade irgendwie vielleicht ein Server-Side-Spawning oder irgendwas. Ja, ja. Am besten ist, du machst zu dem Thema, machst du ein Ticket auf und markierst direkt Kurt rein. Oder beziehungsweise nicht Kurt direkt markieren. Machst auf und sagst aber den Admins oder so, dass für Kurt ist. Ja, das ist sein Sachen, Thema so, ne? Ja, klar. Dieser muss ja zurückgehen. Ja, also machst einfach ein Ticket auf, zuschließen, bla 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 und dann. Ja. Du Kurt, von liebe Grüße von mir. Über dem See, ja, soll ich dann Sandy. Auch kannst du gern machen, klar. Als Beweis ist immer gut. Sonst habe ich ja auch bei mir im Stream habe ich ja auch Clips drin, wo man das sieht, dass man zum Sperren mal einsteigen kann. Okay. Was für ein Fahrzeug war das nochmal? Also. Lieder, bläulicher Porsche GT3. Wie machen wir das? Was denn? Ich habe jetzt nur Holz jetzt rausgenommen, deswegen. Ach so, weil es nicht deins ist oder was? Kannst du aufmachen oder soll ich dann wieder reinlegen? Also weil meinst du, das willst du zurückgeben, weil es nicht deins ist? Ja, weil es ein Bug war, deswegen. Okay, ja, dann kannst du zurück reinlegen. Ja, geht ja nicht, weil es zu ist. Sind gleich auf Höhe. Montpellier-Tunnel. Deswegen. Ja, nicht hier die Scheiße da ausnutzen. Aktuell keinen Sichtkontakt mehr. So, jetzt? Probier mal. Ne, ist zu. Warte, nochmal. Immer noch. Ja, na, warte mal. So, jetzt? Jetzt offen. Aber korrekt, dass du es meldest. Klar. Die Kinder und die unterstützt, kannst du vielleicht über den Westerwehr hochfahren? Ich muss ihn aber zumachen jetzt. Ja. Kein Sichtkontakt mehr zur Sichtung überhalb des Sees, Handy Shot. Korrekt, danke, dass du es gemeldet hast. Und wie gesagt, ja. Clip rein gerne und Fahrt Richtung Westerwehr. Und Ticket.
Danke dir. Ciao. Also dann, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ebenfalls. Nettes Kerlchen. Also Mr. X, do you want to be my little pony? Anders Bonnie? Willst du mein Bonnie sein, oder? King 17 für Edward 21? Ah. Wolltest du nicht auch anfahren? Grüße. Hallo. Hi. Check, check, Punkt, check. Also irgendwie ist da, ich bin da die Kante hoch. Ja. Und dann ist er auf einmal nicht mehr gefahren. Dann bin ich abgestiegen und wieder aufgestiegen, weil ich dachte, das ist irgendwie verbuggt. Und ich glaube, nach dem dritten Mal aufsteigen ist er auf einmal hochgeflogen und bin hier wieder runter. Und bin aufgeklatscht. Okay. Ich bin in der Dann muss ich dich mal kurz. Hast du einen Clip davon? Ja, habe ich einen Clip. Kannst du trotzdem mal zum Westteil den am besten. Ich vertraue dir jetzt. Schick mir den nochmal rein in dein Ticket. Aber ich halte dich einmal hoch und ich schaue mir danach an, gell? Jo, alles klar. Deine ID? Edward, wenn du mit der Frage gibt es noch 250. Ich bin jetzt Grape Seed. Passt. Rollstuhl. Border Patrol back in Funk 4. Ah! Ja, King 17 wäre trotzdem gut, wenn man Westheim. Setz ihn nochmal rein. Jo. Achso, der ist kaputt. Lincoln 51 10 8. Ja, ich hab jetzt hier kurz einen Code 5. Das ist komplett im Arsch. Mach den vor. Ist der vielleicht deswegen immer gefahren? Linken Einheit, die gerade gekommen ist. Oh. Nee. Das ist komplett im Eimer, gell? Ja. 51 war das. Linken 51, Fedward 21. Hört. Bei der Straßenverbindung. Bring ich zum AMR. Kriegst du einen neuen. Okay, alles klar. Ich hab Offroad und ein Straßenmotorrad. 10 vor. Oder warte mal, ich geb's dir zu heiß, wurscht. Motorrad oder Offroad? Ihre Position gerade? VPD. Na dann bitte auf ein straßenfähiges Fahrzeug umsteigen und den Best-Highway anfahren. 10 vor. So, bitteschön, okay. Probier mal. Jo. Also ich finde es super. Jemand, den du kennst, willst du mein Freund sein? Mein Freund sein, willst du mein Freund sein? Ich habe schon einen rausgeholt. Okay, dann machen wir einen Reconnect. Jo, mach ich kurz. Powernap und dann... So, warte mal, ich schau mal. King 27, 10, 8. Grüße und Edward 50 wieder back in Zug 1. So. Warten wir noch kurz. Aber ich werde mich jetzt schon mal verabschieden von euch, Leute. War mir eine Ehre, wie immer, euch heute hier einen schönen Abend zu bieten. Und ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lasst gern hier ein Abo da. Haut gern auf die Glocke. Lasst ein Like da. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, liebe Freunde. Danke für alles. Jimmy Konkan, danke nochmal für 5 Euro Superchat. Alter, ich pinkel mich an. Für was der Airbag am Rollstuhl, damit die dahin vegetieren, Leute dann leichter abgeworfen werden. Weil es ein Fahrzeug ist. Das ist vom Skript so selber. Deswegen, aber eigentlich sollten die von selber verschwinden, wenn ich jetzt da selber aus der Bubble gehe. Freunde, danke für den Support. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Folgt mir auf Social Media und ja, ich küsse eure Herzen. In diesem Sinne, schönen Abend. Ciao, gute Nacht und Servus.